2 Union nach 0:2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die Millanton Nummer 22, Mittwoch, 16.09.2015, der Tag, an dem Kai Diekmann ein Übersteiger-Abo geschenkt bekam. Mein Name ist Mike und wir sitzen hier im Konferenzraum der Fanräume im Bauch der wunderschönen Gegengrade des Millanton und freuen uns auf eine tolle Sendung, 17 Stunden beste Unterhaltung, in der wir die folgenden Themen backern werden. Wir werden über die beiden letzten Spiele sprechen, gegen den FSV Frankfurt und den MSV Duisburg. Wir werden über Blindenfußball sprechen, da gibt es gleich mehrere Sachen, die man besprechen kann. Wir werden über das bestimmende Thema aktuell, die Refugees Welcome Thematik an sich sprechen ausführlich. Und natürlich in der zweiten Hälfte werden wir uns ausführlich um unseren Gast kümmern. Wer das ist, wird jetzt noch nicht verraten. Toller Cliffhanger. Schauen wir mal. Mein Name ist Mike. Ich sitze hier mit 5 jungen Herren und fange mal zu meiner Linken an. Justus. Guten Abend. Ich wurde mal wieder gebeten, weil wir oftmals uns ja intern alle kennen, nein, wir kennen uns immer intern, aber oftmals gehen wir so drüber hinweg und setzen einfach voraus, dass jeder weiß, wer denn wer ist. Und gerade in Sendungen, wo wir Gäste dabei haben, wo ja vielleicht auch ein paar mehr Leute noch zuhören, die uns sonst nicht hören, wäre es toll, wenn wir uns nochmal ganz kurz vorstellen. Magst du nochmal sagen, was du bei diesem Verein sonst so tust, wenn du nicht gerade hier sitzt? Ja, also ich heiße Justus, arbeite im Fanladen St. Pauli, hier direkt nebenan. Das ist der mit den T-Shirts. Nein, das ist nicht der Fanshop, sondern der Fanladen. Das ist das Fanprojekt für alle St. Pauli-Fans. Und ich bin der Fanbeauftragte des FC St. Pauli. Einer von zwei. Hervorragend. Zu seiner Linken, mit einem grünen Käppi, Wolf. Nicht zu seiner Linken, er wollte nicht neben mir sitzen. Ich sitze schräg gegenüber, quasi mit dem Rücken zum Dom. Ja, ich bin Wolf, moin moin, und ich darf die Blindenfußballer des FC St. Pauli trainieren und habe die Blindenreportage, also die Hörplatz-Initiative, wo Blinde und Sehgeschädigte live im Stadion die Spielbeschreibung hören können. Also die hören über Kopfhörer, wie das Spiel läuft, wenn sie es nicht sehen können. Und ich darf das seit nunmehr 11 Jahren auch schon sprechen. Landläufig auch als AFM-Radio bekannt. Ja, das AFM-Radio überträgt ganz genau genommen diese Blindenreportage. Da lege ich immer sehr viel Wert drauf, weil das vielleicht gar nicht viele Leute wissen. Am Anfang gab es erst nur eine Blindenreportage und in der dritten Liga gab es ganz wenig Möglichkeiten, den FC St. Pauli zu verfolgen. Und es gab dann eine Initiative eines Fußballkollegen von mir, der mit Alexander Gunkel zusammen Kunstgeschichte studiert hat. Und der hat gesagt, lass uns doch diese gute Reportage mit einem Internetradio verbinden. Kunkel hat das studiert? Ja, Alex hat Kunstgeschichte studiert und Mann, der das andere, eine eigene Sendung wert. Der andere Alex ist jetzt Museumsdirektor in Lübeck im Behnenhaus Drägerhaus. Liebe Grüße Alex, mit dem haben wir hier zusammen Fußball gespielt, 91 angefangen und aktiv bin ich jetzt wieder in den dritten Senioren. Leider im Moment verletzt. Und bei uns immer zuständig für die fußballerische taktische Feinjustierung, Inverse Winger und ähnliche Geschichten. Nee, falsch. Da macht aber auch der Herr zu seiner Linken kräftig mit, nämlich Sebastian. Moin, ich sitze aber rein formal gesprochen, sitze ich jetzt auch Wolf gegenüber, weil ich ja nicht direkt links von ihm sitze, sondern mit dem Rücken zur Tür. Wer von unseren Hörern das nachher richtig aufzeichnet, wie wir sitzen, darf bei der nächsten Sendung einen Aufkleber abholen. Also rechts und links neben mir sind die Stühle frei. Okay. Sebastian, was machst du sonst so? Den Millanton. Was mache ich sonst noch? Ich laber zu viel im Internet. Unter @curious bei Twitter und ansonsten so beruflichen Kram. Sehr wohl. Und dann, wie immer, formvollendet gekleidet, unser Fashion- und Beauty-Beauftragter Wilko. Ja, guten Abend. Heute auch extra für Sebastian wieder in Lammfell. Ich habe es schon zur Kenntnis genommen. Er hat ja schon positiv gutiert, wie wir in der Modeszene sagen. Ja, guten Abend. Ich bin sonst beim Übersteiger und mache im Verein nichts. Ich sitze hier, ich weiß auch gar nicht so genau, warum ich hier sitze, aber ab und zu versuche ich was beizutragen beim Millanton. So. Ja, schauen wir mal, ob das heute gelingt. Ja, es ist immer ein schmaler Grat. Und dann, last but not least, unser Gast, Robin. Guten Abend. Moin, guten Abend. Was machst du denn so beim FC St. Pauli? Ja, in der Regel stehe ich im Tor, wenn ich gerade Zeit habe.
Und ich freue mich, heute Abend hier zu sein. Bin sehr gespannt, was mich hier in den nächsten Minuten, Stunden erwartet. Und wir erst. Ja, freue mich auf einen netten Abend. Du bist hoffentlich von Schnecke ausreichend vorgewarnt worden. Ja, er hat gesagt, ich soll Zeit mitbringen. dann klappt das schon. Der weiß, wovon er redet. Ja. Okay, ja, ihr werdet damit festgestellt haben, liebe Stammhörer, Christoph ist nicht da. Der ist immer noch beschäftigt mit seinem Buchprojekt. Aber das soll uns nicht weiter hindern und spart uns im Zweifel viel Zeit. Fangen wir also an. Als erstes Thema habe ich hier auf meinem Zettel stehen Blindenfußball und da gibt es einiges zu berichten. Nämlich, es war kürzlich die EM, wo Wolf vor Ort war. Es gab den letzten Bundesligaspieltag, wo wir ganz knapp nicht deutscher Meister geworden sind. Und es steht an, dass, ich hätte fast Hallenmasters gesagt, bisher war es um einen Hallenmasters, aber es ist jetzt zum ersten Mal draußen. Magst du mit der EM beginnen? Ich beginne mit der EM, genau. Das ist Ende August. In den letzten 10 Tagen des Augusts gab es in England, in Hereford, die Europameisterschaft. Diese Europameisterschaft ist das Turnier gewesen, wo sich die europäischen Teams für die Paralympics qualifizieren. Also die, ja, das Ziel bei dieser EM war nur, ins Finale zu kommen, um damit für die Paralympics qualifiziert zu sein. Wir haben mit Serdal einen Nationalspieler im deutschen Team. Und aufgrund einer verletzten Miserie der einiger Stammspieler gab es dann eine Suche nach noch einem Abwehrspieler. Und dann kam Rasmus, der jüngste Blindenfußballer von uns, der 15 ist, wurde angefragt, ob er mit zur EM fährt. Und da habe ich dann ein bisschen hin und her überlegt. Sven, unser Torhüter, ist hingefahren, hat gesagt, ich fahre nach Hereford, guck mir da die Finalspiele an. Und dann habe ich überlegt, oh, Finalspiele, 2 Tage irgendwie. Eigentlich ist es geiler, die Vorrundenspiele zu sehen. Und habe dann irgendwie rumrecherchiert, im Internet geguckt und bin dorthin gefahren, weil es günstige Flüge gab und auch eine einigermaßen günstige Unterbringung in einem Hotel Green Dragon. Uraltes Hotel, irgendwie schon 1200 wurden da Leute untergebracht. Irgendwie ist Tatsache. Seitdem nicht renoviert. Und hier in so einem Barnaby-Krimi. Ey, ganz ehrlich, also ich habe da auch dann, ich lese ja nicht oft sowas, aber so TripAdvisor dann gelesen und irgendwie so, Alter, Fotos von braunem Wasser in der Badewanne, da kommt braunes Wasser aus den Wänden und so. Hier sieht's aus wie im Shining Hotel oder sowas, aber es ist echt zu empfehlen. Es ist richtig schöne, uralte englische Klitsche mit, weiß ich nicht, also früher wurden da die Kutschen reingefahren und die Gäste des Bischofs oder der, ich weiß gar nicht, wie die da alle heißen, also Kirche übernachten, schönes Ding. Da gibt's das Royal National College for the Blind. Das ist sozusagen die englische Universität oder wo blinde Menschen studieren können und dort gibt es einen sehr guten Blindenfußballplatz und dort fand das Turnier statt. Da hat 2010 auch übrigens auch die Weltmeisterschaft stattgefunden und da habe ich dann sozusagen mir eine Akkreditierung habe ich da bekommen und habe dann jedes Spiel gesehen. Habe mir einfach vorgenommen, ich gucke jeden Tag jedes Spiel, 4 Spiele lang Blindenfußball. Und wie abends. Wie viele Teams nehmen da teil? Das waren jetzt, lass mich lügen, 6. Platz, es waren 10 Teams, 2 Fünfergruppen und erster, zweiter Halbfinale und dann die Halbfinals, die Sieger dagegen im Finale und die anderen um Platz 2. War total interessant. Deutschland hatte eine harte Gruppe, Türkei dabei und England dabei, die beide auch als Profis richtig arbeiten, weil die FA, die Football Association, ihren Nationalkaderspielern quasi so einen Angestelltenstatus da verpasst hat. Also die kriegen da 2.500 Pfund im Monat dafür, dass sie täglich trainieren und sich da vorbereiten, weil die hatten ein Ziel, nämlich nach Rio sich zu qualifizieren. Und das haben sie leider verpasst, weil sie im Penaltyschießen im Halbfinale gegen Russland rausgeflogen sind. Das war dann nämlich das Ding, dass die ganzen Finalspiele irgendwie gegen alle 0-0 aus. Die Spielzeit sind 2x25 Minuten. Und verteidigen ist wie im echten Fußball immer ein bisschen einfacher als stürmen und Tore schießen. Und gerade wenn da eine dicke Last dabei ist, dann ging es nicht mehr richtig. Und deswegen habe ich das ganz richtig gemacht. Ich habe die Vorrundenspiele gesehen und das letzte war Türkei gegen England in der Gruppe. Und das war auch das erste und einzige Spiel, wo ein Team 1-0 geführt hat und dann das andere Team das noch gedreht hat. England lag 1-0 hinten gegen die Türken. Und Deutschland hat gegen England gespielt, das war das Highlight der EM, weil die Engländer echt Deutschland hassen. Ich war mit England nicht so gut. Ich hatte mit England so ein Erlebnis, ein Kumpel von mir, Jaguar-Teile-Händler, mit dem bin ich mal hingefahren vor 25 Jahren und bin dann in Derby ausgestiegen und habe gesagt, Alter, das ist hier so furchtbar, ich tramp zurück, mach du weiter, geh auf deine Schrottplätze, guck dir den. Also ich fand, England war so die landgewordene Depression irgendwie so. Und dieses Mal war es okay. Ich bin geheilt mit England, weil das ist einfach gut. Das ist einfach
ein schönes Ding. Wenn die National, also die haben die Nationalhymnen gespielt, richtig schön mit Kindern, die einlaufen mit Fahnen. Und irgendein kleiner Audiofreak hat sich den Spaß gemacht, die deutsche Nationalhymne mit einem Bomben, mit einer Bombenexplosion anfangen zu lassen. Und ich habe immer beim ersten Mal habe ich gedacht, spielen die von der Platte oder so? Nach dem Motto, so die Plattennadel, die irgendwie da so ein Geräusch macht. Und ich habe das mitgeschnitten und habe dann irgendwie beim vierten Spiel, was Deutschland spielt, habe ich dann gemerkt, Alter, klar, da hat ein kleiner Audiobastler so Weltkriegsgeräusche halt an den Anfang gelegt. Und das ist ja heftig. Der gute britische Humor. Ja, die feine englische Art. Ja, und da war natürlich dann auch, es ist eine kleine Tribüne, es ist ein kleines Stadion. Eine große Hintertortribüne, auch so aus Gerüstrohr aufgebaut. Und dann gab es so eine Haupttribüne, wo so 5 Reihen Sitze sind, dahinter auch so ein bisschen Logen. Und ich saß da den ganzen Tag bei manchen Spielen fast allein. Und als dann dieses England-Spiel kam, da kamen richtig zahlende Zuschauer. Es war richtig voll. Und wir haben so ein bisschen gequatscht während des einen Spiels und neben uns sitzt so ein Engländer, richtig so richtig klassischer Typ, so. Und er sagt dann, seine Frau zeigt so auf uns, ey, die haben die ganze Zeit geredet beim Spiel, so die. So, und dann steht er nur so auf, so ein bisschen so, ich möchte jetzt nicht zu ausfallend werden, aber hat schon einige Schlacht geschlagen, der gute Mann. Und sagte dann so, ey, next match, next game, you shut up. Oh ja, ist alles klar, alles gut. Und dann stellte sich raus, dass der Vater von Dan English. Dan English ist einer der größten Brocken bei denen im Team. Und das ist ein Irak-Veteran, der irgendwie da bei einer Explosion sein Augenlicht verloren hat und ja. Ah, okay. Und der hat auch richtig voll reingehauen, ey. Der hat gespielt. Wahnsinn. Also. Mit reinhauen meinst du nicht unfair, sondern. Nee, richtig körperlich, körperlich. Die Engländer waren top körperlich, die haben sich irgendwie. Es vibriert in der Tasche, ihr konntet es nicht hören. Nein, die Engländer haben richtig, die sind mit körperlich nicht vom Ball zu trennen. Die werden umgenietet oder umgerannt oder niedergerungen, stehen wieder auf, machen weiter und haben einen Sender zu. Aber beim Elfmeterschießen auch nicht viel. Nee, und das ist halt das Gemeine, dass in diesem ganzen Modus eben noch nicht über eine Verlängerung nachgedacht wurde und das ist halt wirklich echt, also ich finde, mir haben die Engländer echt leid getan, weil die haben da richtig, richtig viel investiert. Die haben auch ein System, wo sie dann ihr Land in Süd, Mitte, Nord eingeteilt haben und für jeden Distrikt gibt es einen Profi-Scout, der junge Blindenfußballer sich anguckt. Also die haben bezahlten Trainer, vollamtlich, die hatten oben auf dem Pressebalkon, hatten den Typen, der die Videoanalyse macht, der macht sonst bei der FA die Frauennationalmannschaft. So, also die gehen da richtig tief rein in die ganze sportliche Materie. Und die Türken auch, das haben wir dann mitbekommen, als Serdal, der bei uns spielt, spricht Türkisch, ist ein Kurde, also ist kein Türke, würde er jetzt, glaube ich, auch so sagen. Also ist dann auch, wenn die Nationalhymne lief, hat er mir dann erzählt, da im Finale, da hat er gesessen und noch ein anderer Deutscher, das ist Vedat, die beide so ein bisschen kurdischen Hintergrund haben und die gesagt haben, Alter, bei der Mörderhymne stehe ich nicht auf. Also da bleibe ich sitzen so und dann, nee, komm, Leute, steht auf, jetzt hier muss man jetzt machen und so. Und na gut, auf alle Fälle hat der dann da gefragt und die Türken treffen sich einmal in der Woche, für eine ganze Woche, einmal im Monat und werden da zusammengezogen und trainieren dann eine Woche ganz intensiv miteinander, haben dann ihre Ligaspiele auch, irgendwie trainieren wieder in ihren Verein, also haben einmal im Monat einen Lehrgang richtig. So, und Deutschland hat, glaube ich, vor der EM 4 Lehrgänge gemacht maximal. Also anderes Niveau. In England historisch gewachsen aufgrund von der Olympiade in London oder seit wann machen die das so professionell? Das ist eine gute Frage. England, ja, ich kann nicht genau sagen, seit wann in England das läuft, aber ich weiß, also das ist vielleicht der Blindenfußball ist durch die Initiative englischer Trainer entstanden. 2006 zur Fußball-WM in Deutschland waren die Engländer die ersten, die Blindenfußball gebracht haben, gemacht haben. Und die Engländer haben auch einen John Ball. John Ball ist ehemals englischer Blindenfußball-Nationaltrainer gewesen, den haben die Türken eingekauft und das ist so kurze Hosen tragender großer Schlacks, da kannst du auch sagen, der hätte auch mal Wimbledon gewonnen, irgendwie 65 oder so, ganz lockeren, coolen Schnack und dann gab's da auch, Alter, da war halt schon auch Prominenz da und dann gab's auch das Ding, die FA-Jackets sind da. Also das war jetzt zur Eröffnung, dann kommt wie quasi DFB, aber bei der FA ist es so, dass du dein FA-Jacket, das Jackett mit dem Wappen drauf, das ist halt was ganz Besonderes und da waren halt so 15, 20 von den Leuten und dann kam irgendwie auch so ein Bürgermeister des Distrikts, der hatte dann so goldene Kette, so im V-Ausschnitt-Format, so zwei so Ketten mit Plaketten drauf und so. Das war halt alles so ein bisschen anders. Also für mich so spannend.
Da hätte Wilko als Modebeauftragter sicherlich was zu sagen können. Ja. Ich wollte ja gleich schon eingreifen, weil ich bin echter England-Fan. Ich finde das sau geil, da muss ich sagen. Ich bin ja auch überzeugter Jogginghosenträger. Ich, gefühlter Engländer, so, somit irgendwie. Und war zweimal da, so richtig nur zum Fußball gucken, und das war halt immer großartig. Einmal Liverpool und einmal das Derby in Edinburgh. Okay. Wo sich am Ende, wo am nächsten Tag in der Zeitung stand, ich glaube, man hat sogar beide Mannschaften verhaftet, weil die aufeinander losgegangen sind in der Disco. Okay. Das, ich mag den Style da ungemein. Ja, ich bin, ich kenne das noch nicht so. Ich war auch sehr neugierig dann. Ich habe dann mitten in dem Ort gewohnt, und da gibt es auch den FC Hereford. Das ist ein neuer, das ist dieses, diesen pleite gegangen, haben sich wieder neu gegründet und haben dann dieses richtig schnuckeliges altes Stadion irgendwie, und ich so, oh, klasse. Und sah dann so ein paar Leute mit, die haben so eine Kuh. Es gibt das weitverbreitetste Rind, ist das Hereford-Rind oder Hereford-Cradle. Das ist dieses, was du in Argentinien quasi züchtest überall. Das kommt daher. Auf alle Fälle bin ich da langgelaufen, habe so ein paar Leute gesehen mit diesem Wappen auf dem T-Shirt, auf der Kappe, und dachte, ist hier ein Spiel. Und auf der anderen Straßenseite, also kleine Straße, geht so ein Typ mit Jogginghose. Grau, hat so ein windleichten Blouson an, so ein bisschen, ja, geil, so, wie man und, das gewohnt, und auch so eine Dockermütze auf, so, und auch sah so ein bisschen sportlich aus. Und da, an dem ist mein Blick ein bisschen zu lange hängen geblieben. Und dann so. Kam der mal fragen, was los ist. Nee. Einmal nur das Kinn gehoben, so, zeigt mit seinen beiden Zeigefingern in seine Augen, zeigt in meine, macht so eine winkende Handbewegung und zeigt vor sich auf die Füße. Und dann mit beiden Händen winken, komm ran. So, und ich so, hä? Weil ich hatte St. Pauli-Klamotten an. Ich wusste jetzt nicht genau, ist jetzt hier so die republikanische Ehre oder so, oder keine Ahnung, die Loyalisten sehen da irgendwie. So, und dann habe ich nur so, ich habe da nur so auf die Regenjacke gezeigt und so fragend die Hände weggestreckt, so, und er lief rot an, bombenrot so irgendwie, und hat nur immer so vor seine Füße gezeigt und sagt, komm rüber, komm rüber. Da habe ich gedacht, schnell weggucken, weitergehen. Ja, rätselhaft. Nicht hingewagt. Der wollte dich nicht hingewagt. Hingewagt? Ich habe keinen Bock, mich zu beulen. Der wollte ein Autogramm, glaube ich. Der wollte ein Autogramm. Aber ernsthaft, England? Jackentausch oder so. Schuhe tauschen, deswegen hat er immer auf die Schuhe tauschen, natürlich. Keine Schuhe, Digga. Hier, lass mal da. Achso, da, guck mal, meine Schuhe. Willst du meine Schuhe mal sehen? Ja, genau. Und dabei ist er ganz rot geworden, weil er findet die so schön, dass da irgendwie so ein... Weil er immer so nach unten gucken muss. Ist Blut da so reingelegt. Nee, also völlig falsch verstanden, Wolf. Ich glaube auch. Ich habe das völlig falsch verstanden, auch in den Pubs. Also wir sind dann später halt mal jeden Abend einen neuen Pub aufgesucht, und da gab es halt ganz offen so nach zwei Sätzen, ey, lass uns rausgehen, beulen. Irgendwie, das war so. Ja, no sports, no politics. Die Kneipen sind am schönsten. Da hängen dann schon Schilder, darfst nicht im Trikot rein und du darfst nicht über Politik reden. Nee, wieso? Das war der erste Spruch von denen. Hey, we have won 2 World Wars and 1 World Cup. So, now you. So, das war dann so, das war so das. Das wäre meine Frage gewesen, ob du nicht hättest aufstehen können, um diesen älteren Herrn da, der so ein bisschen sich echauffierte, zu beruhigen und einfach mal There are 10 German bombers in the sky oder sowas anstimmen. Ich meine, das hättest du doch, da hättest du echt punkten können bei ihm. Ja, ich weiß, wir haben ja den, es gibt da einen Spieler im Nationalteam, der heißt Darren Harris. Und den haben wir immer Harris. Ja, eben, genau, richtig. Den großartig. Haben wir, da haben wir immer schon bejubelt, aber das ist dann auch irgendwann egal. Also, die sollen mal mit ihrem Nationalkram da irgendwie weitermachen. So, das ist. Ich fand aber eine Sache geil: Fußball, Kirche und quasi so das so bäuerliche Kultur. So, das ist da sozusagen in einer Was findest du auch? Finde ich echt saucool. Wie bei der Bild-Zeitung. Ich mag dieses Rum, auch dieses tatsächliche, dieses Proletenhafte, finde ich saugeil. Dass den Leuten das auch total. Die sind da ehrlich geradeaus und so, und finde ich super. Weil ich Wolfs Erfahrung jetzt so völlig gegenläufig mitgekriegt habe, weil irgendwie die letzten 3 Mal oder was die Stream war. Also ich habe Familie da, ich bin gefühlt einmal im Jahr eine Woche in Südostengland. Und dann immer mal mit meiner Cousine oder so irgendwo in einem Pub und meistens halt dann noch mit St. Pauli-Shirt. Es gibt so viel positives Feedback, mitten in London teilweise so, yo, mate, cool shirt. Und dann hast du irgendwie einen Grund zum Reden. Und letztes Mal im Frühjahr waren wir irgendwie in, Name vergessen, wie der Ort heißt, da wo der Autor von Winnie the Pooh gewohnt hat. Ach da, also es, ja, ist, ich weiß. Sag, es gibt diesen Wald irgendwie. In dem Pub war ich auch schon mal. Ja. Nee, egal, also das ist so ein kleiner Ort, da fahren halt ein paar Touris und gucken sich diesen Wald an, wo Winnie the Pooh halt in der Fantasie von dem Autor rumgerannt ist. Und da... Lass ihn doch mal ausreden. Ja. Da gibt's halt auch Pubs, und dann waren wir irgendwie später irgendwie noch in so einem Pub und total dörflich, total bäuerlich. Irgendein Typ guckt mich an, ich glaube, ich hatte sogar ein Totenkopf-Shirt an, guckt mich so an,
Shane Pauli. Ich so, dachte noch so, also auch sag so nichts Falsches. Nee, ja, genau. Ist HSV. So ein bieriger Typ, so, was willst du da sagen? So, ja, also, irgendwie ja erzählt, dass seine Freundin wohl irgendwie öfter mal rüberkommt, um hier Fußball zu gucken und wie cool er das findet und antifaschistisch und so. Also da sind schon auch sehr viel coole Leute unterwegs, die dann halt auch viel mehr über uns wissen, als man irgendwie hier so landläufig erwartet. Ja. Nee, Fußballkultur. Ja, cool. Der Poo-Pub werden wir googeln und verlinken. Aber ich muss jetzt das England-Ding beenden, weil es sind ja noch zwei weitere blinden Fußball-Teams. Ja, aber sag mal ganz kurz, Olympia-Qualifikation verpasst. Verpasst, genau, weil unentschieden im ersten Spiel gegen die Türkei, 0-0, wo die Türken noch gar nicht gewusst haben, was sie alles konnten. Gegen Polen gewonnen, gegen Italien gewonnen, gegen England 2-0 nur verloren. Aber die Türken und die Engländer haben jeweils Polen und Italien richtig verdroschen. Also da war das, die Tordifferenz war einfach so groß, dass Deutschland gegen Italien 9-0 hätte gewinnen müssen, um da weiterzukommen. Und die Türken sind im Endeffekt gegen Russland im Finale, sind sie dann Europameister geworden. Und England ist todtraurig, dass sie nicht für die Paralympics qualifiziert sind, und das ist auch für die Sportart, finde ich, echt traurig. Oh, was war das? Da war gerade eben jemand. Hat voll geknallt im Ohr. Egal. Also das ist, ich finde es schade, aber das war halt geil. Also oben auf dieser, in diesem Royal National College for the Blinds, da hast du dann plötzlich auch mal so 20 Spinning-Räder stehen da einfach rum. So, gehst du mal aufs Spinning-Rad irgendwie. Also das ist, gleichzeitig ist da ein riesen Fitnessstudio, das heißt Point 4. Hereford ist noch der SAS-Standort. Also die ganzen Special Forces, die auch da in Nordirland etc. eingesetzt werden, die werden da ausgebildet. Vielleicht ist das auch so ein bisschen, also die sagen da selber, ey, sei vorsichtig so. Musst nicht mit jedem jetzt versuchen zu raufen hier oder so. Ja, du töten nicht mit bloßen Händen. Aber Spinning-Räder muss ich mal eben ganz kurz unterbrechen, weil ich vergesse das sonst bestimmt. Ich habe in Darmstadt gesehen, ihr seid auch nach dem Spiel auf diese Spinning-Räder getreten. Sind die nicht in Darmstadt? In Frankfurt beim FSV-Spiel. Stehen die bei jedem Verein rum und sind die dann immer für alle Spieler öffentlich? Oder nee, die sind bei uns im Bus. Ach, das sind eure. Das ist so ein Elektrobus und sonst geht's nicht nach Hause. Wie bei den Feuersteins ist es so. Nee, haben wir jetzt eingeführt seit dieser Saison eigentlich. Okay. Hauptsächlich, dass wir 5 Räder mit dabei haben und dann eben alle Spieler, die länger als 45 Minuten gespielt haben, zur Regeneration direkt aufs Rad gehen. Das ersetzt das Auslaufen, oder? Ja, quasi. Also wir haben ja sonst eigentlich nach den Spielen, war es ja immer in der Regel so, dass du duschst, dich umziehst und dich in den Bus setzt und dann heimfährst und am nächsten Tag die Regenerationseinheiten hast. Und in dem Fall haben wir es quasi sowohl nach dem Spiel direkt, als auch dann am nächsten Tag. Aber sag mal ganz kurz, ihr fahrt nicht im Bus, sitzt ihr da nicht auf den Rädern, sondern... Also nee, das kann ja auch sein, dass da hinten im Bereich, da sitzen jetzt 5 und... Wäre auch eine Möglichkeit, um schneller dann nach Hause zu kommen. Nee. Aber nee, die sind dann unten im Lagerraum. Aber wer euch in Frankfurt hat spielen sehen, würde bezweifeln, dass es schneller geht. Naja. Überleitung Blindenfußball kriege ich jetzt gerade gar nicht hin. Ja, genau. Nicht die Qualifikation für Rio geschafft. Rasmus hat toll Einsatz gehabt gegen Italien. Und ist der Ruhepol des FC St. Pauli, schreibt die Böhme-Zeitung. Er hat von Anfang bis zum Ende gespielt als Verteidiger und ist halt total cool und ruhig. Serdi ist genau das Gegenteil. Das ist ein ganz heißsporniger und der hat einen Tunnelblick, der geht los, der bebt und tobt in seinem eigenen Film und wird in der Nationalmannschaft ein bisschen anders behandelt als bei uns, so, wo wir ihn dringend, noch dringender als in der Nationalmannschaft brauchen. Die haben schon auch gute Spieler. Und die, ich versuche gerade die Brücke so zu zimmern, aber ich baue gerade an beiden Enden gleichzeitig und das ist so ein bisschen schwierig, so, um dann drüber laufen zu können. Also, nee, das war ein klasse Ding. Rasmus da angesehen und gut angekommen, auch geehrt und jüngster Nationalspieler aller Zeiten für deutschen Blindenfußball. Und ja. Aber wie sind denn die Spielabmessungen? Also Spielgröße? 20x40. 20x40 ist... Also ist es so, wie es in der Halle... Futsal. Also Futsal. In der Halle auch war, wo ich letztes Jahr genau, war mit Schnecke. Genau. Genau das Gleiche, nur dass du da einen Kunstrasen hast und Banden an den Seiten und international paralympisch wird so mit leicht abgeknickten Banden gespielt. Also da kannst du auch nicht in die Bande reinballern und der Ball fliegt raus, sondern wenn du gegen die Bande spielst, dann bleibt da quasi
da liegen. Also du kannst die Bande nicht als Rückschlag- oder Rückprallwand benutzen. Und auch Handballtore? Handballtore, genau das gleiche Ding. Und dann war lustig, dann die ganzen Hintertor-Guides. Also mittlerweile funken alle, das sieht auch so ein bisschen ähnlich aus wie bei uns, nur dass die halt so Headsets haben, dass immer der Hintertor-Guide mit dem Mittelguide spricht und dem sagt, ey, sag dem das so und so. Die Spanier hatten noch einen, der oben steht, also der Trainer steht da ganz oben, quasi auf der TV-Scout-Position und sieht das Spiel und gibt dann Anweisungen an den Mittelguide. Wie beim American Football. Genau, so aber wenn du dann die wie Polen... Wie bei Bertie Vogts, hätte ich gesagt, damals. Haben die da auch gefunkt? Berti Vogts saß doch nicht auf seiner Trainerbank, sondern ist doch immer in der ersten Halbzeit nach oben gegangen und hat sich das Spiel angeguckt. Der wollte rauchen ohne Wurf. Wisst ihr das nicht mehr? Nee, hätte das ich jetzt war nicht so. Gewusst. Also. Macht ja nichts, ist egal. Ist ein deutscher, ehemaliger deutscher Nationalspieler. ich weiß nicht. Hans Hubert heißt er im richtigen Namen. Hans Hubert Vogts. Ne? Hat er auch mal eine Rolle im Tatort. Vielleicht kennt ihr ihn daher. Ich hatte mal so ein Bilderbuch von Berti Vogts. War das Berti hieß er auch, ne? Ich hatte, Stefan Raab hat ein Lied über den gemacht. Ja. Und das Zitat: Gewalt gehört nicht auf den Fußballplatz, das soll man zu Hause mit seiner Frau ausleben, ist auch von ihm. Oha. Na gut, ja, gut, ihr kennt ihn woanders her, offensichtlich. Ja, okay. Wir hätten deutscher Meister werden können am letzten Spieltag als zum ersten und ja, zum ersten Mal überhaupt. Letzter Spieltag Freiburg, Städtespieltag Münster, am Freiburger Münster eine wunderbare Spielfläche aufgebaut und haben gegen um 9 Uhr morgens gegen Stuttgart die Chance mit einem Sieg und dann 17 Punkten auf dem Konto zum ersten Mal an die Tabellenspitze zu klettern und dann den Spieltag weiter zu sehen und zu genießen und gehen 1-0 in Führung, spielen Stuttgart gut, ja, spielen gut mit denen und verlieren dann die Ordnung und es gibt dann 2 Gegentore der beiden Nationalspieler, Alex Fangmann, Lukas Smirek und verlieren die Partie. Heulender Rasmus auf dem Rasen, wie ein Schlosshund, Michael heult, irgendwie ganz schön viel Emotionen drin und ja, das war krass, das war ein krasses Erlebnis, so als Trainer oder auch als bisschen sportlich Verantwortlicher in einem Spiel richtig was erreichen zu können oder so richtig sich ein Ziel zu setzen. Auch wir wollen den deutschen Meister mal besiegen. Haben wir letztes Jahr übrigens auch gemacht, haben wir 1-0 geführt und haben die Partie auch 2-1 verloren. Also haben das einfach wiederholt und das war komisch. Da stellt sich dann ja schon mal irgendwann die Trainerfrage. Die stellt sich auf alle Fälle, aber zum Glück sind wir nicht in England, wo die Trainer so geil bezahlt sind, weil die haben nämlich alle ihren Vertrag verloren und müssen sich jetzt was Neues suchen. Aber das ist auch ganz geil, weil England hatte tatsächlich eine Problematik, dass die mit ihren Leistungsspielern, die durften an keinen Turnieren teilnehmen. Die durften nur im paralympischen Oberspitzenbereich, wurden die sozusagen isoliert. Durften auch nicht zum Beispiel nach Tschechien auf das Turnier fahren, nach Budějovice, Brünn. Und das haben die jetzt ein bisschen aufgebrochen, weil sie diese Nationalspieler wieder auf Vereinsteams verteilt haben und nach dem Vorbild der deutschen Blindenfußball-Bundesliga auch jetzt eine Liga spielen, damit die mehr Wettkampfpraxis auf einem guten Niveau haben und haben sozusagen die ganzen Nationalspieler in verschiedene Vereine verteilt. Also die müssen jetzt, 3 spielen jetzt da in Hereford am RNC, Royal National College for the Blinds, da haben die jetzt ein Team und gegen die werden wir dann wahrscheinlich nächstes Jahr in Budějovice spielen. Aber das ist jetzt schon den Schritt zu weit, Stuttgart verkackt und Marburg ist deutscher Meister geworden. Und da ist ganz interessant, weil Marburg hatte einen sehgeschädigten Torhüter ganz lange, Niklas Schubert. Also der ist halt Albino oder wie sagt man dazu, wenn dir die Farbstoffe, Pigmente fehlen, dann wirkt sich das auch auf die Sehkraft aus. Und da in Deutschland auch mit einer Sehkrafteinschränkung von der B3 gespielt werden darf, hat Niklas ganz lange im Tor gespielt und er hat jetzt umgesattelt auf Feldspieler. Und der schießt das entscheidende Tor in dem Finalspiel Stuttgart gegen Marburg. So, also der ist richtig ein guter Stürmer geworden und das fand ich ziemlich herausragend. Das war auch das allerletzte Spiel des Tages, oder? Genau, das ist aber immer so, dass sie das terminieren, weil sie dann hoffen, also weil sie dann denken, das sind die beiden Rekordmeister und wenn die im letzten Spiel gegeneinander spielen und das könnte spannend sein, dann ist das noch was. Chemnitz hat kurzzeitig die Tabellenführung übernommen, weil die halt gegen Köln 3-0 gewonnen hätten, wären wir sowieso nicht Meister geworden. Aber, und im Endeffekt ist das so ein bisschen auch jetzt gar nicht mehr so viel Tabelle. Es gibt 4 Teams, die da tatsächlich ganz, ganz wenig Punkte haben. Also wir haben 8 Punkte, der unter uns Stehende hat 8 Punkte, wir haben 14. Also das ist, die meisten Teams, die oben stehen, die 5, die haben fast pro Spiel mindestens 2 Punkte erreicht und darunter sind die Teams, die schaffen, kommen nicht über 1 Punkt pro Spiel. So, das heißt, es gibt im Moment so ein Gefälle, das heißt, die Liga wird auch wahrscheinlich, ja, wenn man nicht aufpasst, wird die sich so schrumpfen oder in 2 so Leistungsebenen teilen. Aber ich meine, wenn man das mit den letzten Jahren vergleicht, ich meine, die letzte Saison war ja auch schon deutlich besser, aber in den Jahren vorher war St. Pauli ja eigentlich wirklich immer da zum Lernen und inzwischen spielt ihr ja mit und das ist ja, denke ich mal, schon eine Entwicklung, vor allem, wenn man sich anguckt, wie
junge Spieler da sind, wie zum Beispiel Rasmus. Okay. Das heißt, übertrieben formuliert, gehört uns ja die Zukunft. Das hast du sehr schön gesagt und das wäre natürlich auch, uns gehört die Zukunft tatsächlich, weil so viele jugendliche Spieler, wie wir sie im Team haben, gibt es nicht. Und wir hatten ja das letztes Mal beim Masters, gab es ja tatsächlich das erste Mal, dass wir auch mit einem reinen Jugendteam gespielt haben. Und die hätten ja nun fast das Turnier gewonnen. Also die Jugendlichen sind ja da dann Dritter geworden, wären eigentlich Zweiter geworden, weil wir so eine komische Unentschieden-Regelung mit Penaltyschießen hatten. Und die Erwachsenen sind, glaube ich, Letzter geworden in dem Turnier. Mhm. Machen wir diesmal nicht. Budapester Straße ist gesperrt, also oder die Halle zumindest war das unklar, ob man die kriegen kann oder nicht. Und dann haben wir die Anfrage gehabt, von der Nationalmannschaft ein Länderspiel in Hamburg vielleicht durchzuführen, Blindenfußball-Länderspiel, auch im Zuge ein bisschen der Olympia-Bewerbung und sowas, wo hatten die dann Interesse dran. Das Sportamt Hamburg hat toll zurücksignalisiert, ja, haben wir großes Interesse dran, finden wir toll, machen wir ein Konzept. Habe ich vorher noch gefragt, klein, mittel, groß, nein, nein, groß, das soll schon so Rathausmarkt-Zuschnitt haben. Dann habe ich das kalkuliert, bin da hingegangen, habe gesagt, hier, guck mal, 70.000 Euro, oh, das ist ja viel zu viel. Das ist aber doch sehr groß. Ja, aber das ist ja, ich meine, ja, ich habe dann auch gesagt, wir machen kein Länderspiel, wo wir nicht gleichzeitig auch mit unserem Turnier sozusagen mit verknüpft sind. Weil das Turnier machen wir schon immer und wir können jetzt nicht einfach nur parallel noch ein Länderspiel machen. Weil dafür ist einfach, da müssten wir bezahlt werden dafür. Und zwar auch in der Organisation. Nicht nur ein Trainer, der da einfach ein paar Rechnungen stellt irgendwie und alles machen muss. Das bin ich, heule ich gerade rum, egal. Und dann ging es weiter so, dass dann, ja, dann machen Sie mal bitte nur, kalkulieren Sie mal bitte nur für das Länderspiel irgendwie. Dann habe ich das gemacht, dann waren da 18.000 auf der Uhr, weil ich dann eine Spielstätte gefunden hatte, die nicht Rathausmarkt ist, sondern ich wäre gern auf die Eisbahn gegangen, hier runter gleich, weil da passt das super rein, da ist eine betonierte gerade Fläche und man hat diese wunderbaren Stehplatztribünen, weil wir hatten uns überlegt, wenn wir ein Länderspiel haben, dann musst du auch schon vielleicht 1.000 Leute damit rechnen, dass sie kommen. Das kriegst du in der Budapester Halle nicht hin, das ist irgendwie eine Sporthalle, gehen ist blöd, paralympisch wird draußen gespielt, lange Rede, kurzer Sinn, irgendwie Antrag geschrieben, 18.000 Euro dafür, für Banden, Aufbau, Kunstrasen, Deutschen, also die Engländer einladen, weil ich bin davon ausgegangen, dass die Engländer da Sieger werden, wurde auch schon, war auch schon angefragt und dann hat die Stadt gesagt, nee, wir haben 4.500 Euro. Okay, dann müssen wir es auf nächstes Jahr verschieben. Und jetzt, aber das Ding ist halt, dadurch ist unser Termin mit dem Masters vorgezogen und jetzt Ende September und wir haben auch zum ersten Mal drei internationale Teams dabei, das eine ist Dublin, also die Iren aus Dublin, dann Anderlecht, Bruno, das sind die drei internationalen und dann kommt Marburg als deutscher Meister, allerdings auch mit anderen Spielern, weil die da können nicht alle und da haben sie sich dann da einen Spieler ausgeliehen und dann kommt der Bruder von einem Nationalspieler noch mit, also die mixen das bunt durch und wir haben Chemnitz, die halt dabei sind als Vizemeister. Wir als Fünfter, ist das ein super Turnierzuschnitt, das Ganze am 26. und 27. September am Borgweg auf dem Gelände der Blindenschule. Und ja, das ist jeder herzlich eingeladen, auch hinzukommen und sich das anzugucken. Kostenlos kann man da die Spiele aus nächster Nähe ansehen. Spielzeit wird ein bisschen verkürzt von den internationalen Regeln. Also wir spielen 220 Minuten und haben auch einen belgischen Ipsa-Schiri dabei, der das Halbfinale Deutschland gegen England gepfiffen hat. Und wenn man den nochmal interviewen will, vielleicht aus der Schiedsrichterperspektive, also dann ist das alles möglich. Also das wird dann ein familiäres Turnier. Ein was für ein Schiedsrichter? IPSA? IPSA ist die International Blind Sports Federation, heißt das, obwohl das A für Association steht. Warum das so ist, weiß ich nicht. Okay. Ja. Aber sag mal, zu der olympischen oder paralympischen Bewerbung Hamburgs, wo dann einem ja immer als positiv genannt wird, was ich ja auch als positiv sehen würde jetzt mal, der Breitensport wird gefördert und so weiter. Das hört sich ja jetzt nach dem genauen Gegenteil, oder nicht genau im Gegenteil, aber auf jeden Fall nicht einem großen Support an, wenn man sagt, hier 4.500 Euro, das, ja, da kann man ja auch, keine Ahnung, irgendeinen Sponsor fragen, der sagt dir wahrscheinlich sofort 4.500 Euro zu. Da, übertriebene Darstellung, um es deutlicher zu machen. Ja, das ist, aber ich glaube, das ist so ein bisschen, ist das so einer administrativen Logik auch geschuldet. Also ich glaube nicht mal, dass das jetzt irgendwie, ey, wir wollen groß, aber wir wollen nur klein geben oder so, sondern klar, will man groß oder möchte man auch gerne irgendwie Strahlkraft und auch zeigen, was für Projekte da sind, weil das Blindenfußball in Hamburg irgendwie einen ganz gutes Standing hat oder auch eine ganz gute Außenwirkung, das kommt an, also das merkt man, das hört man irgendwie, auch gerade wegen Jugendlichen und auch irgendwie, ja, wegen dem, was wir auch nebenbei machen oder sowas, also ja, 4.500 Euro ist jetzt erstmal ein kleines Ding, aber ich glaube, dass sie halt auch da echt, bis das dann sozusagen geklärt ist, dass da auch ein Etat entsteht, kleine Budgets haben. Auf der anderen Seite gibt es dann eine Marketing GmbH, die dahinter steht und schon auch in guten, auf guter Ebene sozusagen versucht da
die Stimmung positiv zu gestalten und es gibt irgendwie Botschafter und alle auf einem hohen Niveau. Also ich finde, bei Olympia ist das Ding, glaube ich, also da muss man einfach drauf gucken, dieses Vertragswerk, was sozusagen das IOC mit der Stadt schließt. Also das, da muss man genau hingucken. Und soweit ich das verstehe, ich weiß das nicht genau, aber ich glaube, das ist tatsächlich sowas Ähnliches wie so ein Generalvollmacht. Also du, die Stadt, wenn die das unterschreibt, die unterschreiben, dass sie bei irgendwelchen Sachen komplett die Haftung übernehmen. Das IOC nimmt sich die Organisation, die Sponsorenrechte, also die nehmen sich sozusagen die ganze merkantile Materie in die Hand. Unsere Sponsoren, eure weg, gar nichts, wir, alles wir. Wenn aber was schief geht, ihr. So, und das ist, glaube ich, eine Sache, die ist so unglaublich anmaßend und jenseits der Zeit. Also das ist so, Coca-Cola kommt und möchte hier irgendwie ein Fest auf dem Heiligen Geistfeld machen oder würden wir sagen, Heiligen Geistfeld gehört dem FC St. Pauli oder sowas in der Richtung, gibt's nicht, ist zum Glück auch nicht so, ist egal. Aber wenn dann irgendwas passiert, da ist Sturm, das kann nicht aufgebaut werden, so, nee, St. Pauli, dann seid ihr dran. So. Aber wenn die Eintrittsgelder und alles und die ganze das Übliche, was man an Olympia halt in diesem ganzen 500-Seiten-Konstrukt, was da heute ja auch veröffentlicht wurde. Also, wurde das tatsächlich? Ja, ich meine schon. Also ich habe das irgendwo in Twitter vorbeifliegen sehen, aber es gab dann ja heute andere Themen. Das ist halt immer ein bisschen schade. Für uns ist das halt so eine Sache, so Rasmus oder so junge Spieler, da würdest du denken, wow, dann kommt das wirklich beste Blindenfußballturnier, das Paralympische nämlich, das wäre in der Stadt. Das wäre direkt, da wären wir mit dabei sein, so ungefähr. Wie auch immer, in welcher Randposition oder mitgestaltend oder sonst was. Und dann träumt man immer so ein bisschen von so ein bisschen graswurzeligen Spielen und eben auch Eisbahn. Das war für mich, wäre das ein Knaller gewesen. Das ist keine Sportstätte. So, sondern das würde mit einer kleinen Summe von Geld, die man da reinsteckt, um das vielleicht für so ein olympisches Turnier bespielbar zu machen, kann auch vorher sein, kann auch eine Trainingsspielstätte sein. Lass da Leute trainieren, lass da einfach die anderen Nationen trainieren, halb öffentlich etc. Dafür aber diese Freizeitsportstätte wieder so aufgebootet, dass da wieder vernünftig Eissport etc. gemacht werden kann und das Ganze so einen Kick weiterkriegt. Das wären so Sachen, wo ich denke, das sind so Win-Win-Situationen und dann träumt man in solchen Gedanken und denkt, das ist geil, aber im Prinzip ist das ein vollkommenes Business. Das ist Business und wer da sozusagen in der Ebene ist, Business mitzumachen, macht Business und die anderen sind quasi die ehrenamtlichen Zulieferer. So, das ist die Realität, glaube ich, aber... Ehrenamtliche Zulieferer ist ja vielleicht nochmal ein gutes Stichwort fürs Masters. Also die Spiele gehen an beiden Tagen um 10 Uhr los. Genau. Am zweiten Tag ist dann um 17 Uhr die Siegerehrung ungefähr. Genau. Also in der Zeit dazwischen kann man sich da verlustieren. Wir haben am Samstag ist das St. Pauli-Spiel in Paderborn. Dementsprechend zumindest den Sonntag könnten viele dann vielleicht vorbeischauen und am Samstag halt. Also Freitag, den ganzen Tag, da wäre noch ein bisschen gut, 1, 2, 3 Leute zu haben, die Lust haben, die ganze Knufferei machen, wie Kühlschränke einladen, irgendwie Getränke holen bei Coca-Cola. Bodo, unser Amateurvorstand, hat einen guten Draht dazu hin und dann gibt es da irgendwie... Okay. Egal. Letzte Aber Frage zum Freitag. Freitagvormittag ist super. Also da noch, wer das nicht auf der Blindenfußballseite selber findet, wie man sich da bewerben kann, kann gerne über uns den Kontakt stellen, wir gerne her. Super. Letzte Frage, gibt es denn für nächstes Jahr dann Planung, wieder mal ein Bundesligaspieltag hier zu machen oder Ähnliches? Sind wir eigentlich schon ein bisschen spät dran, also... Weil du jetzt auch sagtest mit dem Länderspiel, ist das dann für nächstes Jahr noch oder auch nicht? Ist das durch? Nee, das ist nicht durch, sondern das ist sicherlich möglich. Wir wollen es aber gerne, also wir können nicht parallel ein Länderspiel machen mit der ganzen Orga und dann noch ein Masters hinterherziehen. Okay. Also das, und deswegen haben wir gesagt, wir wollen das Länderspiel einbetten in unser Turnier. Also das dann sozusagen innerhalb des Turniers ist dann plötzlich 15:30 Showtime Länderspiel. Aber die notwendige Infrastruktur wird durch uns oder durch unser Turnier schon auch vorher benutzt und weiter benutzt. Also dass man nicht einfach für ein Event aufrüttelt und sagt, oh klar, hier bum 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 alles und das ist dann in einer Stunde 15 vorbei, sondern dass man dann einfach sagt, okay, die Struktur, die man dafür aufbauen muss, die kommt auch sozusagen dem organisierten Sport und dem etablierten
Vereinsturnier zugute. Und so haben beide was davon. Und das ist übrigens auch ein Punkt der Hamburger Dekadenstrategie. Also es gibt ja eine hoch ausgeklügelte Dekadenstrategie, wo drin steht, dass zum Beispiel Leistungssport und Breitensport gerne auch parallel oder miteinander verknüpft stattfinden kann bei Events oder Sportveranstaltungen und so weiter und so fort. Also stehen eigentlich ganz gute Sachen drin, aber ja, die... Dafür gibt es halt 4.500 Euro. Ja. Das ist, wenn die nicht den anderen Etat haben, weißt du, das klingt, man kann immer viel sagen, das ist böse gemeint oder ja, so, aber ich glaube, die haben einfach das Budget und den Etat nicht und im Prinzip kann man sagen, schön, dass sie dafür keine Schulden machen, dass sie jetzt 70.000 Euro irgendwie so. Und bei der HSH Nordbank sich leihen. Genau. Nonnenmacher oder was. Ja. Oh, na gut, also, kommt zum Masters. An dem Wochenende des Paderborn-Spiels, Freitag zum Helfen, Samstag, Sonntag zum Zugucken, Beginn um 10 Uhr. Dann leiten wir über zu den jeweiligen Spielen und das Spiel beim FSV Frankfurt wäre das erste, was wir besprechen und Sebastian war vor Ort. Genau, ich war vor Ort. So, ich schaue nochmal. Ja, war ein warmer Tag, ein sehr warmer Tag, irgendwie gefühlte 45 Grad im Block mindestens und die Sonne brannte. Insgesamt fand ich Frankfurt, das war jetzt das erste Mal in Frankfurt von der Anreise und vom Drumherum eigentlich ganz possierlich, nur wenn dann irgendwie, ich weiß nicht, 4.500, 5.000 St. Pauli-Fans kommen und die haben halt einen Eingang vor der Stehkurve und alle stehen draußen und es ist heiß und kein Schatten, so ein bisschen beknackt war das dann schon. Wollen wir über Fußball reden? Kurz. Betretenes Schweigen. Also ich habe mir aufgeschrieben, Hitze, doofes Gegentor und Wechsel von Marcel Halstenberg als Stichworte zu dem Spiel. Genau, das ist ungefähr das, was ich heute dann auch nochmal überlegt habe. Gut, Hitze haben wir schon. Genau. Doofes Gegentor können wir mal kurz machen. Doofes Gegentor, ich meine, Ewaldin hat sinngemäß gemeint, Buchti hätte ja auch nicht zum Gegner köpfen müssen, dann wäre das alles nicht passiert. Ich finde, das fasst es ganz gut zusammen. Irgendwie Halimi hieß der, meine ich, kriegt den Ball so ein bisschen Bernhard vor die Füße gesammelt. Völlig absurder Schuss eigentlich. Senkt sich hinter Robben irgendwo links ins Tor. Sah völlig beknackt aus. Wir standen halt gegenüber. Und auch wieder so, ich glaube, die zweite Chance für die Frankfurter überhaupt. So hinten stand St. Pauli eigentlich ziemlich sicher. Und dann fällt halt so ein Tor, das war irgendwie vom Spiel her hätte das eher so in die letzte Saison gepasst. Du kriegst ein beknacktes Gegentor und dann fällt dir nach vorne nichts mehr ein. Wahrscheinlich war es auch einfach, wir kommen zurück zum Thema Hitze, viel zu heiß, um dann irgendwie nach 60, 70 Minuten da nochmal fett das Feuerwerk abzubrennen. Und dann war das Spiel halt irgendwann vorbei und Halstenberg geht nach Leipzig. Wolf. Waren ja noch zwei andere auch noch in Frankfurt, ne? Ja. Zwei uns nicht ganz unbekannte. Den möchte ich gerade den Nietenorden geben. Es gibt eine Stadionzeitung in jedem Stadion und auf dieser Stadionzeitung war Halimi drauf. Und die haben wir uns genommen, Mike und ich, im Pressebereich und haben einfach nicht mehr reingeguckt. Und ich glaube, es gibt ungefähr 1 von 1.000 Spielen, wo sozusagen der einzige Siegtorschütze in einem Spiel sozusagen mit der Titelgeschichte in einer Stadionzeitung belegt wird. Und ich habe das dann auf der Rückfahrt oder so gelesen und dachte nur, Alter, wie bescheuert, warum haben wir nicht mal reingeguckt irgendwie? Und steht dann drin, glaube ich, dass der sogar Futsal-C-Jugend deutscher Meister war. Und dieses Tor war halt so ein Original-Futsal-Poser-Tor. Irgendwie der Ball fällt ihm hin und er haut da voll mit dem Schlappen drauf irgendwie so. Das war so ein klassisches, aber Robin hat eben den Mund verzogen. Du hast das doch auch aus einer bestimmten anderen Entfernung gesehen, sag mal. Ja, ungefähr so, wie es gerade schon beschrieben wurde, relativ einfaches Gegentor. Ich glaube, Halimi hat nachher sinngemäß gesagt, ja, so wollte ich ihn eigentlich gar nicht unbedingt aufs Tor schießen. Das sah auch fällt halt hinten und in einem riesen Bogen hinten ins Tor rein und eigentlich war es schon vorher so ein bisschen klar bei dem Wetter, dass wahrscheinlich die Mannschaft, die das erste Tor schießt, dann deutlich im Vorteil war. Und ja, leider haben wir über 90 Minuten nicht das gespielt, was wir uns da vorgenommen hatten. Was uns da zum Beispiel in Leipzig dann auch stark gemacht hat. Und deswegen, ja, konnten wir im Nachhinein, auch wenn, ich glaube, Frankfurt deutlich weniger Torschüsse hatte als wir und auch eigentlich nicht zwingend, das bis auf das Tor, konnten wir uns am Ende eigentlich auch nicht großartig beschweren, weil, ja, vielleicht das ein oder andere Quäntchen gefehlt hat, um da was mitzunehmen. Ich habe die Einleitung total versaut, weil ich habe extra O-Töne aufgenommen, aber ich habe sie vergessen abzuspielen. Ich glaube, das brauchen wir jetzt auch nicht nachschieben. Aber kannst du einfach reinschneiden. Robin kann die O-Töne nochmal nachsprechen. Kann ich nochmal reinschneiden nachher, ja.
Daniel, du warst recht nah dran und ist wahrscheinlich auch nicht die einfachste Situation, aber magst du das Gegentor nochmal aus deiner Sicht beschreiben fürs AFM und Blindenradio? Ja, also kommt ein langer Ball auf unsere Seite. Christopher Buchtmann kommt zum Kopfball, will ihn quer zu mir köpfen, sieht aber nicht, dass ich ein Stück dahinter bin. Ja, und dann landet der Ball genau beim Gegner und versuche ich ein bisschen noch das abzufangen, aber er schießt halt direkt aus spitzen Winkel aufs Tor und dann fällt er genau hinten rein. Ja, unglücklich, trifft er natürlich super und ja, unglücklich für uns. Okay, danke dir, gute Heimfahrt. Ja. Ab wann weißt du denn bei so einem Ball, der da kommt, oh scheiße, ich brauche gar nichts machen, der geht eh rein, Ding ist durch. Sieht man das in dem Moment schon, wo der Ball den Fuß verlässt, oder hat man irgendwie noch Hoffnung in dem Moment, wo der langsam so... Ja, wenn, also der Ball war ja schon extrem, in einem wirklich für mein Gefühl in einem extremen Bogen, und dann überlegst du halt, machst du eigentlich einen Schritt und siehst, okay, also du kannst zwar springen, aber hoffst vielleicht, dass der hinten gegen die Latte tickt und dir da nicht an den Rücken geht, sondern du den dann nachher aufnehmen kannst, aber ja, geht ja alles in Sekundenbruchteilen und ja, von daher. Und bei so einem Ding kannst du ja nicht mal wie Manuel Neuer den Reklamierarm hochschmeißen und sagen Abseits oder sowas. Ja, da gab es wenig Möglichkeiten. Abseits, Foul, Hand. Alles das drei. Standardrepertoire des Reklamierens kannst du nicht abrufen. Da war nicht viel zu machen. Nee, also leider nicht. Aber trainiert ein Torwart sowas? Also gibt es sowas? Ich meine, es gibt ja tausend Dinge, die trainiert werden oder sowas. Also ist so ein Ding zum Beispiel... Armheben? Nee, oder? Armheben. Ab und an, ja. Reklamieren, Armheben. Nee, ich meine das Ding so tatsächlich, dass du im Torwartspiel modern wird ja gefordert, dass du möglichst auch weit, also dass du anspielbar bist, dass du halt sozusagen von der Linie nach vorne gehst und dass dann sozusagen Bälle kommen. Also diese klassischen Dinger nach hinten laufen, abspringen und holen, so Bälle macht, muss man, trainiert man sowas? Ja, doch, also durchaus trainieren wir das auch. Wobei der Ball jetzt nicht so klassisch war wie, also... Kein Standardball. Den kann man schwer trainieren, weil ich glaube selber, dass er den auch nicht... Den trifft Matze Hein in 100 Versuchen nicht. Nochmal öfters so trifft. Und deswegen ist das natürlich in der Art dann schwer zu trainieren und hast immer mal wieder Bälle, die da so reinfallen und aber der ähnliche Ablauf, den trainieren wir schon. Wir haben eine Frage von dem User Infermer auf Twitter, der da fragt, hast du seinerzeit mit Schauni Kopfbälle geübt und wann sehen wir deinen ersten Treffer in der 93. Minute? Weil, wenn ich mich recht entsinne, du warst nicht mit vorne, obwohl wir noch Ecken hatten. Was geht da schief? Sind dir die 100 Meter zu weit? War zu warm. Ich komm nicht so weit. So schnell so weit. Nee, hast du auch ein Verbot? Also, weil Schnecke hat erzählt, er darf bei Ecken nicht mit da vorne. Ist das bei dir auch so? Also, bis zur 90. habe ich auf jeden Fall ein Verbot, weil da den Sinn nicht sehe. Also, zum ersten Teil, also Kopfbälle geübt mit Schauni, kann ich mich nicht dran erinnern. Macht man im Torwart-Training eigentlich eher selten. Und die andere Frage, ja, also ich glaube, wir haben mit Lasse einen sehr, sehr guten Kopfballspieler. Und bei mir ist jetzt auch so, dass man sagen muss, ich habe jetzt nicht unbedingt die Riesengröße, wo man dann nochmal einen 1,98 Torhüter vorne reinbringt, der nochmal, ich meine, es sorgt immer für Unruhe, wenn der Torwart mit nach vorne geht, aber ich glaube, wenn man sich anschaut, wie oft dann tatsächlich der Torwart dafür sorgt, dass der Ball reingeht, ist es dann auch überschaubar und vielleicht sogar jemanden, der diese Art Ecken zu köpfen oder vom Timing her ist es ja für mich was anderes, ob ich mit dem Kopf oder mit der Hand hingehe, da besser geeignet ist, wo ich dann vielleicht eher störe, dann ist es immer so eine Abwägung, ob es jetzt Sinn macht oder nicht. Und ich glaube, Lasse kriegt den letzten Kopfball ja auch nochmal. Und macht ihn halt nicht rein. Geht einen Ticken zu zentral und weiß, hält ihn. Und da er einen Ticken größer ist als ich, wäre ich wahrscheinlich nicht so drangekommen. Deswegen, ja, mir ist es am liebsten, wenn es so ist, dass ich gar nicht mehr nach vorne muss. Also wie jetzt am Montag. Und ja, deswegen könnte es noch ein bisschen dauern, bis ich mein erstes Tor in der zweiten Liga mache.
Hast du denn in der Jugend irgendwann mal als Torwart ein Tor geschossen? Oder hast du mal Elfmeter geschossen? Ja, ich habe mal, aber das ist in der B-Jugend gewesen, als ich mal Stürmer war für ein, okay, für ein Pokalspiel. Aber das ist auch so hoch ausgegangen. Also da durfte jeder nicht, drei Tore. Ja, so ungefähr. Ist nicht der Rede wert gewesen. ansonsten als Torwart nicht, dass ich jetzt wüsste. Also okay. Sag doch nochmal, wer das dann war. Also es gibt ja Leute, die das dann hören und die ärgern sich jetzt vielleicht, dass sie nicht wissen, wer hat da gegen wen gespielt. Damals habe ich B-Jugend? B-Jugend beim VfL Repeln gespielt. Ja. Und da hatten wir, meine ich, ich weiß es gar nicht mehr, Neukirchen Flühen. Ich weiß auch nicht mehr genau, welcher Verein es war. SV Neukirchen oder Preußen Flühen. Ich glaube 16-1, 16-2. Habe ich drei Tore gemacht, aber. Mit dem Fuß. Als Einwechselspieler. Mit dem Fuß. Ich glaube alle mit dem Fuß, ja. Aber wie gesagt, das... Damals Neunkirchen weggebolzt, ey. Legendär. Da du André Weiß und seine Parade schon ansprichst, die logische Frage, die man jedem Fußballspieler stellen muss, guckst du auf Kickernoten oder auf andere Noten? Ja, weniger. Also man kriegt es ja fast zwangsläufig mit, weil... Jeder fragt einen danach. Ja, Freunde, Bekannte, ja, ne, und hier, und du hast ja die Note und die, aber in der Regel ist mir das eigentlich mehr oder weniger egal, weil letztlich ist es ja nicht das, was ausschlaggebend ist. Also klar ist es schön, wenn man eine gute Benotung bekommt, weil man dann auch dementsprechend nicht so schlecht gespielt hat. Aber schlussendlich ist es nicht wichtig, ob dann am Ende eine 3, eine 2, eine 1, eine 5. Also, ja, aber es gibt auch die Tabelle der Top-Torhüter. Ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich sehe, wo du da einsortiert bist irgendwie. Und aber er ist ja jetzt im Kicker aktuell im Ranking dieser Saison, bist du Dritter. Mit. Das wisst ihr besser als ich. Ich habe das heute noch recherchiert, sonst kriege ich okay. Von Mike immer Ärger, dass wir okay. Uns irgendwie nicht vorbereiten. Also ich habe gerade halt, ich frage bei dem Spiel und bei André Weiß, weil André Weiß hat in dem Spiel eine 1,5 gekriegt. Richtig. Und ich habe mich gefragt, wir waren so schlecht, wofür kriegt der denn eine 1,5? Der hatte doch nichts zu tun. Das hat er zweimal, dreimal unter der Latte gelegen. Ja, so musste nicht mal ins Showflieger. Eck. Ja, natürlich war das Showflieger, aber wenn er dreimal Show fliegt und alle jubeln, dann ist... Und sonst in der Mitte gestanden und die Bälle gefangen, die halt vor ihm auf den Boden gefallen wären. Ja, 1,5. Und du kriegst halt in den Spielen vorher meistens nur eine 2, wo du viel mehr gemacht hast. Na gut, wenn du da natürlich gar nicht guckst. Ansichtssache. Mike war früher Torwart in Bremen. Der ist auch so ein bisschen sensibilisiert okay. Bei dem Thema. Bisschen die Bezirksliga hoch. Ja. FC Oberneuland. Aber dann möchte ich jetzt nochmal nachfragen, warum ist Junior dann nicht Torwart? Das darf er ja noch werden, aber der ist jetzt 7. Der soll erstmal Fußball spielen lernen und weil der kann dann später Fadi froh ist, wenn der abends müde ist. Schöne Überleitung. Weil ich bin einer von denen, die sich nicht vorbereitet, aber wenn man neugierige Fragen stellt, auch Interessantes rausholen kann. Mich würde nämlich da interessieren, wie Robin angefangen hat, Fußball zu spielen. Wenn das, ich meine, vielleicht ist es auch bekannt, aber erinnerst du dich noch dran irgendwie? Also in welchem Alter? Ja, oder? Nee, einfach wie das war, so das erste Mal auf dem Fußballplatz oder keine Ahnung, so im ganz kleinen Bereich, was war das oder irgendwie so? Das weiß ich nicht. Existieren irgendwelche Bilder und Videos natürlich. Aber ich glaube nicht von meinem ersten Spiel, sondern von irgendwelchen Spielen als kleiner Junge. Aber wie das jetzt genau das erste Mal war, da habe ich leider keine Erinnerung mehr. Das war mit, ich glaube, 4 war ich. Du musst auf jeden Fall deine Wikipedia-Seite noch pflegen, weil... Da habe ich nichts mit zu tun. Weil da ist erst ab 15 der TV Asberg aufgeführt und vorher der SV Scherpenberg ohne Jahreszuordnung. Man weiß gar nicht, wann du begonnen hast. Aber wenn er das auch nicht weiß, kann das nicht schlecht. Weiß Google das auch nicht. Er fing doch gerade an. Robin hat doch gesagt, mit 4 Jahren. Ja, also 4 Jahre, das heißt, ich schreibe jetzt hier mal hin, das werde ich dann in Wikipedia ergänzen, 1993 SV Scherpenberg. Bis 99. Und dann zum TV Asberg, siehst du, können wir Wikipedia noch was beibringen. Wo ist denn dieses Scherpenberg jetzt als geografisch ahnungsloser Mann? Wo ist Wikipedia? Ist ein Stadtteil von Moers. Und Moers ist wiederum irgendwo im Ruhrpott. Sollte man wissen. Ja, schon mal. Nein, Niederrhein. Das ist was ganz anderes als Ruhrpott. Das Ruhrpott. Ist ganz okay. Was anderes. Da reagieren die alle so ein bisschen allergisch. Ja, das darfst das du nicht als Norddeutscher, wenn du dich da nicht auskennst, darfst du da gar nicht drin pieksen. Das, da kannst du nur Fehler machen. Wir wollen es ja dann genau halten und deswegen. Ja. Wahrscheinlich dann bei Asberg, Strehlen und Repelin. Ja, Asberg und Repelin sind auch Vororte von Moers, beziehungsweise Stadtteile, Vororte, wie man will. Strahlen ist an der holländischen Grenze. Geldern. Ah. Okay. Geldern kenne ich.
Und da bist du komplett mundartfrei aufgewachsen, weil ich finde, ich hätte jetzt gesagt, du hast bis jetzt so der phonetische Typ des Hochdeutschen. So das, also zwischen Münster und Hannover hätte ich jetzt gesagt, hat er keinen Dialekt mitbekommen, aber. Ja, so, nee, so richtig nicht. Also ab und an wird es beklagt, wenn ich mal mit dem einen oder anderen Kumpel, der so einen leichten Dialekt hat, dann, dass ich da dann fällt man da so rein. Ein bisschen was annehme. Aber ja, also ich weiß nicht, wie es für andere immer klingt, ob das phonetisch korrekt ist und Hochdeutsch ist, aber. Oh, Wolf ist der Experte, wenn der ich das sagt. Ich meine, die rheinische Frohnatur, die klingt halt ein bisschen anders, oder nicht? Ich kann es nicht, aber. Ja, ein bisschen Kölsch kann ich ab und an mal, aber das möchte ich jetzt nicht zum Besten geben. Schade. Aber ist Niederrhein und Rheinland denn ungefähr dasselbe oder sitze ich schon wieder in irgendeinem Fettnapf? Also Köln ist nicht mehr Niederrhein, sondern dann ja, Rheinland mehr oder weniger, aber ja, ist alles dann letztlich in der Nähe. Okay, ja, aber dann können wir das Frankfurt-Spiel vielleicht tatsächlich sportlich zumindest abhaken. Doofes Tor und Hitze als Stichwort haben wir. Ja, sag ruhig. Marcel Halstenberg geht nach Leipzig. Genau, während Wolf und ich dann da moderierten, sickerte dann durch. Reportierten, Entschuldigung, für das AFM-Radio. Sickerte dann durch, dass Marcel Halstenberg für, zumindest während des Spiels hieß es, kolportierte 3 Millionen. Inzwischen sagt man ja deutlich mehr. Zu RB Leipzig. Deutlich wechseln. Mehr, sagt man. Das habe ich auch nicht mitgekriegt. Oh ja, also mir wurde in der Mixzone nach dem Spiel diese Summe von jemandem so mitgeteilt, der sich es wissen sollte. Welche Summe? Ach, Christoph, okay, du haust jetzt irgendwelche Märchen raus? Ich war es auf jeden Fall nicht. Na, also die Summe hieß höher, also mehr als. Also es ist nicht 3,01 oder so, sondern schon klang so wie 3, keine Ahnung, 5 oder so. Ja, aber das ist ja auch dann ja nicht deutlich mehr. Naja, es sind jetzt nicht 6, aber... Prozentual sind es jetzt irgendwie 15% oder so, ja quasi Peanuts. Ist ja auch egal, ich glaube auch 3 Millionen. Ich hoffe, mein Arbeitgeber hört zu, also 15% mehr ist eigentlich gar nichts. Im Blog waren das dann übrigens gefühlte 5 Milliarden dann zwischenzeitlich, also... Im Forum. Im Gästeblog. Okay. Wann habt ihr denn davon erfahren? 75. Minute. In der Trinkpause. Ticker, Twitter. Als ich in den Bus eingestiegen bin, war es dann auf Kicker Online, glaube ich. So die erste Meldung, die kam. Und da habe ich es dann zum ersten Mal gehört. Klar war es auch schon vorher so ein bisschen, dass es durchsickerte, ja, könnte. Aber dann da war jetzt noch nicht eindeutig klar, dann welcher Verein es denn dann werden würde. Und schlussendlich hieß es dann ja erst noch, es steht ja doch nicht fest so richtig. Und dann, gut, aber mit der Meldung war es dann mehr oder weniger klar. Also da habe ich dann zum ersten Mal wirklich dann fest im Prinzip davon erfahren. Oder endgültig mehr oder weniger. Dann. Hat er seinen Ausstand schon gegeben? Und wenn ja, mit welchem Getränk? Es ging ja alles relativ schnell. Also war dann am... Wann war das Spiel? Am Sonntag? Am Montag war er dann nochmal da. Hat sich von allen verabschiedet und ja. Nix mit Ausstand. Kein Red Bull. Vielleicht kommt nochmal eine Kiste. Frotzelt man sich da? Palette, Digga. Sagt man, ach, kannst Palette, du da hingehen, sei es nur im Spaß, oder sagt man hier, komm, alles Gute und wir sehen uns im Rückspiel ja, und wir also wie gesagt, es war, es ging ja dann echt relativ schnell. Ich glaube, Halse war noch ein paar Minuten da, hat noch durfte noch mal kurz sich bei allen bedanken und ja, natürlich, also wünscht man ihm dann alles Gute für die Zeit und den einen oder anderen Spruch, denke ich, muss er dann auch verkraften oder konnte der eine oder andere sich nicht zurückhalten, aber ja. Gibt es von uns noch was zu dem Wechsel zu sagen, außer, also ich würde für mich so zusammenfassen, hat sich hier nicht zu Schulden kommen lassen, hat sich immer reingehauen, fair verhalten und wenn wir dann da 3 Millionen für kriegen, dann nehmen wir die mit. Würde ich so unterschreiben. Also, was willst du sagen? Profisportler, dass der irgendwie sich sportlich verbessern will, auch wenn er es laut Tabelle jetzt ja gerade nicht getan hat, kann ich erstmal nachvollziehen und 3 Millionen ist halt für uns, glaube ich, auch eine ganze Menge Kohle. Wollen wir nicht eine Runde pokern? Hätte ich gesagt. Ich hätte jetzt voll die Idee, oh Gott, dass wir Robin fragen. Robin, was glaubst du,
für welchen Wert wir dich gehen lassen würden oder sowas. Wir schreiben alle hier so einen kleinen Zettel, der wird versiegelt im Fanladen hinterlegt. Nein, hier, Vertrag läuft noch bis Ende der Saison, das ist nicht so lange, ne? Also. Ja, bis 2017. Ach so. Du hast ja du gar keine Ahnung. Ach so, shit, du meinst. Ja, und? Okay, dann kommt die Komponente Gehaltserhöhung dazu, dann läuft das wieder nicht. Darf ich noch kurz was zu Justus sagen, als ob keine Ahnung hier jemals Thema gewesen wäre? Ich bin also ein bisschen, ich habe mich echt erschrocken, also mal wieder, also wie manche Leute so im Internet reagieren. Also mir ist auch die Summe total egal und so. Ey, wie kann sich dieser Abschaum da immer so. Der was? Ihr seid Dreck. Das wollte ich euch mal sagen. Du meinst die Fraktion, wie kann man nur zu Basketball gehen? Genau. Du bist kein Ex-Spieler von uns. Boah, Söldner und diese ganze Scheiße, ey. Wieso enttäuscht sind Leute mit, das sind junge Leute mit einem Beruf so und. Oh mein Gott. Ja, ich reg mich über sowas mal auf. Das wollte ich hier nochmal dazu sagen. Du machst das doch professionell, also nicht das auch. Ja, ich weiß, aber trotzdem ist ja St. Pauli mein Hobby und mit. Also echt. Ja, weißt du, beruflich? Ich arbeite halt im Internet, deswegen wundern sich immer alle, wenn ich mich über sowas aufrege. Ja, aber ich meine, gerade so auf Facebook, das ist doch. Ah, ja, ich weiß, ich gebe mir das denn immer auch. Ich bin dann auch so dumm, so mit dieser Mischung aus Faszination und Ekel gebe ich mir das dann und rege mich, komm abends nicht ins Schlaf wegen dieser Arschgeigen. Ihr seid Dreck, wenn ihr das hört. So. Das wollte ich nochmal loswerden. Okay. Da ist mir auch scheißegal, ob da der Verein was dran verdient oder nicht. Ey, da so hat kein Mensch verdient, dass man seinen beruflichen Werdegang begleitet. Aber ich finde die Idee mit dem Pokern ganz nett. Jetzt vielleicht lass uns mal bei Halste bleiben. Ich habe für mich so gesagt, als Hannover kam und gesagt hat, hier, ich weiß nicht, was war das am Anfang, 800.000, was sie geben wollten, habe ich gesagt, ne, auch wenn der am Vertrag am Saisonende ausläuft und sein Verrater. Eigentlich. So, das wird auf jeden Fall der Titel. Verrater. Das ist nicht Verräter und auch nicht Vater, aber dazwischen steckt er. Sein Berater ja schon gesagt hat, der Vertrag wird voraussichtlich nicht verlängert. Für 800.000 behalten wir den lieber die Saison. Ich habe für mich so gedacht, alles wo eine 1,3 vorne steht oder gerne auch höher, würde ich ihn schon gehen lassen, weil der Vertrag läuft aus. Mit ihm werden wir nicht eher aufsteigen als ohne ihn. Das wäre so für mich so die Grenze gewesen. Wie war das bei euch? Ich habe mir da gar nicht so Gedanken drüber gemacht wie du offensichtlich. Ich habe mich aber völlig gewundert, dass für den 3 Millionen bezahlt wird oder meinetwegen auch ein bisschen mehr oder wundere mich immer noch. Und da denke ich, also mir ist RB ja ziemlich egal, wie ich vielleicht schon mal gesagt habe. Ja. Also ist jetzt nicht so mein absoluter Hassverein. Also geil finde ich es natürlich trotzdem nicht. Aber ich habe so das Gefühl, also so macht man sich auf jeden Fall völlig, nee, nicht sich, sondern allen anderen völlig die Preise kaputt. Also was ist denn da los? Das ist ja nur, oh, ich habe jetzt keinen Bock, noch eine Runde zu verhandeln. Ich sage jetzt 3 Millionen, weil der Typ, der verhandelt, kriegt 100.000 am Tag und dann ja, aber rechnet sich das irgendwie wieder. Oder was ist denn da los? Da, Alter? Da hast du glaube ich, auch das Problem, dass die Engländer jetzt irgendwie mehr reinbuttern, wenn du dir anguckst, was irgendwie Karlsruhe für Hennings gekriegt hat. Ja, aber das ist. Was ja, denn? Was ist Leipzig, hat doch Leipzig hat doch überhaupt keinen Effekt von England. Da ist doch kein Geld aus dem Englischen. Das hört sich so wie die DFL, wir müssen jetzt auch montags spielen, weil England irgendwie. Nee, mehr ich Geld sag nicht, wir müssen, aber wenn du dir. Oder Käse, was hat. Augsburg hat angeblich für hier Max von Karlsruhe auch irgendwie um die 4. Ja, aufgerufen. Weil Augsburg 25 für Baba gekriegt hat. Genau, und Leipzig, wenn Leipzig anruft, vielleicht geht Mengele oder wer auch immer dann halt auch mit einer anderen Einstellung rein, als wenn Hannover anruft, so im Sinne von, ihr habt Geld, kommt ja, her. Wäre ja auch schlau. Also ich meine, wenn so. Man es rauskriegen kann, würde ich es ja auch machen, sonst würde ich ja auch Mengele einen schlechten Job attestieren. Genau, wir gratulieren Thomas Mengele, der hat sich nämlich auch bei dem Ding sehr gefreut, weil wir ihn vorher da gefragt und so, ja, da ist irgendwie, da war ganz klar, da beschäftigt ihn was ganz doll. So, und Thomas Mengele hat seinen ersten Coup, also seine erste, wie sagt man da, seine erste gewinnbringende Gesellenprüfung hat er abgelegt. Oh, ja, wobei ich darf, das ist mir jetzt so negativ, weil ich finde auch die Ausdünnung des Kaders fand ich schon respektabel im Laufe der Sommerpause. Ja klar, logisch, alles gut, das ist alles toll. Ich finde es schade, dass man Halzenberg, der hier gerade einen dicken Lauf hatte oder der gerade die Freude an seinem etwas schwächeren Fuß entdeckt hat, sozusagen, also da ist eine
psychologisch motivierte Leichtigkeit und Freude am Fußball entstanden, die den Spieler auch zu diesen Torszenen, Distanzschüsse ist ein Thema gewesen, irgendwie sind da rausgekommen, ist im Moment der Fußball, der ein bisschen zeitgemäß ist oder der kommt, wir sehen viel mehr Distanzschüsse auch bei uns im Kader. Ich finde es schade, den nicht noch weiter gesehen zu haben, aber das finde ich auch. Vom Kaufmännischen her ist das Ding, wir haben ja auch gehört, es gibt irgendwie Scouts oder Berater oder sowas, die dann auch befragt werden können und der Marktwert von Marcel ist sicherlich zu dem Zeitpunkt jetzt nicht so hoch und ich glaube, Leipzig hat sozusagen diese Entwicklung, die er bei uns jetzt gerade gemacht hat, im Vorhinein auch mitfinanziert. Also die haben sozusagen die Gewinnerwartung für Halstenberg ist hoch, weil der hat sich toll entwickelt und die haben sie mitbezahlt. Spekulieren. Ja, spekulieren einfach darauf, dass der sozusagen noch weitere Schritte gehen kann und sich entwickeln kann und das ist doch spannend und gut und der entwickelt sich dann woanders weiter. Also das schade, dass er nicht mehr hier ist, das denke ich unterschreibt so jeder. Kannst du denn trotzdem sagen, in der Sache war das völlig richtig, ihn für die Summe gehen zu lassen oder hättest du ihn behalten? Natürlich, okay, alles klar. Weil der Marktwert ist bei 1, du hast 1,3 gesagt irgendwie, also im Millionenbereich ist klar, sonst wirst du ihn nicht gehen lassen, weil der hat Freude, der spielt da, ich weiß auch nicht, wir reden jetzt zu Fans, Robin muss dazwischen grätschen und sagen, ihr seid so von sozial bescheuerten Dingen da, das ist ein Horror, das ist ein Krieg bei uns. Welcher Berater wohin, wer macht wem? Und ich muss in meiner kurzen Zeit Geld verdienen und das brodelt im Kader und man denkt sich auch, muss ich meinen Berater wechseln irgendwie, weil. Ich wäre auch gern gegangen, auch für weniger Geld. Total scheiße hier. Yeah. Das hast du jetzt gesagt, aber ich stelle mir das ist doch eine krasse Berufsrealität. Also du hast Gesellenprüfung gesagt, so in so einem Handwerksbetrieb, da hat jeder seinen Gehalt und im Fußball ist ein wilder, freier Markt. So, also freier Markt, also wir gucken jetzt von außen drauf und sagen, klasse, Halstenberg, der hat viel Glück in Leipzig, für den Verein toll. Jetzt versuche ich gerade so ein bisschen so dieses Brodelnde und diese, wir sind so merkantil unterwegs und du bist einer dieser hochbezahlten Handelsware, sagen wir jetzt mal ganz, 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 ganz gemein. Handelsware würde ich unterschreiben, hochbezahlt nicht. ich finde es teilweise auch generell, was im Fußball, im Sport allgemein, was natürlich für Summen unterwegs sind, wenn man über den großen Teich guckt, ist das ja teilweise noch extremer, wenn irgendwelche Baseballstars für 5 Jahre 100 oder mehr Millionen Dollar Verträge unterschreiben. Aber um jetzt mal hier zu bleiben, klar, ich meine, jeder versucht letztlich oder weiß, dass je nachdem, wie es läuft, mittlerweile, wenn man sich so die Kaderstruktur anguckt, unser ältester Feldspieler ist Enes mit 29. Kann man sich vielleicht ausmalen, auch in der nächsten Zeit, wie lange man denn dann noch spielen kann. Und gut, dann ist natürlich so die Frage, wenn du dann irgendwo doch mehr kriegst und vielleicht auch auf Sicht gesehen, ich denke, das ist kein Geheimnis, dass Red Bull irgendwann in möglichst so schnell wie möglich sogar Champions League spielen will. Und wenn du da natürlich die Möglichkeit siehst und der Club dir da das Vertrauen gibt oder du das Gefühl hast, hey, okay, das passt, und dann kommt halt noch das Thema dazu, dass du natürlich auch gucken musst, ob du dann nach deiner Karriere noch was weitermachen willst oder eben so verdienst, dass du erstmal sagen kannst, okay, ich schau mal, was dann auf mich zukommt. Aber klar, das Handelsware, denke ich, kann man, also letztlich ist man natürlich auch selber in der Lage zu sagen, nee, mache ich nicht, will ich nicht, ich will hier weiterbleiben. Nur auf der anderen Seite ist ja dann bei den Vereinen auch oft so, dass der Spieler weggejagt wird. Also es ist ja auch nicht so, dass man immer nur Spieler hat, die Vereine wechseln, wie sie wollen. Natürlich gibt es da viele auch Negativbeispiele. Ich denke, man sollte dann aber trotzdem immer auch differenzieren und sagen, hey, die einen sind so, die anderen sind so. Gestern wieder Gigi Buffon gesehen, der jetzt, weiß ich nicht, so das die wievielte Saison bei Juve spielt. Es gibt da immer solche und solche Fälle. Aber letztlich gibt es auch viele Vereine, die sagen, ja, nee, du hast jetzt zwar einen Vertrag, aber wir mustern dich jetzt aus und du spielst bei den Amateuren oder sowas. Also, denken wir da, Zweite Trainingsrunde bei Hoffenheim, oder wie hieß das damals noch? Ja, Trainingsgruppe 2 damals. Ja. Jetzt ist es bei Werder, glaube ich, passiert, wenn ich es heute richtig verfolgt habe, dass einige Jungprofis auch komplett in die dritte Liga abgeschoben wurden. Und
Und gleichzeitig hat Borowski hingeschmissen. Man sucht noch nach Zusammenhängen. Okay. Ja. Borowski ist U23-Trainer in Bremen gewesen, oder? Nicht Trainer, Leiter, Jugend, Koordination, irgend sowas. Also mein Idol früher. Wolter ist aber noch Trainer. Muss ich nicht Wolter noch aber Trainer. Wolf meldet sich schon seit einer Minute. Ich möchte nicht reingrätschen, weil die AFM bei uns sozusagen kümmert sich um Jugendspieler, die ins Nachwuchsleistungszentrum kommen, und ich glaube sogar auch, dass sie sowas ähnliches auch wie Karriereplanung machen. Okay. So. Oder ich sag, das ist jetzt, einfach mal so voraus. Du hast jetzt gerade gesagt, du bist jetzt schon in einem Alter, Torhüter, Karriere ist schon so richtig in der Blüte. Gibt's bei dir auch sowas wie eine Karriereplanung, dass du dir Schritte setzt oder dass du irgendwie so versuchst, dich da weiterzuentwickeln auch? Ja und nein. Also, weil zum einen, also Karriereplanung im Fußball ist aus meiner Sicht sehr, sehr schwer nur planbar, weil der so eine Verletzung dann auf einmal dazwischen grätschen kann. Auf einmal geht's steil bergauf innerhalb kürzester Zeit. Das kann ja genauso passieren. Und von daher ist das Thema schwierig. Ich finde, du kannst natürlich überlegen, ob du dann nebenbei was machen willst, um danach dann was zu machen. Oder du machst es halt im Laufe der Zeit, weil ich meine, ich denke, viele wollen im Fußball weiterarbeiten, aber da gibt es dann natürlich auch nicht Millionen von Stellen, Trainer, Sportdirektor, Teammanager, was weiß ich nicht, was man da alles für Möglichkeiten hat, und teilweise ja auch viele Ex-Spieler integriert, aber irgendwo ist natürlich dann auch eine Grenze. Und deswegen kann man da es natürlich schon so ein bisschen vorantreiben, aber jetzt Karriereplanung im fußballerischen Bereich ist es natürlich sehr schwierig. Gibt es denn Vereine, wo du sagst, für den oder einen Verein, für den würde ich unbedingt mal spielen wollen? Außer unseren natürlich. Und die Vorstädte von Mörs hast du ja schon durch. Da kann ja auch nicht mehr viel kommen. Die habe ich durch. Muss er jetzt Fortuna Düsseldorf sagen, oder nicht? Weil? Keine Ahnung, es ist jetzt kein anderer Verein, fällt mir jetzt ein, der irgendwie. Außer gegen? Ja. Ja, ich war früher oft in Gladbach im Stadion. Das ist natürlich viel, viel mitgenommen, auch da. Also. Ja, das wird gerade schwierig, ne? Da sich da noch reinzudrängen. Borussia Park ist auch für mich, war immer eine schöne Adresse für mich, da im Stadion zu sein, wenn man dann natürlich dann auch mal spielt. Aber ich glaube, Stand jetzt habe ich erstmal mal meinen Verein gefunden. Aber es gibt natürlich viele interessante Vereine, natürlich sowohl sportlich als auch generell dann auch von der Art des Fußballspielens her. Und es gibt aber nicht den Traumverein, wo ich sage, da muss ich jetzt unbedingt mal, oder da will ich unbedingt mal spielen. Und ein Land? Ja, ich finde grundsätzlich England interessant. Wobei mir gesagt wird, England 1,95 plus als Torwart wäre schon gut. Also von daher wird das schwierig. Und Spanien finde ich auch interessant, aber ich glaube, die können doch überhaupt nicht umrechnen von metrischen System zu Zentimeter. Da kannst du doch einfach irgendwas eintragen, dass wir nie jemand. Man kann es versuchen auf jeden Fall. Also wäre die Verwunderung groß, wenn ich dann dahin komme. Ja. Auch, what's that? Trag irgendwann ein. Ja, aber auch da Süden ist natürlich schön vom Wetter im Winter. Wenn dann hier die vereisten Plätze hat. Wobei das natürlich zur Jugendzeit schlimmer war als dann im Profibereich. Also hier der Grandplatz in Scherpenberg war sicherlich schlimmer als der Kunstrasen am Brummerskamp, ja. Den habe ich ja nie erlebt. Okay, haben wir noch was zu Frankfurt? Ich guck mal in die Runde. Hatten wir das nicht eben schon abgehakt? Eigentlich schon länger weg. Ja gut, dann würde ich nämlich überleiten zum Spiel in Duisburg, und da habe ich eine Stimme gesammelt. Gegen nämlich, Duisburg, nicht in Duisburg. Habe ich innen gesagt, Entschuldigung, gegen, war ja Heimspiel. Da habe ich mich direkt nach Schlusspfiff, man hört das im Hintergrund noch, dass da der Jubel aufbrandete, mit dem Comiczeichner Guido Schröter unterhalten, der zufällig im Stadion immer neben mir sitzt. Und der hat uns ein kurzes Fazit des Spiels geliefert. Ich spiele das mal eben ab. So, direkt nach dem Schlusspfiff. St. Pauli hat 2-0 gegen Duisburg gewonnen, und ich stehe hier mit meinem liebsten Sitznachbarn, Guido Schröter, allseits bekannt als Comic-Gott, während Gino Lietieri sich hier gerade klatschend von der Gegengerade verabschiedet und zu Esther Sedlacek geht. Und unsere Mannschaft macht noch den Kreis, wird also bestimmt gleich laut. Guido, sag doch mal, war es ein Elfer? Ja, klar. Alle Elfer für uns sind berechtigt? Natürlich, habe ich genau gesehen. Und sonst dein Fazit vom Spiel? Na, es war ein klassisches 0-0. Der beste Mann auf dem Platz war der Schiedsrichter, und der war schon ziemlich schlecht.
Ja, hätten wir denn noch ein Tor gemacht, wenn das nicht gepfiffen worden wäre? Ja, das glaube ich eigentlich fast nicht. Also klassisches 0-0. Ja, leider. Duisburg war so schlecht. Wir haben ja am Mittwoch Robin Himmelmann zu... Entschuldigung, sehr schön, vorhin eine Anekdote am Bierstand. Nachbar sagte, oh Mann, Bochum ist so schlecht. Was kommt erst noch mit Bochum? Wir haben ja am Mittwoch Robin Himmelmann zu Gast. Hast du noch einen Kommentar oder eine Frage, die wir ihm mit auf den Weg geben können? Eine Frage nicht, aber ich freue mich sehr, dass er bei uns im Tor steht. Okay, dann vielen Dank und schönen Abend noch. Ich danke dir. Schönen Abend. So klingst du also, wenn du 90 ja. Minuten Fußballgebrülle hinter dir hast. Was hast du denn gemacht? Hast du 27 Bier getrunken während du spielst? Oder? Ich bin ja auch noch so ein bisschen gesundheitlich angeschlagen, deswegen klang ich da vielleicht ein bisschen heiserer als sonst. Oh, bisschen. Bisschen. Ja. Warst du schon mal mit Guido auf dem Weihnachtsmarkt zum Comic zeichnen? Nein. Musst du mal machen? Nächstes Jahr machen. Oder dieses Jahr vielleicht oder dieses sogar. Jahr. Dieses Jahr, ja. Kommt dieses Jahr. Ja noch Weihnachten. Nächstes Weihnachten, wollte ich sagen, genau. Ja, Justus, Duisburg, erzähl doch mal. Ja, eigentlich hat Guido mir das vorweggenommen, was ich sagen wollte. Also das mit dem Schiedsrichter, das kannte ich noch nicht. Der war schon ganz schön schlecht. Aber mit diesem klassischen 0-0, wir haben ja in der zweiten Halbzeit immer eine Halbzeitbesprechung im Ballsaal der Südtribüne. In der zweiten Halbzeit? Ja, da ist ja der Einzige, dass man mal kurz Zeit hat. Und wir treffen uns einmal mit Sven Brooks, essen kurz was und checken ab, ob wir alle auf dem gleichen Stand sind, was so im Stadion passiert ist oder wo es noch brennen könnte oder sowas in der Art. Und da saßen wir, es war gar nichts passiert sozusagen für unsere, ja, sportlich war ja auch nichts passiert, aber auch für unsere Bereiche war nichts passiert. Und dann kam das Foul, das Sky-Signal ist ja ungefähr 10 Sekunden verzögert zum draußen sozusagen. Also man kann immer schon hören, oh, jetzt passiert was und es gibt so das kleine Spiel, wer errät als erstes, was passiert. Auf Elfmeter ist aber, glaube ich, keiner gekommen. Und ich habe auch gesagt, es ist keiner. Der Moderator sagte auch, es ist keiner. Und mein Bruder schickte mir sofort eine SMS, klarer Elfer. Der ja dachte, ich guck's im Stadion und er guckt es im Fernsehen. Und dann meinte ich, nee, Digga, ich habe das auch im Fernsehen gesehen gerade. Das war keiner, doch, auf jeden Fall. Eindeutige Sache. Genau, er sagt noch, bis heute ist es war ein klarer Elfmeter. Und er sagte, nach dem Spiel hätten dann Moderatoren und so auch umgeschwenkt und hätten gesagt, es wäre doch einer gewesen. Ich weiß nicht, ich habe mir das Spiel nicht nochmal angeguckt, geschweige denn das drumherum, aber ich würde dabei bleiben, dass man es eher nicht pfeifen müsste. Also wenn sogar der faulende Spieler sagt, es ist eine 50-50 Sache, ist es doch eindeutig ein Elfer für uns, oder? Also ich glaube, er hat auf Sport1 gesagt, es ist eine 50-50 Sache. Beim Kicker steht, ich hätte ihn nicht gepfiffen. Wo ich aber auch sage, naja, welcher Verteidiger pfeift denn wieder gegen sich? Logisch. Wenn ihr die O-Töne hören wollt, sind 15 Minuten lang Spieler-O-Töne vom AFM-Radio von Jan aufgezeichnet. Ich habe nur die Zwischenfragen der Reporter rausgeschnitten. Da kann man T hören, da kann man Bumheuer hören, da kann man das alles nochmal hören. Irgendwie müsste hochgeladen sein. Spieler-Interviews heißt das dann. Und liegt das in der Dropbox, dann kann ich das ja gerne reinschneiden. Das liegt in der Dropbox, da liegen Aussagen und zwar genau auch vom Spieler etc. von beiden, von Bumheuer und T. Und das Ding ist, in der Live-Situation, klar, kein Elfmeter. T will aus dem 16er rausrennen, der Ball geht da raus, fällt hin, Bumheuer auf ihn drauf. Zeitlupe geguckt, nichts gesehen. Dritte Zeitlupe, siehst du dann, wie Bumheuer hochsteigt, hochspringt, sieht, dass der Ball lang über ihn rübergeht und sich hinterher schmeißt und in T reinspringt. Foul, klares Foul. Eine Perspektive zeigt, dass das ein Foul ist. Und wenn das, also ich kann es jetzt nicht sagen, ob der im 16er war oder nicht, aber wenn das im 16er ist, ist es ein Elfer. Und das ist scheißegal, ob T gerade auf dem Weg ist, raus aus dem 16er. Weil die Regel sagt, Foul im 16er ist ein Foul. Und das ist ein Elfer. Ja, fand ich im Übrigen auch, also ich weiß nicht, wie klar das Foul ist, die Perspektive habe ich jetzt nicht gesehen, aber ich fand, von der Situation her geht er sehr mit dem Oberkörper nach vorne irgendwann und T fällt dann halt. Und T schwalbt nicht oder so. Das sah jetzt für mich überhaupt nicht wie eine klassische Schwalbe aus, sondern irgendwie Brummheuer hüpft halt von hinten drauf. Robin grinst gerade. Ja, Robin Robin kennt das Geheimnis. Der weiß, wie es wirklich war. Was hat Lenny erzählt? Alter, ich hab gewusst, dass der Ex-Düsseldorfer da angeflogen kommt und so. Ich hab das Spiel heute Morgen nochmal gesehen auf Sky und also ich denke, es ist natürlich, als wenn ich Torwart des MSV gewesen wäre, denke ich, hätte ich mich auch ziemlich echauffiert darüber, dass der Schiedsrichter den Elfmeter pfeift, aber also meiner Meinung nach ist oben alles korrekt, aber er trifft ihn halt dann nachher unten einfach, indem er im Prinzip so halb auf Lenny landet und ja,
das ist einfach, ich meine, ich glaube, wenn er nicht pfeift, dann beschweren wir uns nicht großartig und dann gibt es keine Riesendiskussion. Aber naja, wenn man dann natürlich so hingeht und letztlich den Stürmer dann zu Fall bringt. Und vorher war doch sollte man sich auch nicht komplett beschweren, wenn man Elfmeter bekommt. Also das sehe ich so. Ich denke, das ist unglücklich. Ich habe bei mir, ich weiß nicht, ob ihr den Reviersport kennt, einen relativ Fachpresse bei mir in der Ecke, wo er, glaube ich, zitiert wird mit, ich habe mich nicht clever angestellt. Hm. Ich denke, das kann man eigentlich so als Schlusssatz festhalten, was die ganze Situation ganz gut beschreibt. Und ja, dann gibt er eben den Elfmeter. Und der Schiri hatte vorher dieses Handspiel von Fälscher, der da steht, so wie der Gekreuzigte und da noch wie so ein, weiß ich nicht. Gegen Pfaffer war das. Genau. Ja. Ich habe mich endlos blamiert im Block, weil ich den Schiedsrichter bepöbelt habe, bis der Ball auf dem Elfmeterpunkt lag und ich habe da erst begriffen, dass er für uns gepfiffen hatte. Was hast du denn gedacht? Elfmeter für Duisburg? Ich weiß nicht, was er gepfiffen hatte, ey. Ich war so, ich hatte das auch gar nicht. Ich weiß das nicht, aber ich habe mich beschwert. Für mich war das nämlich auch überhaupt gar kein Foul. Ich dachte, hä, so, was macht der denn jetzt da? Und mir war klar, der pfeift gegen uns. Normal, wie alle Schiedsrichter immer gegen uns pfeifen. Ja, und war ganz alleine, 200 schweigende Menschen, die sich freuten um mich rum und hab den Schiri angeblafft. Wilko, warst du irgendwann während des Spiels am Bierstand und hast was zu Bochum gesagt? Nein. Naja, also was aber noch... Er war eben draußen, als du warst draußen. Das sagte, hat er nicht mitgekriegt. Habt ihr das Foto auf dem Blog von Gröni gesehen, der das Foul relativ gut fotografiert hat? Und wie T da fällt... Kann man sich auch nicht beschweren, wenn der Schiedsrichter es nicht pfeift, weil es tatsächlich so theatralisch aussieht, als hätte er gerade einen doppelten Schienbeinbruch erlitten. Ja, das muss er doch machen. Ja, das finde ich eben nicht. Also das ist auch etwas, was mich beim Fußball total ankotzt, dass man irgendwie immer Fouls noch theatralisch untermauern muss. Also entweder man sieht es oder man sieht es nicht. Ich glaube auch nicht, dass ein Schiedsrichter pfeift, weil es theatralischer aussieht, tatsächlich. Aber das ist was mich tatsächlich, also bei gegnerischen Spielern natürlich mehr nervt, aber wenn ich ein Fußballspiel mir angucke, nervt mich das total, dass erstmal dieses immer die Arme, also man muss immer so hinfallen, kann jetzt natürlich im Radio keiner sehen, was ich hebt gerade die Arme hoch. Also so die Arme nach oben heben, das sieht man eben bei diesem Foul auf dem Foto ganz hervorragend und halt dieses dann liegen gebleibe, also jetzt bin ich weg von diesem Elfmeter, sondern so allgemein. Sicher. Das wollte ich nochmal einmal sagen, was mich an Fußball so nervt. Ich bin dabei, dir. Also, ich würde gerne noch von Robin was wissen, aber ich weiß auch nicht, vielleicht auch nur, um meine eigene Anti-Meinung da zu bestätigen. Alle sagen, das Spiel war so beschissen und schlecht etc. Oder es gibt, sagen wir mal allgemein, es gibt nachher eine Einschätzung darüber, über ein Spiel. Und du stehst auf dem Platz, bist beteiligt, siehst da, hast eine andere Perspektive drauf. Oder deckt sich das oft mit den Einschätzungen, die dann, sagen wir mal, Boulevard oder Sportpresse oder sonst wie kommen? Das ist echt, ist echt unterschiedlich. Also es gibt manche Spiele, wo ich so im Spiel das Gefühl habe, was wir hier gerade machen, ist also nicht so wirklich prickelnd. Dann siehst du das nachher im Fernsehen, schaust du es nochmal an und denkst dann, war es irgendwie in dem Sinne negativer, als es eigentlich war. Es gibt auch manche Sachen, wo du es umgekehrt denkst, aber am Montag war es schon so ähnlich, weil ich meine, es hat ja jeder gesehen, dass Duisburg uns nicht die Möglichkeit gegeben hat, hinten rauszuspielen. Dadurch waren halt viele lange Bälle und es war dann so ein bisschen Stückwerk. Und ich glaube, es gab so eine Phase, wo dann zwei, dreimal die Bälle so ins Ausgestolpert wurden von den Duisburgern und irgendwie war es so, irgendwas fehlte so ein bisschen, sag ich mal. Von daher war es dann schon ähnlich auch. Also ich fand es jetzt dann gestern, beziehungsweise heute Morgen, als ich gesehen habe, dann jetzt auch nicht viel besser als auf dem Platz. Okay. Also ich bin voll, dann bin ich voll. Ich fand das Spiel nämlich gut. Ich fand es in Ordnung und es war halt ganz klar ein Kampfspiel im Mittelfeld und weiß ja nicht, also das, was wir da versucht haben zu spielen, fand ich gut. Aber es war halt klar, dass du da nicht weiter, also das ist halt im Mittelfeld ein Kampfspiel mit durchaus schon auch technischen, taktischen Ansätzen, die bei uns gut waren. Also mir hat dann gefallen, wie zweite Bälle, Jadkowski rennt rum, weiß, da wird irgendwo ein Ball abprallen, da wird es irgendwo einen freien Ball geben, mit Volltempo rein, unter Gegnerdruck irgendwie gute, kleine Dreiecke versucht zu spielen irgendwie. Also wenn der Ball mal flach war, gut, war er nicht so ganz oft.
Ja, das war eben selten der Fall. Also sie hatten, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das die Möglichkeit von Jerry war, wo Buba auf der, also in der ersten Halbzeit, wo Buba auf der linken Seite durchgeht. Da haben wir vorher eine relativ lange Ballbesitzphase von, weiß ich nicht, 15, 20 Stationen, wo wir es dann mal geschafft haben, eben den ersten Block von Duisburg zu überspielen und dann dahinter in die Lücken zu kommen und den Ball auf die andere Seite zu verlagern, dann nochmal zu spielen und dann geht Buba auf der Seite durch. Das uns halt leider nicht so oft gelungen, weil eben die Duisburg gesagt haben, hey, wir stellen das vorne komplett zu. Und ich meine, ich habe es einmal kurz versucht, Tratsche anzuspielen und es war kurz vor Ende der ersten Halbzeit und da hat man dann natürlich auch gesehen, okay, dann im Prinzip ist das, worauf die Duisburger warten, dass wir es eben trotzdem spielen wollen. Und daraufhin war dann auch in der zweiten Halbzeit dann die Devise, wenn es hinten einfach nicht geht, weil sie es anlaufen, da eben dann kein Harakiri zu spielen, weil wir jetzt auch, klar stehen wir gut da, aber wir sind ja noch weit davon weg, einfach die Bälle ganz locker irgendwie hinten rauszuspielen und den Ball da auf gar keinen Fall zu verlieren. Das hat Gladbach im Moment macht's trotzdem, vor allen Dingen in der letzten Woche im Heimspiel gegen die einen da und haben halt direkt sich das Ding im Prinzip selber reingehauen und das, denke ich, brauchen wir nicht deswegen war es ein bisschen Stückwerk und wenn wir dann mal den Ball hatten und uns die Möglichkeit gegeben war, da eben ein bisschen was zu machen, dann sah es teilweise ganz gut aus. Auch denke am Ende, ich meine gut, dann waren Duisburg nur noch mit 9 Feldspielern auf dem Platz, aber auch da haben wir es dann gut gemacht, sind ruhig geblieben, haben den Ball gut laufen lassen. Und nehmen uns das natürlich für die nächsten Spiele wieder vor, dass wir das nochmal so ein bisschen mehr wieder intensivieren, aber ist natürlich auch nicht immer so einfach, weil die zweite Liga nun ja eben eine intensive zweikampfgeführte Liga ist, wo es hauptsächlich erstmal darum geht, über den Faktor ins Spiel zu kommen und den Gegner da so ein bisschen in den Zahn zu ziehen. Sebastian. Inzwischen gleich 3 Themen. Das erste, weil Wolf eben Marc Schalkowski ansprach, was ich großartig fand, es gab irgendwann, ich glaube in der zweiten Hälfte, eine Szene, wo irgendein Duisburger ihn gefühlt umrennen wollte und Ratsche blieb einfach stehen und der Duisburger rannte, zumindest sah das von uns so aus, quasi mit dem Kopf gegen seine Schulter. Also keine Bewegung oder so, sondern Schalkowski stand da, Duisburger gegen die Schulter gerannt, hingefallen und ich dachte so, okay, der Kleine bleibt inzwischen stehen. Für irgendwann mal meistgefaulter Spieler der zweiten Liga oder so. Das fand ich sehr cool und passte so ein bisschen auch zu dem Kampf annehmen, was ja früher oft und gerne kritisiert wurde. Du meinst aber nicht das Foul gegen Fälscher, wo er sozusagen mit der Ballannahme, weil das Ding ist ja mit der Ballannahme wegdrehen und wenn dann die Ellenbogen hinten ein bisschen rausstechen, so dann. Das habe ich aber auch nochmal gesehen. Ich habe im Spiel auch gedacht, dass es ein Foul war, aber. War es nicht. Was? Okay. Das war, also, Katsche macht im Prinzip eine ganz kleine Bewegung nur und Fälscher läuft halt so mehr oder weniger in ihn rein, aber ich sehe eigentlich überhaupt gar keinen Grund, vor allem ich glaube, lässt er sich sogar noch behandeln. Ja, genau. Genau, aber die Szene müsste ich gemeint haben. Eigentlich überhaupt nicht wild aus, auch auf dem Bild. Also okay. Wie gesagt, für mich war das, öfters ist es ein Foul, wenn man dann doch den Gegner dann blockt, aber in dem Fall war es das eigentlich wirklich überhaupt nicht. Okay, weil ich habe gedacht, das ist jetzt so die neue, also das ist das neue Ding, du wirst angespielt, du weißt, du hast Gegnerdruck und du versuchst sozusagen mit einer schnellen Drehung sofort den Ball mitzunehmen und das ist ja so wie bei Kopfbällen, wenn du hochgehst oder eine kleine Drehung, da musst du auch die Arme ein bisschen draußen haben, um Körperstabilität sozusagen. Aber er läuft ihm, glaube ich, gegen den Oberschenkel und kriegt dann halt so ein bisschen Schlag an die Hüfte oder am okay. Becken und deswegen fällt er dann um. Also. Genau, dann 2 Fragen. Erste, was mir von draußen immer so vorkommt, ist, du versuchst, glaube ich, relativ oft das Spiel schnell zu machen. Sprich, du läufst dann mit dem Ball. In dem Spiel? Nicht in dem Spiel, ganz allgemein. in dem Spiel aber auch 2-3 Mal. Was ich aber meine, ist, irgendwie, du hast dann den Ball, machst 2-3 Schritte nach vorne, versuchst irgendwie eine Anspielstation zu finden. So sieht's aus. Findest dann keine, nimmst den Ball, machst nochmal einen Schritt zurück und nimmst das Tempo raus. Das wirkt von draußen immer irgendwie frustrierend. Ist das für dich auch so oder ist das für dich eher Teil des Spiels einfach? Wenn der Ball im Aus ist oder wenn ich ihn in der Hand habe? Wenn du ihn in der Hand hast, aus dem laufenden Spiel raus. Ja gut, du fängst den Ball ab, der erste Blick geht nach vorne, du weißt, okay, Duisburg oder der Gegner ist in der Angriffsformation und gegebenenfalls, je nachdem wie es sich darstellt, wo die Abwehrreihe steht, gibt es eventuell eine Möglichkeit, einfach dann hinter die Abwehrreihe zu kommen oder natürlich auch abhängig davon, wie wir dann mit unseren Offensiven positioniert sind. Das ist natürlich nicht immer der Fall, weil wir ja jetzt nicht da mit 3 Stürmern so offensiv spielen,
in der Regel, dass es möglich ist. Und deswegen ist es immer nur so die erste Option, um dann eben nicht zu sagen, oh, da hätte man aber, sondern eben zu gucken, einfach okay, wenn es geht oder nicht. Und danach ist dann eben der Plan, nicht den Ball dann lang nach vorne zu hauen aus der Hand, sondern erstmal den Ball eben hinzulegen und dann versuchen zu spielen, was halt leider in dem Spiel, deswegen war es auch ein bisschen länger oder hat es diesmal ein bisschen länger gebraucht, weil wir halt einfach eben geschaut haben, wo die Möglichkeiten waren zu spielen. Die waren leider nicht da und dann mussten wir dann doch eben das machen, was wir eigentlich nicht machen wollten. Deswegen hat es auch dann teilweise in dem Spiel echt lange gedauert, weil wir wirklich eigentlich nicht großartig den Plan hatten, die Bälle lang nach vorne zu schießen. Was wir dann letztlich aber machen mussten. Deswegen hat es in dem Fall oft relativ lange gedauert. Nee, es war auch nur, ich habe nur die erste Szene gesehen. Am Anfang, du hast einen Ball und dann Sohle drauf und legst den Ball hin und Ewald wird schon unruhig und sagt, los, jetzt muss mal losgehen. Das war, glaube ich, die allererste Szene im Spiel. Und da fand ich das aber cool. Es war einfach so, du hast da gewartet, geguckt, es geht was, geht noch nicht, geht nicht, geht nicht. Also warte ich. Also es war auch eine... Also das ist zwar, das meine ich, das ist halt so ein bisschen gemein, so die Perspektive, ja, das ist nicht so ein geiles Spiel vielleicht so irgendwie, aber ist ja logisch, also ein Torhüter, der dann das Richtige macht sozusagen, ist vielleicht für die Zuschauer nicht so ansehnlich, aber es ist ja genau das, was in dem Moment richtig ist. Aber das finde ich teilweise draußen total anstrengend, wenn du dann da stehst und um dich rum so Leute sind, die dann entweder gefühlt zumindest so keine Ahnung von Fußball haben oder in den 80ern stehen geblieben sind, so schnell nach vorne, ey! Und so ja, denkt, das, vorne ist das, alles zugestellt. Also ich habe es natürlich mit Kommentar geguckt bei Sky logischerweise heute Morgen und da hatte sich auch, ja, von wegen, dass das nicht verstehen kann, warum ich das Spiel so langsam machen würde hier zu Hause und komplett das Tempo rausnehme. Aber ja, wenn man sich die Situation halt anguckt, wir stehen halt mit unseren Innenverteidigern jeweils breit am weg vom 16er und guckst dann eben, okay, wo hast du vielleicht eine Möglichkeit, dann hast du zwei, drei Bewegungen von den Sechsern, wo im Prinzip hoffst, okay, vielleicht geht da mal einer der anderen Sechser nicht mit des Gegners und du kannst dann eben doch spielen. Und wenn du dann eben nicht spielen kannst, dann haust du halt den Ball nicht direkt nach vorne, sondern wartest eben, bis deine Innenverteidiger dann auch aufgerückt sind, damit du nicht 50 Meter mit deinen Mannschaftsteilen auseinanderstehst und gar keine zweiten Bälle kriegen kannst. Und dann dauert das natürlich auch wieder 3, 4, 5 Sekunden, bis die nach vorne gehen. Und so kommt dann manchmal... In dem Spiel war es dann vielleicht 2, 3 Mal ein bisschen extremer, weil wir dann oft versucht haben, zumindest mal breit zu stehen und mal zu gucken, ob Duisburg das wirklich über die ganze Zeit dann durchzieht. Aber ja, ich denke, klar, ist hier und da der Versuch, schnell zu spielen, immer sinnvoll, aber eben situationsabhängig und ab und an dauert es dann vielleicht auch mal ein bisschen länger, aber ich glaube, wie Wolf schon sagt, die richtige Entscheidung dann zu treffen, ohne Harakiri zu spielen. Richtige Entscheidungen sind schön. 2-0 ja? Gewinnen auch. Ja. Ich habe noch auf dem Zettel stehen, oder anders. Mein anderer Sitznachbar sagte in der ersten Halbzeit irgendwann, oh, ich kann ja Trainer nicht ab, die sich ständig beschweren. Da habe ich so mal drauf geachtet und es war tatsächlich so, dass Gino Lettieri hat die ganze Zeit den vierten Offiziellen vollgetextet. Und mit dem Elfmeter durfte er dann ja sich eine neue Perspektive suchen innerhalb des Stadions, wurde auf der Gegengerade mit einem Bierbecher in der Hand begrüßt, den hat er dankend abgelehnt, hat sich aber wohl danach dann zu diversen Selfie-Fotos gerne bereit erklärt, was ich sehr sympathisch fand. Aber er hat halt beim Torjubel wohl auch so ein bisschen Bier abbekommen. Da ist er aber auch relativ sympathisch mit umgegangen, außer dass er gesagt hat, die Rechnung für das Hemd schicke ich dann dem vierten Offiziellen. Ich finde das ja nach wie vor total großartig bei uns, dass der Trainer, wenn er auf die Tribüne geht, sich auf den Stehplatzbereich der Gegengerade begeben muss und nicht wie überall sonst sich irgendwo schön auf die Haupttribüne setzen darf. Wird über sowas dann gesprochen in der Sicherheitsbesprechung, Justus? Tatsächlich. Heute war die Sicherheitsbesprechung fürs Heidenheim-Spiel. Ich hatte das natürlich überhaupt nicht auf dem Zettel, weil das ja auch nicht mein Arbeitsbereich sozusagen ist. Das ist mir auch völlig egal. Im Zweifel finde ich es auch eher sympathisch, aber es ist mir aus professioneller Sicht völlig egal. Aber es wurde heute darüber gesprochen, ob das es war eine offen formulierte Frage so, ob das denn eine gute Idee sei, dass das jetzt so passiert worden wäre. Lettieri hat wohl auch schon irgendwie gesagt, also es wurde ja auch so ein bisschen hochgekocht, er hat Bier abgekriegt und so, dass ihm das alles völlig egal gewesen wäre und das ist alles entspannt gewesen und eigentlich fand das ganz nett und so. Schon vorher irgendwie Sven hat auch mit seinem
Sicherheitsbeauftragten da Kollegen aus Duisburg schon gesprochen und der meinte, ja, da macht euch mal keine Sorgen, da kommt nichts so. Aber es wurde allgemein über, es könnte ja auch hitziger sein, man könnte auch 3-0 hinten liegen durch drei unberechtigte Elfmeter also, oder irgendwie so, oder es ist halt echt totales Arschloch der Trainer und 10.000 Leute, die da stehen, hassen den. Mir ist dann tatsächlich, als das Beispiel kam, keiner eingefallen, auf den das zutreffen würde. Norbert Meyer. Ja, okay, stimmt. Ja, echt. Schlappner. Den Zaun ja, Schlappner ist mir auch eingefallen. Schlappner in die Gegend gerade. Genau, der ist mir auch eingefallen, aber da dachte ich, das sage ich jetzt nicht. Dann wäre klar gewesen, es müssen 5 Ordner abgestellt werden, die dann seinen Platz frei blocken da. Genau, aber also das, wenn das anspricht, kann ich jetzt auch irgendwie verstehen, aber mir ist irgendwie das Szenario nicht so richtig eingefallen, wo das passieren sollte. Wenn der Trainer da solche Angst vor hat, dann soll er halt sich nicht beschweren. Also, aber, es war so eine offen formulierte Frage, was machen wir denn dann eigentlich, wenn klar ist, da wollen jetzt nicht 5 Leute Selfies machen und vielleicht kriegt er mal beim Torjubeln ein Bier ab, sondern die Chance ist jetzt nicht so ganz gering, dass da mal gezielt hingeworfen wird oder so. Aber es hatte keiner eine richtige Ahnung, was gibt, weil ich glaube, um den Platz geht halt nicht. Also mich hat es sowieso überrascht. Also ich meine, ich weiß nicht, ob es jetzt das erste Mal ist, dass ich es hier mitbekommen habe, dass der gegnerische Trainer auf die Tribüne musste. Aber grundsätzlich ist natürlich schon eine relativ interessante Geschichte, dass er dann in die Stehplatztribüne oder auf die Stehplatztribüne der Heimfans muss. Wo ich auch sage, also interessant, auch dass der DFB das zulässt oder die DFL dann in dem Fall und dann nicht gesagt wird, nee, geht nicht und darf nicht sein. Das ist, glaube ich, nicht geregelt. Also die Trainer wollen wohl gerne halt hinter der Bank bleiben, natürlich, weil sie halt, ja klar, kann sich auch einen Meter neben die Bank stellen und natürlich wird dann alles weitergegeben. Klar. Die wollen halt dann, oft sind die Trainerbänke halt vor der Haupttribüne, deswegen gehen sie halt einfach nach hinten. Hier ist es nun mal nicht so. Und ja, oder selbst wenn, dann hast du auf der anderen Seite auch noch Sitze. Also es ist ja nicht in vielen Stadien genau, so, dass du auf der einen Seite nur eine reine Stehplatz oder unten zumindest nur reine Stehplätze hast, sondern ja oft dann auch einfach gut gegen gerade oder andere Tribüne mit. Genau, und da wurde jetzt heute keine Lösung gefunden. Also es wurde auch keine richtig gesucht, sondern es wurde halt aber nur nochmal angesprochen, dass jetzt so die allerbeste Lösung ist bei vielleicht Spielen. Keine Ahnung, man könnte ja auch mal wieder gegen Rostock oder HSV spielen oder so. Da findet man den Trainer jetzt per se doof, egal wer es ist. So. Ja, aber ich könnte es jetzt nicht belegen, aber ich bin mir relativ sicher, dass das schon 2-3 Mal in meiner Fankarriere vorgekommen ist. Ich glaube tatsächlich noch nicht auf der neuen Gegengrade, sondern immer auf der alten. Aber da war es auch so, der ist immer in den Stehplatzbereich Gegengrade gegangen. Okay. Das hat und hat immer ein Bier gekriegt auch. Und selten aufs Hemd, sondern meistens in die Hand. Ja, genau. Stimmt. Das ist aber lange nicht mehr passiert. Da habe ich Montag auch noch gedacht, dass ich das lange nicht mehr gesehen habe. Und dass er da die Stufen hoch muss und so. Das war auf jeden Fall das erste Mal, das will ich auch sagen. Kennt ihr diesen WM-Film über die Schiedsrichter, wo nur deren Funkkontakt? Ja. Der ist richtig geil. Da bin ich ja echt mal beeindruckt gewesen, wie das so, was die sich da alles erzählen und was für... in was für einem Tunnel die drin sind in der Halbzeit und so und dass sie sich da noch gegenseitig standpauken und Fehlentscheidungen von ganzem Herzen so richtig bereuen und so und sich das selber nochmal geben, das würde ich ja gar nicht tun. Da ich echt, kann man nur, ich weiß nicht, ich habe den Titel vergessen von dem Film. Ich glaube Referees at Work. Aber ich ja, genau, das Referee, der ist richtig geil. Kann ich nächstes Jahr alles erzählen? Ab Januar mache ich Schiedsrichterlehrgang. Ach stimmt, genau. Ich wollte ja noch Expertise geben aus die Linie gehört zu dem Raum, den sie begrenzt. Das ist, glaube ich, der einzige Satz, den ich aus meiner Handballschiedsrichter-Lehrgang mitgenommen habe. Die Linie gehört zu dem Raum, den sie begrenzt. Der Ball muss in vollem Umfang die Linie Der Ball muss haben. In vollem Umfang die Linie. Ist es beim Handball so? Linie also beim Basketball ist ja genau andersrum. Basketball ist Linie aus. Nee, beim Handball ist das so. Dass die 7-Meter-Linie gehört zum 7-Meter-Raum. Wie beim Fußball, ja, stimmt. Beim Basketball ist es anders. Oh. Aber ich habe nie aktiv gepfiffen, Handball, muss ich sagen. Da war ich auch einfach zu unfähig. Aber es musste jemand aus dem Verein diesen Schein machen und dann. Haben Sie den genommen? Der hat am schlechtesten gespielt. Nee, ich glaube, ich habe zu spät mich gewehrt, muss ich ehrlich sagen. Hallo, ich war ein guter Rechtsaußen. Ja, okay. Ansonsten noch geiles 2-0. Geiles 2-0, genau. Jetzt noch 3 Punkte in Braunschweig, dann können wir gegen Heidenheim ganz entspannt zu Hause gewinnen. Gut, ich würde sagen, kurze Lüftungspause und dann machen wir zweite Hälfte.
Zack, zack. Teil 2. Wir haben noch ganz viel vor. Die nächsten 7 Stunden werden wir mit Inhalt füllen. Und werden uns jetzt natürlich nochmal etwas dezidierter mit unserem Gast beschäftigen. Robin, hast du eine Ahnung, was auftaucht in Google, wenn man deinen Namen eingibt, als dann logische folgende weitere Begriffe? Als weitere Begriffe? Also hinter Robin Himmelmann. Ich könnte mir nur vorstellen, was für Seiten auftauchen. Wahrscheinlich Transfermarkt, Kicker, keine Ahnung, alles, was es so gibt. Ja. Also die nächsten 3 Begriffe, die kommen, sind Freundin, Transfermarkt und Gehalt. Ach, als mein Name als, genau. Als Ergänzung des. Achso, okay. Ja, okay. Also Transfermarkt kann ich kurz auflösen, sind 600.000 Euro. Zu Freundin und Gehalt müssen wir uns jetzt hier nicht weiter äußern. Das stimmt. Es gibt ein kleines Battle mit dir und Schnecke um die entsprechenden Facebook-Nutzerzahlen. Und bei der letzten Sendung, als Schnecke hier war, hatte er 6.500. Das war im Mai. Da wart ihr ungefähr gleich auf. Inzwischen ist er dir enteilt auf 10.400. Du bist aber inzwischen immerhin auch bei 8.500. Und ich denke, nach der Sendung wirst du ihn ja da mindestens einholen. Sicherheit. Das hat ihn gepusht wahrscheinlich dann im Mai. Immens. Und ja, was heißt Battle? Wie ist das denn dazu gekommen? Erzähl das doch mal. Dass ihr überhaupt diese Seiten macht, weil das macht ihr bei das Freundin auftaucht. Das bitte? Dass Freundin auftaucht. Wie kommt das? Ja, das ist eine gute Frage. Wie kam's zu Facebook? Ja, also ich habe das hab's damals gestartet nach meiner Verletzung, als ich ich glaube mein erster Post ist aus dem Krankenbett aus München, weil ich dachte, okay, hey, wie gibt's jetzt eine Möglichkeit, dass irgendwie mal quasi die Nachricht zu verbreiten, wie es denn so war, wie es denn gelaufen ist. Und das war für mich so der Aufhänger, hey, zu sagen, hey Leute, für alle, die es interessiert, mir geht es den Umständen entsprechend ganz gut. Und ja, daraufhin nutze ich jetzt halt meine Seite, um dann die ein oder andere Sache, die mir wichtig ist oder für die ich dann noch stehe, darauf aufmerksam zu machen oder da eben so ein bisschen drüber zu berichten, was alles so passiert ist und noch passiert wird. Und daraufhin hat sich das dann entwickelt. Und der Zuspruch ist gut. Ich habe guten Austausch mit den Leuten, auch die mir täglich schreiben und da viele nette und auch teilweise sehr interessante Geschichten und Anregungen. Und es macht schon Spaß. Echt? Ja. Ich denke echt von Facebook immer nur schlechte. Ja, aber du machst es auch hauptberuflich. Ja, stimmt. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich bin echt das ist auch das, was ich eigentlich da abschließend sagen kann, was also wie es dann dazu kam, war eben dann meine Verletzung. Ich dachte, okay, hey, irgendwie Aufhänger, um da was zu machen. Du bist ja bei Jörg Neblung, genau, als Berater. Ja. Hast du dich da mal mit ihm drüber unterhalten? Gehört sowas inzwischen zu einer umfassenden Ausbildung als Fußballprofi, dass man sich über Social Media auch irgendwie informiert und mit seinem Berater abspricht, Mensch, bau mir doch mal was Schönes, oder? Also natürlich, abgesprochen ist in der Regel fast alles. Aber also es war jetzt nie so, dass wir uns zusammensetzen und sagen, hey, ich brauche einen Twitter-Account, ich brauche ein Instagram-Profil und eine Facebook-Seite, damit ich möglichst, keine Ahnung, was auch immer damit erreichen will. Also es ist ja auch nicht das Ziel, da irgendwelche, ja, manche haben es ja wirklich so, wo du sagst, hey, dreimal am Tag gibt es irgendwelche Posts, irgendwelche Bilder von den trivialsten Sachen. Das ist jetzt nicht so mein Ziel und von daher, klar gibt es dann eine Absprache und das ein oder andere Design ist da auch durchaus von ihm oder beziehungsweise seinen Helfern. Und wir sind da in regen Austausch. Aber er quatscht dir da nicht rein, du darfst schon schreiben, was du willst. Ja, ich denke, ich weiß ganz gut, was ich schreiben kann, was ich nicht schreiben sollte oder wie auch immer. Aber natürlich sprechen wir uns da auch immer wieder ab und ja, bislang, ich glaube, es war jetzt nicht so, wo er gesagt hat, nee, das kannst du nicht bringen oder von daher, Ist das mit dem Verein eigentlich auch irgendwie abgesprochen? Also haben die Presse oder Medien? Ja, also ich
ich schreibe ja in der Regel gar nicht so große Sachen, dass es in irgendeiner Form der Abstimmung bedarf. Also ich glaube in der Regel, zu den Spielen äußere ich mich eigentlich kaum auf meiner Facebook-Seite, aber ich finde, dass die ganzen Stellungnahmen dazu eigentlich ausreichend sind, die man auf allen Seiten im Internet letztlich findet. Und ja, von daher gibt es da jetzt nicht großartig viel, viel abzustimmen, aber klar, so die eine oder andere Aktion, die man dann plant, und wird dann schon mit dem Verein besprochen oder kurz mal nachgefragt, hey, lies mal drüber, findest du es so in Ordnung? Gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, Vorsicht, weil Fettnäpfchen oder was auch immer. Aber bislang war eigentlich alles relativ problemfrei. Mhm. Es gab eine bisschen längere Pause im Sommer, wo dann natürlich auch die Zeit reinfiel, als es zumindest gerüchteweise die Runde mache, oh mein Gott, diese Option, hoffentlich bleibt er, hoffentlich wechselt er nicht. Da hast du dich relativ lange entspannt zurückgelehnt und den Urlaub genossen. Mit einem wissenden Lächeln, oder hast du zwischendurch mal überlegt, ich könnte ja eigentlich auch mal sagen, dass ich bleibe? Gute ja, Frage. Es lief ja eigentlich alles schon relativ früh, die Gespräche liefen relativ früh, und dann war es so, wie sieht es jetzt aus? Und dann war es doch so, sportliche Situation ist jetzt gerade nochmal ein Ticken wichtiger. Und, ich hätte es gerne schon direkt vor meinem Urlaub dann abgehakt, oder bevor ich dann letztlich in den Urlaub geflogen bin, weil so hatte ich dann auch nochmal die erste Woche, wo ich immer wieder am Handy war und getickert habe und wachst da morgen auf und kriegst noch irgendeine Nachricht von der Nacht, weil dann hier eben hier war Tag und bei mir nicht, so ungefähr. Und war halt dann, ich hätte eigentlich gedacht, okay, hast mal einen ruhigen Sommer, weil dein Vertrag endlich mal läuft. Aber das war für mich auch in der Situation so, wo ich gesagt habe, okay, selbst wenn jetzt die Option verstreicht und wir aus irgendeinem Grund jetzt sagen, wir kommen jetzt gerade nicht überein, wäre mein Vertrag ja hier weitergelaufen. Und eigentlich einen ernsthaften Gedanken, den die Option nicht wahrzunehmen, oder die Option wahrzunehmen, hatte ich nicht. Das hat dann halt dann eben aus den Details, weil hin und her schicken und kurz drüber gucken, und an einem Tag habe ich auch gesagt, ganz ehrlich, ich bin heute weder WLAN noch irgendwas, ich melde mich morgen, und dadurch hat sich das dann halt alles dann so ein bisschen auf letzter Minute spannend angefühlt, aber im Grunde gab es zwar auch die eine oder andere Anfrage, aber da habe ich mich nicht so dermaßen dann mit auseinandergesetzt, dass es wirklich eigentlich daher zu gekommen wäre oder hätte kommen können. Ich habe gerade nur mal geguckt, Cristiano Ronaldo hat inzwischen 107 Millionen Fans. Da muss man noch ein bisschen... Ja. Aber hat er auch gestern aber 3 Tore in der Champions League gemacht. Und wer in Champions League ist, sitze ich leider bei euch. Was heißt hier leider? Also, Entschuldigung, ich gucke nicht wieder. Aber das war tatsächlich auch der einzige Kommentar von Christoph Pieper, als es darum ging, hat Robin Zeit. Ja, eigentlich schon, aber ist ja Champions League, hat er gesagt. Da habe ich gesagt, ja, und? Ich weiß nicht mal, wer spielt denn er eh nicht mit. Und? Bayern auch. In Pinus. Ach, die haben das Spiel auf ZDF, ne? Was? Bayern? Keine Ahnung. Was ist genau, ZDF und auch zum ersten Mal mit einer Audiodeskription live. Also zum zweiten Mal. Oh, Johannes, cool. Johannes Kahner und Martin Feie Dortmunder, Kahner und Wiener Audio 2, und die machen da heute die Champions League Audiodeskription. Eine Wiener Audiodeskription. Der Typ ist super, der ist echt, Johannes ist echt, das ist die Nummer 1. Jetzt erzähl für die Unwissenden nochmal eben, was Audiodeskription ist. Audiodeskription ist quasi für Blinde eine Tonspur, bei der das Bild beschrieben wird. Das gibt es beim Tatort, dann Robin Himmelmann, ganz entschlossener Blick zum Fenster raus, er hat gerade eben die Rhabarberschorle-Flasche angehoben. Es steht ein Grinsen in seinem Gesicht. Mit der Zunge schmeckt er nochmal nach. Auf den Lippen leckt er sich nochmal den Restgeschmack der Rhabarberschorle aus. Und Okay. Das hatte ich mal aus Versehen tatsächlich beim Tatort an und wusste überhaupt nicht. Das war ein total Kirre, wenn man das als sehender Mensch sozusagen. Da konnte ich nichts mit. Das war irgend so eine Videotexteinstellung. Da muss ich. Videotext gibt's noch. Kennen die jungen Leute gar nicht mehr. Ja, wir haben ja die diversen Orte der... Guckt, aber wir wollten ja wissen, hättest du Champions League geguckt, wenn du jetzt nicht hierher gekommen bist, weil... Ich gehe davon aus, ja. Guckst du Konferenz oder guckst du Einzelspiel? Ich weiß jetzt nicht, wer heute noch spielt, aber in der Regel sind ja die Gruppenphase, dann sind ja die Spiele meistens dann doch überschaubar, was so, also... Ereignisse. Das Leverkusen gegen
Borisov, glaube ich, heute oder Piräus gegen Bayern hätte ich mir eher nicht angeguckt, weil dann doch so, dass ich gerne dann ein paar Tore sehe, auch bei 8 Spielen kommt das dann auch dann doch ab und an mal vor, deswegen eher Konferenz. Okay. Als Einzelspiel. Wir haben ja die diversen Vororte von Moers jetzt schon durch. Du bist dann zu Union Solingen gegangen und dann zu Rot-Weiß Essen. Mhm. Und das erzähle ich deswegen, weil 2010 hast du da live miterleben können, wie ein Verein insolvent ging. Warst du da schon Spieler in der ersten Mannschaft? Ja. Wie war das so? Also nicht geil, nehme ich an. Ja, es war eine relativ komische Situation, weil ich kann mich jetzt gar nicht mehr genau daran erinnern, ob wir einen Spieler hatten, der das schon mal in der Art erlebt hatte da und da was zu erzählen hatte. Du wusstest im Prinzip nicht so jetzt hundertprozentig, okay, was passiert denn im Jahr danach und ne, wie geht's weiter? Und letztlich kam das dann auch so, dass ich glaube, die Lizenzausgabe war dann eine Woche nach dem letzten Spiel, ich glaube freitags nach dem letzten Spiel, und da hieß es dann ja, es gibt keine Regionalliga-Lizenz. Und bis dahin war es eigentlich immer so, der neue Trainer und der neue Sportdirektor, die glaube ich seit März bekannt waren, haben an der Mannschaft gebastelt, es gab Gespräche und alles mögliche, und dann kam man eben aus dem Urlaub waren wir noch nicht, aber ja, ich glaube, wir hatten noch ein paar Testspiele dann, und dann hieß es so, ja, nee, keine Lizenz. Und dann war es erst so, ja, was passiert? Kreisliga, Oberliga, da gab es dann also so verschiedene Systeme, aber so richtig betroffen, also wir hatten da jetzt keine großen Gehaltsausfälle in der Zeit. Das ging alles relativ reibungslos, glücklicherweise. Aber natürlich war es nicht schön, weil ja, einfach dann auch eben dann die Zukunft erstmal an dem Freitag dann vor allen Dingen unklar war, weil vorher hieß es eigentlich, ja, es wird zwar wahrscheinlich eine geordnete Insolvenz geben, aber dann doch irgendwie in der Regionalliga, und klar muss man dann hier und da gucken, was dann da für Veränderungen sind, aber bist du denn dann deswegen zu Schalke gewechselt oder war das sowieso in der Diskussion? Ja, kurz, wo es dann so langsam hieß, okay, könnte vielleicht dann doch nicht mehr Regionalliga sein, dann war es jetzt so, dass mein ehemaliger Torwarttrainer, beziehungsweise der Torwarttrainer, der in Essen war, als ich in der A-Jugend gespielt habe, wo ich dann kurzzeitig am Ende der Saison eine Zeit auf der Bank gesessen habe und dann auch ab der Rückrunde eigentlich mittrainiert habe bei den, damals war es der Regionalliga Nord, also Dritte Liga, wurde dann eben Trainer auf Schalke bei den Amateuren, und da kam dann so der Kontakt dann zustande, und das war auch erst kurz vor Saisonende, beziehungsweise nach Saisonende schon fast. Und ja, dann fiel halt die Option Essen weg, weil ich nicht in die Oberliga gehen wollte. Und Perspektive natürlich Schalke, Torwart, Schule natürlich auch bekannt, und gesagt, okay, hey, es war jetzt nicht so der beliebteste Wechsel von Essen nach Schalke. Wollte ich gerade sagen. Aber ja, da waren die Optionen in zu der Zeit dann auch eher überschaubar, und eben mit dem Hintergrund, ja, mal gucken, was dann da so geht, habe ich dann mich dazu entschieden, dorthin zu wechseln. Wer war denn das eigentlich? Also ich habe keine Ahnung, wer denn? A-Jugendtrainer, der dann bei Schalke auch bei der... Michael Boris war damals Torwarttrainer bei bei Rot-Weiß Essen, 2007, 2008, glaube ich, als ich dort in der A-Jugend gespielt habe, genau. Und ist dann eben über Umweg von einem anderen Regionalligisten dann dort, NRW-Ligisten, also damals die Oberligist, dann zu Schalke U23. Ich weiß nicht, ob ihr daran erinnert, damals hat er Dattenfeld trainiert, hat dann Felix Magath im Vorspielinterview in Köln bei der ersten DFB-Pokalrunde so gefragt, ja, ich würde gerne hospitieren, hat dann dort hospitiert und wurde dann von Felix Magath für die zweite Mannschaft angeheuert. Ja, da bist du dann 2 Jahre bei Schalke 2 geblieben, genau. Und dann bist du 2012 zu uns gekommen. Genau. Erste Frage vorweg, hängt man mit dem Herzen noch an Vereinen wie Essen und Schalke? Ist das irgendwas Besonderes oder ist das inzwischen auch vorbei nach 3 Jahren? Also Schalke muss natürlich sagen, dadurch, dass es in der U23 war, war es, ja, ich bin in dem Verein nicht groß geworden. Ich hatte da
gerade im zweiten Jahr eine sehr gute Zeit, auch mit dem Torwarttrainer dort, hat mich, glaube ich, da sehr gut weiterentwickeln können. Und die Spieler waren halt innerhalb von anderthalb Jahren weg, weil es eben eine U23 war, natürlich hohe Fluktuation und dementsprechend gibt es dann noch ein, zwei Leute, mit denen man mal Kontakt hat, aber da hängt dann jetzt nicht mehr so viel nach. Und auch in Essen ist dann natürlich durch den Abstieg relativ viel passiert. Ja, ich verfolge natürlich beide Vereine, Essen dann eher nochmal einen Tick mehr, weil natürlich auch die Aufmerksamkeit eben durch erste Mannschaft dann noch deutlich höher ist und gerade auch im Reviersport dann immer sehr viele Berichte über den Verein sind. Das verfolge ich immer noch dann doch relativ intensiv. Aber ja, das ist jetzt dann auch so, dass natürlich die Kontakte meistens zu den Mitspielern von damals bleiben, aber wenige, wenn überhaupt. Der ehemalige Mitspieler von Schalke spielt jetzt bei Essen, okay. Aber viele andere sind überall anders verstreut. Und wie kamst du dann zu uns? Also wie kam der Kontakt zustande? Der kam unter anderem über meinen Torwarttrainer auf Schalke, der damals auch mit Matze in Bielefeld zusammengearbeitet hat, zustande, sodass ich in Basinghausen ins Trainingslager zum Probetraining gefahren bin. Da eine Woche mittrainiert habe, dann nochmal hier zwei, drei Tage mittrainiert habe und dann von Rashid damals den Vertrag vorgelegt habe, bekommen habe und ja, dann war ich da. Da warst du da, da war Bene auch noch da oder war Bene schon? Genau, da war Bene noch ein Jahr da, bis dann August, glaube ich, ja. 2013. Genau, da war damals Chauny, Bene und Flo Kirschke. Ja, und dann hat es relativ lange gedauert. Du hast bei uns dann auch natürlich mal in der zweiten gespielt. Aber im Ostern 2014 war es dann soweit. Du solltest dein erstes Spiel machen, naja, als Nummer 1. Du hast, glaube ich, in Kaiserslautern vorher schon mal gespielt, also an diesem 34. Spieltag. Und dann hatte sich Chauny verletzt. Und dann hast du dich warm gemacht und bist trotzdem nicht angefangen. Ja, genau. Das war ja die Woche davor noch das erste Erlebnis am Millerntor gegen Kaiserslautern mit dem unglücklichen Ende in der, glaube ich, 94. Wann das war, das Spiel, was wir dann 3-2 verloren haben, wo dann im Prinzip so die letzten, die letzte Fünkchen Hoffnung nochmal oben vielleicht bis zum Ende mitspielen zu können, im Prinzip dann erloschen war. Und dann ging es nach Cottbus und Gründonnerstag und ja, im Prinzip so eine der letzten Aktionen beim Aufwärmen, nochmal so ein Abwurf, ein leichtes Ziehen im Arm gespürt und dachte, ja, okay, dann habe ich nochmal zu Matze gesagt, ja, komm, schieß mir nochmal zwei, drei Bälle, aber ich werf jetzt nicht nochmal. nicht noch eine zwei, drei Minuten eher reingegangen, im Prinzip war ich mit meinem Aufwärmprogramm fertig und habe gesagt, ey, geh mal kurz rein und lass mal den Doc drüber gucken. Und im Prinzip dann wurde so von Minute zu Minute wurde es eigentlich so immer so ein bisschen schlechter. Also dann so Gegendruck mit dem Arm wurde dann immer weniger und ich eigentlich am Anfang dachte, ja gut, theoretisch könntest du noch spielen. Und ich glaube, ich hätte die ersten 5 bis 10 Minuten auch spielen können. So adrenalinmäßig wäre das mit Sicherheit gegangen, aber dann, ich glaube, so ab der 15 Minute hätte ich mich dann wahrscheinlich auswechseln lassen können, weil ich den Arm nicht mehr hätte heben können. Und dann die Vermutungen waren dann so, ja, Zerrung, was weiß ich, und natürlich selber auch eigentlich obere Extremitäten verletzungsfrei, außer Finger mal. Und deswegen auch keine Vorstellung, was es vielleicht hätte sein können. Und das ist dann letztlich der Latissimus und dann noch ein weiterer Muskel war, die gerissen waren, war dann ja im ersten Moment dann schon so nach dem MRT, wo der Doc dann sagte, ja, so 3 bis 6 Monate. So, oh, okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, um ehrlich zu sein. Das war dann schon eine Diagnose, die erstmal so ein kleiner Schlag dann war, aber hat dann nur ziemlich genau 4 Monate gedauert, nachdem ich dann das, oder bis ich dann das erste Mal wieder spielen konnte gegen Bremen 2. Da tat mir dann leider nach dem Spiel der Rücken weh, weil wir 5 Gegentore bekommen haben. Und dann war ich das, ich glaube Heidenheim war ich dann, oder war es Heidenheim, wo ich das erste Mal wieder im Kader war, daheim. Also gespielt hast du gegen Bochum dann aber... Und dann in Bochum das erste Mal auflaufen durfte wieder. Die Spiel gegen Bremen war auch verrückt. Wir haben 5-0 verloren, aber wir hätten auch 6-6 spielen können. 5-1. Ja, das war Wahnsinn. Ja, okay. Wie geht man denn dann damit um, dass man 4 Monate oder 6 Monate
nicht spielen kann, wo man jetzt gerade dran gewesen wäre wahrscheinlich, wird man da auch von der Mannschaft aufgefangen oder ist man, weil man in der Reha ist und eher außen vor, ist der Kontakt da überhaupt intensiv? Ja gut, erstmal war ich ja 2, 3, 4, 5 Tage in München nach der OP. Natürlich viele Telefonate geführt, viele Nachrichten geschrieben. Und als ich dann zurück war, ist natürlich schon so ein kleines bisschen isoliert, aber der Kontakt ist natürlich weiterhin dann vorhanden. Und gut, dann war Pause. Da war der Kontakt dann. Mhm. Dann übersichtlich und dann bin ich ja auch zu Trainingsstart wieder eingestiegen, zumindest mit dem Aufbautraining, so dass ich wieder nah an der Mannschaft war. Die ersten Tage ist erstmal so, dass du denkst, okay, du kannst ja halt nicht so ganz ausmalen, wie es halt wieder wird, weil gerade dann für ein Torwart so eine Verletzung am Arm, die dann auch noch vom Operateur so, habe ich eigentlich noch nie operiert, so. So ungefähr, ja, mal nachgelesen, ja, es gab mal ein paar Baseballspieler, so irgendwie 3, die das in den letzten 10 Jahren hatten, und aber ansonsten so richtig kennen wir keinen, der das schon mal so hatte. Ich habe das mal gegoogelt. Ja, wo du natürlich auch sagst, ja, okay, gut, was heißt das jetzt, ne? Also wird das wieder vernünftig oder hast du vielleicht irgendwelche Einschränkungen dann doch, arm-schultermäßig? Aber viele haben mich dann auch gefragt, ja, warum ist das denn passiert und ne, wie? Und ich so, ja, warum kann ich nicht sagen, ob da jetzt vorher was kaputt war oder ob das aus irgendwelchen Gründen zu großer Druck drauf war. Habe mich dann letztlich auch nicht mehr mit beschäftigt und gesagt, ja gut, jetzt geht's halt von Tag zu Tag daran, dass es möglichst schnell heilt. Und glücklicherweise war die OP gut, die Reha war super. Und so konnte ich dann eben nach 4 Monaten schon wieder im Tor stehen. Das ist dann schon eigentlich alles, ich glaube, viel schneller hätte es eigentlich gar nicht gehen können. Mhm. Okay. Ja, und war das die erste Verletzung in dem Rahmen oder also in der ja. Größenordnung oder hattest du das in der Jugend auch schon mal? Nee, also die Verletzung, mit der ich, glaube ich, am längsten ausgefallen bin, war ein Bänderriss. Rechts am Sprunggelenk. Das ist ja auch mittlerweile eigentlich eine Verletzung, die, glaube ich, fast jeder Fußballer hatte. Und dann hatte ich noch eine relativ schlimme Verletzung, mit der ich allerdings nur 4 Tage ausgefallen bin, als ich mir die Nase doppelt und den Schädel gebrochen habe, was sich relativ dramatisch anhört und das auch war, wo ich erstmal 1,5 Tage im Krankenhaus so zur Beobachtung, ob denn nervenmäßig alles so ist, wie es sein soll oder ob es da irgendwelche Probleme gibt. Aber das ging glücklicherweise glimpflich. Wie holt man sich denn sowas? War das auch beim Sport? Im Testspiel im Winter, im letzten quasi im Abschlusstest, damals mit Schalke, mit der U23, ich bin rausgegangen und auf einmal lag ich und dann habe ich schön im Ballabfang den Ellbogen des Stürmers übers Auge und auf die Nase bekommen. Wer war das und wo hat er gespielt? Wo wohnt er jetzt? Und ja, im ersten Moment war eigentlich alles so, noch kurz weitergespielt. Und ich glaube, wenn es jetzt nicht ein Testspiel gewesen wäre, hätte ich auch gesagt, ja, ich spiele jetzt weiter. Dann habe ich gesagt, irgendwie so hundertprozentig wohl fühle ich mich jetzt nicht. Komm, gucken wir mal an. Dann, fahr mal ins Krankenhaus. Ja, bleib mal lieber noch eine Nacht hier. So. Ja, dann so alle 2 Stunden. Ja, wir müssen dich wecken, gucken, ob alles alles gut ist, Bewusstsein. Und weil es halt nicht hundertprozentig klar war. Und jetzt habe ich seitdem hier auch über linken Auge eine kleine Kerbe drin. Aber Schädelbruch ohne Gehirnerschütterung? Ja, also seit meine Gehirnerschütterung mehr oder weniger. Aber Schädelbruch ist ja dann, das ist dann der Augen, Augenhöhle im Prinzip. Ansatz. Ja. Also da ging es dann einigermaßen. Dann ging es das ist, glaube ich, Samstag oder Sonntag passiert. Dann ging es, glaube ich, am Donnerstag zum Orthopädietechniker, zur Maskenanfertigung und montags war die Maske da und freitags war das erste Rückrundenspiel, wo ich dann gespielt habe. Das war so noch, also es ist eigentlich so die schlimmen Verletzungen, die ich hatte, halten sich bis dato dann in Grenzen, glücklicherweise. Wie ist es denn mit Karten? Hast du schon mal eine rote Karte gekriegt? Ja, in Essen, beziehungsweise mit Rot-Weiß Essen. Damals war es so, ich bin hingekommen,
letztes Jahr A-Jugend Bundesliga und dann war in der Vorbereitung so, ja, wir sind uns nicht hundertprozentig sicher, Nummer 1, wie auch immer, der andere spielt die, oder dein Konkurrent spielt die ersten beiden Spiele, du spielst dann die nächsten beiden. So, dann war das Spiel gegen Dortmund immer eine Top-Mannschaft und dann, glaube ich, nach 20 Minuten bin ich, glaube ich, vom Platz geflogen. Zu kurzer Rückpass, ich komme raus, zieh weg, der Stürmer fällt trotzdem. Eigentlich ohne große Berührung und dann... Skandal. Ja, also unberechtigt. Rote Karte und ja, das war auch die einzige bislang. Und wo spielt der heute? Das soll ich auch gewissen wollen. Die Sau. Ja. Ich weiß gar nicht mehr hundertprozentig, wer das war. Die halbe Dortmunder Mannschaft muss ja bei uns sein inzwischen. Ja, aber da ist 90er oder 89er Baujahr, haben wir keinen von Dortmund. Oder? Nee. Also nur lass es 91, Mark 91. Na gut. Ja, das sind noch immer genau. Ja. Wir haben natürlich unfassbar viele Fragen, aber bevor, also von Hörern auch bekommen, bevor wir das machen, würde ich ganz gerne einmal nochmal auf das bestimmende Thema der letzten Tage allgemein eingehen, nämlich die Flüchtlingsdebatte im Großen und Ganzen. Ihr habt ja auch von der Mannschaft relativ viel gemacht, du hast auch selber da schon einiges vorher getan. Vielleicht magst du mal erzählen, wie das für euch war, als ihr da in den Messehallen aufgeschlagen seid. Das war ja ein Termin, der schon vom Verein vorgegeben war, wo der Verein aber eben auch extra kein Bohai drum gemacht hat, keine Medienvertreter eingeladen hat, sondern ihr wirklich einfach für euch da mal wart. Ja, ich fand es ganz gut, dass es die Möglichkeit gab, da mal sich einfach mal ein Bild davon machen zu können, weil natürlich hört man viel, man liest viel und wie es den Leuten geht, wie es ihnen nicht geht. Von daher war es dann sehr interessant, mal die Möglichkeit zu haben, mal so eine Erklärung zu bekommen, wie es denn da überhaupt abläuft, ne, was passiert in den ersten Tagen, wie wird das geregelt, weil du hast natürlich verschiedene Nationalitäten, Religionen und das ist natürlich auch alles dann nicht so einfach, das unter einen Hut zu bekommen und dann auf der einen Seite ist dann schon so ein bisschen bedrückendes Gefühl, wenn man denkt, okay, da sind jetzt knapp 1000 Leute, die in einer Halle leben, schlafen, 24 Stunden. Ich meine, letztlich natürlich machen können, was sie wollen, aber ja irgendwie dann auch nicht. Und auf der anderen Seite dann wieder beeindruckend, was da eben die ganzen ehrenamtlichen Helfer auf die Beine stellen mit 3 Deutschkursen am Tag, auch hochfrequentiert, der kleine Bereich komplett voller Leute ist, die wissbegierig versuchen, die komplett fremde Sprache, in großen Teilen ja auch noch andere Buchstaben und Ziffern, dann zu lernen und dann nehmen dann die Kleiderkammer auch zu sehen, ja, wie viele Massen an Kleidung denn die Hamburger gespendet haben. Und also es war schon, ich glaube, knapp 2 Stunden waren wir da vor Ort. Das war schon ein sehr beeindruckendes Erlebnis und da ist auch relativ viel hängen geblieben. Du hast dann, ich weiß nicht, ob danach oder wahrscheinlich hatte sich das vorher schon ergeben, einen 18-Jährigen getroffen, Karim, der selber Flüchtling ist und in seinem Heimatland Torwart war. Dem hast du jetzt einen Teil deiner Ausrüstung zur Verfügung gestellt. Wie kam das dazu? Genau, das war danach. Das ging jetzt eigentlich alles relativ flott mit einer Übergabe und ich glaube, es war vor knapp 2 Wochen, als wir das erste Mal in Kontakt getreten sind. Und zwar lief das auch über im Prinzip mehr oder weniger mein Berater die erste Anfrage bekommen. Gibt's einen jungen Torwart aus Syrien, der sich auf den Weg gemacht hat ob es da nicht irgendwelche Möglichkeiten gibt, da eine Unterstützung zu geben. Ich glaube, er spielt zurzeit beim VfL Pinneberg. Und dann gab es eben nochmal den Facebook-Aufruf von Oliver Wurm da mit seinem Magazin, worauf ich dann gesagt habe, ja, hey, da bin ich dabei und das kann ich unterstützen. Hab dann mit Ulsport gesprochen, meinem Handschuhausrüster, die mir da auch gerade im Prinzip sofort die Handschuhe zur Verfügung gestellt haben und dann haben wir es eben letzte Woche Samstag gemacht oder jetzt kurz vor dem Duisburg-Spiel und haben ein bisschen uns unterhalten, ein bisschen gequatscht und
ja, freue mich, wenn ich ihm dann noch so ein bisschen Schwung geben kann, auch für seine Zeit dann hier. Und dann noch mit der Dame gesprochen, die da in Wedel in dem Flüchtlingsheim ihn da so ein bisschen unter ihre Fittiche genommen hat und hat mir so ein bisschen erzählt hat, dass sie eben glaubt, dass er einer derjenigen ist, der auch nur so einen kleinen Schub braucht, um zu studieren und dann auch wieder relativ schnell alleine in der Lage ist, hier dann Fuß zu fassen. Und fand ich seine Geschichte fand ich recht beeindruckend und deswegen habe ich mich da dazu entschieden, da mitzuhelfen. Jo. Jetzt war ja das Spiel gegen Dortmund, was auch der Verein unter das Motto Refugees Welcome gestellt hat. Wie seid ihr da als Mannschaft auch eingebunden worden? Habt ihr da selber noch irgendwas machen können? Oder du hast ja nicht gespielt. Wie hast du das Spiel selber wahrgenommen? Oder die ganze Atmosphäre drumherum ja auch, war ja schon irgendwie anders als sonst. Ja, klar. Also ich denke mal, zum einen war es natürlich ein bisschen ruhiger im Stadion. Logischerweise auch wahrscheinlich nicht die Leute alle im Stadion waren, die sonst im Stadion sind. Und natürlich auch so ein bisschen mehr so das Thema Flüchtlinge im Fokus stand, als weniger jetzt der unbedingte Wille, das Spiel jetzt zu gewinnen und da auch... Also für uns war natürlich auf der einen Seite der Fokus auf einem guten Vorbereitungsspiel, aber das ist natürlich auch klar, dass jeder dann auch den ganzen Rahmen im Hintergrund hatte. Und wir wussten über den Ablauf, wir wussten, dass die Einlaufkinder oder die Kids da sind und für die das natürlich auch nochmal ein besonderes Erlebnis dann eben ist. Und wir wussten auch, dass ich weiß nicht, wie viel 100 Flüchtlinge letztlich dann auch auf den Tribünen waren, wussten, dass alle da sind und ich denke, wir haben da mit Dortmund zusammen einen guten Abend geschaffen. Es wird ja auch medial groß aufgegriffen und das denke ich, war eine sehr gute Sache für beide und von beiden Vereinen. Wir haben eine Frage von Steffen Webler auf Twitter bekommen bezüglich deines sozialen Engagements. Ob du das vor dem FC St. Pauli auch schon in ähnlicher Form, ob du an sowas gedacht hast oder ob du, er schreibt, kalafiziert wurdest. ich meine, es ist natürlich so ein bisschen so, dass je bekannter man ist, desto mehr kann man natürlich in gewisser Weise auch machen, weil natürlich mehr Möglichkeiten da sind, andere Leute auch mitzuziehen und mehr Aufmerksamkeit in gewisser Weise dann zu erregen. Und ich glaube, also klar, ist Schnecke da auch jemand, der das auch vorlebt, aber ich glaube, dass in dem Verein das fast von alleine kommt oder kommen kann, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt. Und vorher gab es auch immer wieder Themen, wo man dann überlegt, kann man da was machen? Und aber das ist jetzt schon deutlich, oder ich habe es eigentlich hier dann doch richtig dann begonnen, quasi, kann man sagen. Muss man sich das eigentlich, muss in Anführungszeichen, man sich das als Spieler eigentlich selber erarbeiten? So, du hast jetzt gesagt, bei diesem Verein ist das relativ einfach, sich irgendwie einzubringen oder die Themen sind auch da, muss man sich das quasi selbst erarbeiten, wo sind die Themen, was läuft hier eigentlich oder wird man da von wem auch immer irgendwie an die Hand genommen, sei es jetzt Mitspieler, wie hier vermutet wurde, oder auch andere Mitarbeiter des Vereins oder so, die einem das so ein bisschen erklären, oder hast du dir das selbst, weil man halt dann doch zu der und der Veranstaltung geht, halt irgendwie einfach so gemacht? Ich glaube beides, also ich glaube, das kommt natürlich zum einen dann, wenn man den Kontakt sucht. Man kann dann natürlich auch den Kontakt nicht suchen und je mehr Gespräche man führt, desto mehr Sachen bekommt man natürlich mit, die jetzt abseits vom Fußball geschehen. Und ich glaube, dass es dadurch dann auch so ein bisschen entstanden ist. Also diverse Aktionen, wenn man dann hinterfragt, hey, kann man da in irgendeiner Form mitmachen, kann man da noch was tun oder so weiter, kann man sich natürlich auch genauso gut einfach raushalten und sagen, ja, macht ihr mal. Macht, ne? Passiert ja schon oder ist ja schon irgendwie. Und dann gibt es da noch zwei, drei andere Aktionen, die wir dann eben unabhängig vom Verein
auch gemacht haben. Und aber wie gesagt, ich finde einfach, dass es hier in dem Sinne einfach ist, weil viele Themen einfach auf der Hand liegen. Wo man einfach sagen kann, hey, das ist ein relativ einfaches, da die handelnden Personen anzusprechen und dann sich da einzubringen. Und das macht Spaß. Und wenn man dann eben sieht, wenn man irgendwelchen sozialen Einrichtungen unterwegs ist, als wir damals auch die Kleider verteilt haben, die Freude dann der Leute zu sehen, wo man für sich einfach sagt, eigentlich hat man ja gar nichts Großes gemacht. Also, aber trotzdem eben die Dankbarkeit zu sehen, auch letztlich die 2 Stunden im Flüchtlingsheim dann mit den Kindern so ein bisschen zu spielen oder generell einfach auch zuzuhören, das ist dann schon, ja, da weiß man dann eigentlich, warum man es dann macht. Wir hatten ja letztens Schnecke zu Gast und er hat sich als großer Fan... Ja, jetzt machen wir den Themenbruch, genau. Weg von ernsthaften... Wir kommen da gleich drauf zurück, aber... Ja, brauchen wir dann nochmal... Okay, wir hatten ja deinen Kollegen zu Gast, den Herrn Kaller, und der hat sehr freudig über die stundenlang quälenden Videoanalysen geredet, ne? Da wollte ich jetzt mal wissen, muss man das als Torwart mitgucken? Sitzt du da? Ja, ich bin ja genauso Teil der Mannschaft wie alle anderen auch und deswegen gucke ich mir das auch immer gerne mit an. Genauso gerne wie Schnecke wahrscheinlich. Und kommt das denn auch irgendwie aufs Spielfeld zurück, so wenn du halt deine Leute mal anbrüllst? Weißt du, wir haben das jetzt 1000 Mal angeguckt, wie ihr stehen müsst. Macht das doch mal. Also ist das denn tatsächlich so, dass sich das in der Abwehrreihe sozusagen dann wiederfindet? Oder das, forderst du das denn ein? Ja, du siehst ja viele Sachen. Also auf dem Platz ist das ja gar nicht mit. Also du kannst es überhaupt nicht vergleichen auf dem Platz, weil du viele Dinge einfach völlig anders siehst. Du siehst manchmal auch im Video, wo du denkst, boah, hättest du eigentlich auch rausgehen können oder da hättest du, keine Ahnung, du hast ja viel mehr Zeit gehabt, als du eigentlich dachtest. Wenn du das dann von der Vogelperspektive aus siehst, so hast du natürlich ein ganz anderes räumliches Sichtfeld. Das glauben die mir immer nicht, ey. Ich kann das nämlich auch nicht. Wenn ich auf dem Spielfeldrand stehe, sehe ich nicht, was für eine Taktik gespielt wird. Siehst du auch nicht, wenn du oben stehst. Doch, dann sehe ich das. Und was von daher... das ist dann halt immer situativ in dem Moment. Da sagst du das nicht, beruhigt mich ja. Das beruhigt nein, du sagst nicht, hey, wir haben letzte Woche doch gesagt, so und so. Wir haben das 100 Mal geübt. Du stehst 2 Meter zu weit rechts oder links oder was auch immer oder zu weit vorne. Es geht dann eher so um einzelne Szenen oder generell um bestimmte Dinge, weil es ist natürlich auch immer ja sowohl situations- als auch spielabhängig und von daher... dann nimmt man da wenig Einsicht, beziehungsweise wenig Rücksicht oder sowas. Oh, krass, das hätte ich jetzt nicht, hätte ich wetten müssen, hätte ich gesagt, du guckst das nicht alles mit an. Aber doch. Ich fand deine Formulierung vorab super. Muss man sich da durchquälen oder hat man als Torwart dann freies Spielen? Das fand ich sehr schön. ja, also, hallo, das spricht unser der Pädagoge. Ja, aber ich hab den Andrew gefragt, weil ich wusste, dass ihr die Frage stellt, dass er unser Videoanalyst. Ja. Und der hat dann gesagt, nee, der ist Teil des Teams und da geht's um taktische Geschichten und das hast du ja vorhin auch am Anfang geil erzählt, dass du gesagt hast, hey, nee, die stehen da ganz breit und lassen sozusagen nur unseren Sechser frei, das heißt, da wollen sie eigentlich, dass sie uns anspielen und wenn man sowas sieht oder wenn sowas auch in der Videoanalyse gesehen wird, dass du da als Torhüter das auch wissen musst. Du hast ja natürlich sowohl einmal hast du natürlich eine Gegneranalyse, wo du natürlich logischerweise dabei bist, aber auch wenn du dein eigenes Spiel analysierst, da bist du ja nicht immer völlig außen vor, also das sind natürlich auch viele Sachen, wo man dann sagt, okay, na, hier hast du vielleicht das nicht gesehen oder da stimmt die Abstimmung nicht oder sowas, also klar ist man nicht so intensiv eingebunden in jeder Szene, wie es vielleicht so ein Mittelfeldspieler oder so. Natürlich die Mittelfeldspieler insbesondere sind, aber natürlich schon in vielen Fällen kann man dann vielleicht auch nochmal sagen, hey, keine Ahnung, was ist denn mal mit der und der Situation? Also gar nicht, wenn man gar nicht die Denke desjenigen hat, sondern vielleicht nochmal als Außenstehender mit einer anderen Perspektive sagt, hey, also als Torwart finde ich es unangenehm, wenn der Stürmer das und das macht. Also ist es für den anderen Torhüter wahrscheinlich ähnlich.
so nochmal so eine andere Denkanstoß, einen anderen Denkanstoß gibt und sagt, wie das für einen als Torwart dann vielleicht ist. Und da entstehen dann auch hin und wieder mal dann lebhafte Diskussionen drüber und das ist dann auch gut so da, der Austausch. Aber du hast ja auch vorhin gesagt, dass du auf Sky das Spiel nochmal nachguckst. Machst du das bei jedem Spiel? Ja, eigentlich in der Regel schon. Also hauptsächlich oder oft über St. Pauli TV, dass ich, es kommt immer so drauf an, wenn man mal nicht schlafen kann, dann kurz das iPad zur Hand und schaut dann nochmal. Da kurz schläfst du dann ein, wenn dann du den St. Pauli Spiel guckst. Ja, manchmal schläft man ein, wenn der Fernseher oder wenn dann bewegte Bilder laufen. Aber ja, was ich vorhin schon mal anfangs sagte, dass du oft dann nochmal so einen anderen Eindruck gewinnst und dann so auch am nächsten Tag, wenn du dann vielleicht mal vor die Presse trittst, dann nochmal ein anderes Bild eben vom Spiel hast, als das, was du nur das, was du, so auf dem Spielfeld hast, wo du sagst, naja, okay, habe ich jetzt vielleicht dann falsch gesehen oder wie auch immer. Deswegen in der Regel gucke ich es dann öfters dann nochmal. Und jetzt bezogen zur Videoanalyse, das heißt, du guckst erst das Spiel nochmal sozusagen über die Konserve an und hast dann die Videoanalyse? Also ist das so? Ja, die Videoanalyse ist in der Regel immer am Tag nach dem freien Tag, also morgen zum Beispiel. Da hast du das Spiel aber schon gesehen. Also du hast schon. Habe ich schon gesehen, aber ja nicht mit den Augen des Trainers analysiert. Das ist mir klar, aber. Beziehungsweise nur für mich und wir gucken natürlich auch nicht das ganze Spiel, wir gucken natürlich die wichtigen Sachen. Also. Ahnst du denn, wenn du das schon öfter gemacht hast, so welche Szenen denn sozusagen in der Videoanalyse aufpoppen werden? Ja, also manchmal ich sitze jetzt nicht unbedingt da 90 Minuten mit Popcorn vom Fernseher oder heute Morgen dann mit irgendwelchen anderen Sachen, sondern ja, weiß ja ungefähr, in welchen Situationen was war, wo man sagen könnte, okay, da will ich nochmal genau drauf schauen, wie der Elfmeter, ne, wie so zwei, drei andere Geschichten. Und deswegen, manchmal weißt du schon, ja, das ist so ein Klassiker, den haben wir schon mal besprochen und der wird wahrscheinlich auch wieder auftauchen, da hätten wir so. Und kommt dann, je öfter man dann die Videoanalysen hat, dann je öfter sieht man in den Spielen dann, na gut, die Szene werden wir uns nochmal angucken, so in etwa. Kommt der Pfostenschuss morgen dran? Ja, ist eine gute Frage. Vielleicht, weil wir uns da nicht so hundertprozentig, also logischerweise, Wiegel dribbelt da relativ frei und unbehelligt an die 16er-Kante und kann dann auch ohne große Bedrängnis schießen. Also gut, durchaus möglich, dass wir da nochmal einen Blick drauf werfen. Ja. Hättest du den denn gehabt, wenn er nicht am Pfosten gewesen wäre? Ja. Normal. Normaler Move. War das. Ja, das hast du gesehen. Ich meine, das Tor von Meier ist ja auch aus so einer Distanz entstanden. Ist ja auch, also das sind ja zwei Szenen. Du hast ja eben den Perspektivwechsel gesagt. Wenn was für mich als Torhüter unangenehm ist, dann könnte das auch auf der anderen Seite für den gegnerischen Torhüter unangenehm sein. Und der Meier-Schuss ist ja auch aus einer Distanz. Ja, es ist, ich meine, es hat zwar nicht geregnet, aber es war natürlich trotzdem durch den Regen vorher feucht. Und wo du auch sagst, du merkst es vielleicht schon beim Warmmachen, es ist heute echt das Ding, wenn er einmal aufsetzt, echt brutal schwer, wo du dann halt manchmal auch zu den Stürmern sagst, schießt einfach. Auch wenn die fünfmal drüber gehen, bevor wir gar nicht schießen. Oder ich meine, generell ist das in der Regel immer ein Versuch wert, weil ja auch der Schuss von Basti, was er auch sagt, wo er vielleicht sagt, ja, vielleicht hält er den oder könnte er noch halten, wo er auch sagt, ja gut, aber erstmal musst du aufs Tor schießen und dann kann er auch reingehen. So und klar kannst du immer sagen, ja, wenn ihr so schießt, ist das unangenehm, ne? Und so und deswegen also. Wie ist das Verhältnis von Redeanteil Trainer zu realer Spielszene bei so einer Videoanalyse? Also wie viel ist da so eine Theorie und wie lange läuft das Bild und wie viel ist gesprochenes Wort? Also wir haben jetzt hier gar kein Bild, reden, sabbeln selber nur die ganze Zeit. Ja, es ist, also ist immer ein bisschen unterschiedlich. Natürlich auch abhängig davon, wie es gelaufen ist am Wochenende. Also natürlich viel hast, wo du sagst, boah, wir haben so viele Szenen, die blöd gelaufen sind und da können wir das lieber machen und da. Und dann kann es natürlich auch schon mal sein, dass ein bisschen ausgiebiger diskutiert wird. Oder manchmal auch, dass eine Diskussion entsteht, weil der Trainer sagt, ja, so und so, wo dann ein Spieler aber sagt, na, vielleicht das. Und der Trainer, ja, so kann man es auch sehen. Was, ne? Und dementsprechend ist es immer so ein bisschen unterschiedlich. Aber ja, so 50-50, 60-40 für den Trainer.
Aber das finde ich ganz spannend, weil du sagst Diskussion. Das heißt, es ist nicht so, dass der Trainer vorgibt, wie gespielt wird, automatisch, sondern dass ihr da auch drüber diskutiert und versucht, zusammen dann irgendwie Ideen zu entwickeln? Ja, auf jeden Fall. Also der Trainer hat natürlich schon so seine Idee vom Fußball. Aber wenn wir jetzt mit den 11 Leuten sagen, so fühlen wir uns nicht wohl, dann ist der Trainer der Letzte, der sagt, ja, interessiert mich nicht, ich will, dass ihr so spielen, sondern ganz im Gegenteil, also immer offen für jegliche Denkanstöße, verlangt es auch von uns, dass wir da uns mit auseinandersetzen, Gedanken machen, uns einbringen und sagen, hey, vielleicht doch nochmal das anders oder da ein bisschen was variieren. Und wie gesagt, ist da sehr offen für jeden Ansatz und den verfolgen wir dann gemeinsam. Und ja, bislang sind wir auf einem ganz guten Weg. Ja, ist das typisch für einen Trainer oder ist das schon eher ein Spezifikum von Eberlin? Einmal, dass ja offensichtlich die Videoanalysen sehr ausführlich sind und zweitens, dass man da eher so drüber diskutiert? Ich glaube, mittlerweile gibt's dann doch viele Trainer. Also ich kann es natürlich nicht jetzt nicht von anderen Clubs sagen, wie es da ist, aber ich denke schon, dass gerade auch so die junge Trainergeneration zu den Ewald natürlich auch hört. Nein, aber die natürlich jetzt mittlerweile vorherrscht. Also ich glaube, so Art Magath, Van Gaal gibt es jetzt in der Bundesliga eher wenig oder gar nicht. Ich glaube auch, dass Guardiola da sehr gesprächig ist mit seinen Spielern. Ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, wie es bei José Mourinho ist, aber deswegen, also ich glaube schon, dass die Tendenz dazu geht, dass so diese brutalen oder in Anführungszeichen harten Hunde da eher durchs Raster fallen mittlerweile mehr und mehr. Trainerprofil heißt kommunikativ, oder? Also der kommunikative Trainer ist. Ich glaube schon, dass das zurzeit Großteil so ist. Wie gesagt, ich kann es von den meisten anderen Trainern jetzt nicht sagen, aber ich kann mich auch hier an keinen Trainer erinnern, der gesagt hat, wir spielen jetzt das, was wir unbedingt machen und oder was ich machen will und was ihr wollt, ist mir egal. Du warst bei Uli Maslow halt noch nicht da. Aber ich habe von Van Gaal gehört, dass der sich sogar von seinen Töchtern siezen lässt. Da ist er wurde immer wieder überliefert, ja. Ich erkenne seine Töchter nicht, deswegen weiß ich nicht, ob das stimmt oder nicht, aber. Du würdest dich von Van Gaals Töchtern aussiezen lassen. Okay. Hat Matze Hain denn auch Redeanteil bei diesen Taktik- oder Videoanalysen? Oder besprecht ihr torwartspezifische Szenen dann eher nochmal unter euch? Natürlich auch unter uns. Durchaus auch oft auf dem Team, also das heißt im Torwart-Team mit Matze zusammen, weil es ja nicht immer nur, oder es betrifft ja nicht nur ausschließlich mich. Ich denke, Philipp hat auch sehr viel Erfahrung und hat auch immer wieder nochmal was, wo er sagt, ja, das war mal so oder so kann man es auch machen, wie auch immer. Und bei Matze das Gleiche und hat aber natürlich auch immer wieder in den Teamsitzungen da lässt er seine Erfahrungen zu Wort kommen, also. Raushängen. Ja, von den 834 Fragen, die eingesandt wurden, drehen sich 830 um die aktuelle Torwart-Trikot-Kollektion. Magst du mal in freier Rede erzählen, wie du zu unseren Torwart-Trikots momentan stehst? Sehr gerne. Ich weiß vor lauter Begeisterung gar nicht, womit ich anfangen soll. Starten wir mal beim ersten Spieltag mit dem herrlich gelben, leuchtend pink Dreieck, Quadrate, Kringel, Kreise, Schwarz, Bodo Egner 1990 und so weiter und so fort. Farben. Nicht nur, dass es generell, also ich weiß und ich respektiere die Meinung auch vieler Fans, dass sie es schön finden, weil es Oldschool und 90er Jahre ist. Aber nicht nur, dass ich es persönlich, über Geschmack lässt sich streiten, potthässlich finde oder sehr hässlich finde, ist es auch noch so, dass mich das persönlich auch augenmäßig echt nervt,
weil ich ein ständiges Gefühl von absoluter Unruhe hatte. Im es flimmert unter dir im sozusagen. Augenwinkel, definitiv. Und also gefällt mir nicht. Interessante Theorie. Die Torhüter haben früher schwarz getragen, damit möglichst wenig Reflexion um sie herum sozusagen ihren geschärften Blick durch die schwierigen Lichtsituationen beeinflussen. Könnte sein. Ja, pink-lila. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, wem es gefallen hat gegen Dortmund. Ich fand's super. Du fandst super. Ich würde nicht wirklich. Ja, der hat Herrwagen drin gespielt. Ne? Genau. Ja. Aber Sven in der U23 spielt er auch mit. Ja, habe ich auch schon auf Bildern gesehen. Also wird auch nicht mein Trikot werden. Ich glaube, wer jetzt die letzten Spiele so intensiv oder auch nur mit einem Auge verfolgt hat, hat gesehen, dass ich so ein bisschen meinen Favoriten aus der Feldspieler-Trikotsammlung rausgesucht habe, die glücklicherweise ein rotes Pokaltrikot uns beschert hat. Letztes Jahr das schwarze wäre natürlich auch aufgrund mit dunkelbraun und so immer schwierig geworden, aber in dem Fall kann ich das rote eigentlich fast zu allen Anlässen tragen. Außer vielleicht Nürnberg, Kaiserslautern, Fortuna Düsseldorf und Union Berlin, da könnte es dann irgendwie eng werden. Und dann haben wir noch das Grüne, das ist eigentlich ganz in Ordnung, aber auch manchmal so dem Schiedsrichter ein Dorn im Auge, wenn wir in Schwarz spielen, weil es dann vorne auch ein bisschen schwarz ist und dann kann schon mal sein, dass die Kollegen da sagen, dass es dann doch zu dunkel ist und ja. Sagen die das unmittelbar vor dem Spiel oder muss man dann so ein Trikot so anmelden? 2, 3 Tage? Es wird schon angemeldet bei der DFL. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Tage, eine Woche knapp oder so. Aber im Voraus, das ist jetzt nicht so, dass man 10 Minuten vor Anpfiff trifft und sagt. Mit inklusive Torwarttrikot. Wir kommen so. Aber dem Schiedsrichter ist dann immer noch vorbehalten zu sagen, nee, ist mir zu nah aneinander oder so. Also der Schiedsrichter hat dann letztlich das letzte Wort. Aber wie gesagt, mit dem Roten bin ich da in der Regel eigentlich auf der sicheren Seite. Und ja, ich habe ja irgendwo mal letztens gelesen, dass Rot oder wenn man Sportler in Rot auch sehr erfolgreich sind. Ja, das glaube, stimmt. Ich glaube, statistisch das gesehen sogar. Du hast doch schon eine Folge Millanton gehört, habe ich nämlich letzte Woche, vor 3 Wochen erzählt. Ja. Ich habe es neulich. Kaiserslautern, Nürnberg, Union, wir waren ja gerade dabei. Rot-Weiß-Essen. Ja. Gut, kann ja nicht alle. Mannschaften in roten Trikots gewinnen öfter als andere. Genau. Bayern, Manchester United. Und ja, wahrscheinlich im Moment reicht es ja, wenn wir einen haben, der rot anhat. Ja. Da opfer ich mich dann gerne. Und Hauptsache, du gewinnst. Aber apropos Oldschool und Trikots, ne? Früher hatten ja Torwart-Trikots so Polster an den Ellbogen und auch die Hosen hatten ja so, also nicht immer, aber auch so manchmal Polster. Das ist total, das macht keiner mehr, ne? Ja, viele spielen ja in Kurzarm auch mittlerweile. Ja. Also ich bei dem Roten ja auch. Nee, ich glaube es gibt, also ich weiß jetzt nicht, kann jetzt nicht für die ganzen anderen Hersteller, Firmen sprechen. Ich weiß, ich hatte in Essen noch ein Torwarttrikot mit Polstern, aber ich meine, wozu im Prinzip? Also ja, bei Profis ja wahrscheinlich egal, aber bei Amateuren natürlich gibt's noch, also du kannst natürlich immer noch welche kaufen, aber jetzt im Profibereich brauchst du ja im Prinzip keine Polster, weil also zum anderen sind die auch, muss man ehrlich gestehen, in den Regeln so dünn, dass wenn du sie bräuchtest, der Schutz eigentlich mehr so ein symbolischer Natur ist, sozusagen. Ja. Ein Placebo-Effekt. Wolf. Im Profifußball braucht man keine Polster, weil, das würde ich jetzt gerne nochmal, aber das ist die Regelerklärung, ist einfach, weil die nur so dünn zugelassen sind. Nein, weil der Rasen so gut ist. Nee, aber also, so habe ich es verstanden. Profis haben keine Schmerzen. Ich wüsste jetzt nicht, warum ich, also was mir die Polster dann bringen würden. Zumal ich mein Trikot entweder hochkrempel, sodass die Polster auf Trizeps Schulterhöhe wahrscheinlich hängen würden. Und also als ich noch hier vierte Herren auf der Feldstraße auf dem Acker auf Grant gespielt habe, da war ich über jedes Polster dankbar. Da können Polster nicht schaden, ja. Aber. Inzwischen ist da ja feinster Kunstrasen, da braucht man das auch in der vierten Herren nicht mehr. Mir fällt gerade eine Szene ein, Jan hat beschrieben, wie Robin Himmelmann sich die Stutzen zurechtzupft und ich habe beschrieben, dass du im Spiel mit Stutzen über den Knien angefangen hast, also dass es fast aussah, als hättest du eine rote Strumpfhose an, hast sie richtig hochgezogen. Ist das das Polster, was geht, oder ist es dann, damit die Knie nicht dreckig werden. Muss ich nur oben rum duschen. Machst du immer, oder ist das
einfach so zum Wohlfühlen. Ja, ich mag es einfach, wenn, also ich mag es ja nicht, wenn der Stoff quasi so geknittert ist. Und das finde ich sehr gut. Sind halt ein bisschen, ähnlich. Bisschen länger, die Stutzen rollen sich dann natürlich irgendwann runter, weil es dann doch nicht hält. Aber in der Regel starte ich das Spiel dann damit, aber mit den Handschuhen ist es dann auch öfters schwierig, die hochzuziehen, ohne dass da immer der ganze Belag vorne so ganz leicht peu à peu dann der Schaumstoff sich löst. Oh, da muss man mal mit Uhlsport reden, dass sie bessere Handschuhe herrschen. Ja, aber sie haben schon sehr, sehr gutes Material. Sehr, sehr gutes Material. Und Handschuhe größenmäßig ist das so. Ich finde immer manchmal so diese riesen Pranken, also so große Hände kann ein Torhüter doch gar nicht haben, wenn man da so, was bist du für ein Torhüter? Eng sitzen, groß sitzen, wie? Nö, ja, also es muss schon eng anliegen, weil ansonsten. Was ist denn deine Handschuhgröße? Ich habe Größe 10, also das ist relativ normal, sag ich mal. Tja. Wisst ihr eure Handschuhgröße? Ich habe 11. 11? Ich habe 9. Ich hätte gesagt, ich habe 7,5 oder so. Nein, das ist Quatsch. Wie kaufst du denn Handschuhe? Ich glaube, 10 ist so fast so ein Standard, Schnitt. Ja. So, also zwischen 9 und 11 ist so. Wobei 11 ist dann schon fast. Ah ja, große Hände. Also lange Finger, 12, ne? Genau. Ich habe ernsthaft keine Ahnung. Ich wohne in Hamburg. Das könnte ich mache keinen Wintersport. Was das soll könnte ich mit 8 sein. Fahrradfahren. Oder 7. Fahrradfahren zum Beispiel, genau. Ja, dafür immer berechtigt. Ah, da gibt's ja auch. Ich habe extra 19? So Stadionhandschuhe. Ich glaube, Fahrrad habe ich. Sind die mit dem L oder M oder? Sind das die aber mit es gibt dem auch für normale Winterhandschuhe. Ja, genau. So da, diese Handschuhe? Genau. Was denn? Sind das diese mit dem Quarzsand drin? Diese Stadionhandschuhe? Nee, welche zum Abklappen. Also so eine Mischung aus Fäustling und Fingerhandschuhen, wo das dann die Fingerkuppen dann frei sind. Damit zum du Kleingeld kannst. Rausholen und damit ich Zigaretten drehen kann. Ja, deswegen ist das extra spezielle. Nee, für Smartphone habe ich in der Tat, ich habe so Handschuhe mit Silberfäden. Geil, habe ich auch. Das ist total und geil. Und es geht als Lifehack, also wenn man dazu zu geizig ist, lässt sich ein Smartphone auch mit einer Bifi bedienen. Die Elektrospannung einer Bifi ist die des Fingers am ähnlichsten und dann kann man mit Handschuhen. Möchtest du den Gedanken? Wilko, deine Stunde kommt, ey. Dazu hätte ich jetzt gerne mal ein Video begeben. Filme los. Das habe ich gelernt bei Galileo. Ja. Jumbo Schreiner hat das durchgetestet. Also Candy Crush Level 317 demnächst mit der Bifi von Wilko Steinhagen. Viel Spaß. Wir haben ja noch weitere Fragen. Von Wilko Steinhagen, das hört sich aber auch an, ey. Deswegen wollte ich diesen Gedanken nicht weiter. Ich ignoriere das einfach und mache mit den Hörerfragen weiter. Vom Twitter-User 23 alias Flam German, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, der hat zwei Fragen, die aber zusammengehören. Wie intensiv nimmst du die Zuschauer wahr? Manche Feldspieler blenden das ja anscheinend sehr stark aus. Und dann weitergehend, wie ist das insbesondere vor der gegnerischen Kurve oder beim Elfer, würdest du dir teilweise Ohrstöpsel wünschen? Nee, Ohrstöpsel nicht. Das Problem ist mehr so, dass die Kommunikation einfach natürlich eingeschränkt ist. Also man, wenn man Glück hat, erreicht man mal so seine Vorderleute in der ersten Reihe, das heißt Viererkette. Bei den Standards natürlich dann anders, weil alle so um einen herum sind, aber das ist so das größere Problem, wie gesagt, dass man die Leute eher wenig erreicht, aber kannst ja mal ein Zettelchen an so einen langen Ball dran machen, wenn du gerade was sagen willst. Aber jetzt also Ohrenstöpsel braucht man nicht. Gegnerische Elfmeter hatte ich, also beziehungsweise einen Elfmeter hatte ich gegen mich noch nicht im Profibereich. Echt? Noch gar nicht? Nee. Ich glaube, ist ja gar keine Statistik, bislang, in welcher Ecke du am liebsten bislang springst. Elf Meter los, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Gibt es denn eine Vorliebe? Stehst du lieber vor unseren Fans und hörst deren Gesängen zu oder stehst du lieber vorm gegnerischen Kurve oder ist dir das egal, weil du es nicht mitkriegst? Ja, also zuhören ist jetzt vielleicht übertrieben. Mitsingen und so. Wie gesagt, bisschen mit Hüpfen. Also man nimmt die Grundstimmung natürlich wahr, wenn jetzt es gerade ruhig ist im Stadion, merkst du es natürlich schon, aber ich kann jetzt nicht wiedergeben, welche Lieder wann ungefähr auch nur gesungen werden. Aber manchmal merkst du natürlich schon, jetzt geht nochmal richtig ein Auf, so mal
sind nochmal welche, der eine oder andere ist nochmal wach geworden, der vielleicht gerade noch so ein bisschen vor sich hingedöst ist, oh ja, die spielen noch. Wo es dann nochmal so ein Ticken lauter wird, aber ja, ich muss sagen, jetzt da das Ding fertig ist, ist es eigentlich echt, es ist fast egal, weil von der Süd das alles zurückkommt und du es eigentlich sowohl hier als auch da intensiv wahrnimmst, weil auch die Nord sowohl natürlich die gegnerischen Fans geballt für Stimmung sorgen, als auch unsere Nord. Von daher habe ich da gar keine so große Vorliebe jetzt für eine der beiden Seiten. Bist du denn von gegnerischen Fans eher gepusht? Also motiviert dich das? So wie Oliver Kahn gesagt hat, wenn ich in Madrid vor 100.000 mich hassenden Leuten auflaufe, dann ist das viel geiler, als wenn ich zu Hause spiele? Oder ist das auch eher egal? Ja, es spielt eigentlich keine große Rolle, muss ich sagen. Also ich habe mich am Anfang immer so ein bisschen gefragt, als ich noch nicht als noch nicht klar war, dass es darauf hinausläuft, mal vor 50.000 gegnerischen Fans zu spielen, fragt man sich natürlich, ja, wie ist das? Wird man, ist es freundlich oder ist man aufgeregt, wenn die böse zu einem sind oder was auch immer, so, was wollt ihr von mir? In Kaiserslautern war die Stimmung jetzt so gefühlt am meisten aufgeheizt, würde ich jetzt sagen, so rückblickend, was so die gegnerischen Fans anbelangt, aber diesen Orle. Da muss ich ehrlich gestehen sagen, habe ich mich manchmal eher gewundert, was so von Leuten unter 18 so an Wörtern rüberkam, wo ich dann schon... Wie, das hörst du dann richtig? Also hörst du richtig... Natürlich, den einen oder anderen hörst du dann schon mal durchaus, ne? Erzähl mal, was da so in Kaiserslautern getextet wurde. Wurde dir echt einfach... Ja, also ich schüttel einfach mit dem Kopf, weil ich nicht auf die Idee kommen würde, solche Wörter in den Mund zu nehmen. Gerade als Fußballer nicht. Nein, wo du teilweise als Erwachsener von irgendwelchen, also es sind ja teilweise schon mittlerweile Kinder, die da in den Fankurven stehen, halt beleidigt wirst, wo du dir echt nur, also wo du dir echt denkst, sorry, aber ja, da fällt dir eigentlich gar nichts so ein. Nur es macht auch keinen Sinn, sich da mit irgendwelchen Fans da anzulegen oder ich glaube, ich komme in Anführungszeichen immer meistens so gut mit denjenigen klar, dass ich eigentlich kaum mal Pfiffe oder so bislang da gehört habe. Ja, also. Keiner mag Kaiserslautern. Aber ist das so ein Standard, wenn man dann irgendwie als Torhüter, keine Ahnung, wenn du einen Ball jetzt hinterm Tor wegholst vom Zaun und dann gehst du da nah an den Fans lang, dass dann irgendwie, da gibt's dann den Film, also wenn man das jetzt mit dem Mikro mitschneidet, so dann würde man so eine Pöbel-Arie hören oder ist das dann? Also ich muss sagen, in Kaiserslautern habe ich's, da waren wirklich so 2-3 Mal, da waren ja auch in der zweiten Halbzeit dann relativ viele Abschläge, die Fans waren unzufrieden, weil so auch im Prinzip gesagt wurde, das Spiel müssen wir eigentlich gewinnen, um noch eine Chance zu haben, aufzusteigen. Dann stand es da relativ schnell dann in der zweiten Halbzeit 2-0, so dann war das so die Unzufriedenheit. Dann habe ich mir natürlich entsprechend hier und da mal ein bisschen Zeit gelassen. Hatte ich noch so ein kleines, Tête-à-tête mit dem Balljungen. Was natürlich dann auch nicht dazu beigetragen hat, dass die Fans ruhiger wurden. aber du hast natürlich dann trotzdem mittlerweile ja den Stein auch einen gewissen Abstand, weil du musst ja die Bälle nicht mehr holen. Du musst ja eigentlich, stehst neben dem Tor, kriegst den Ball zugeworfen. Aber ja, also das, was da dann so entgegenkam, war, also das war echt schon weit unter der Gürtellinie. Wie gesagt, oft von eher nicht unbedingt Erwachsenen. Und ansonsten war es eigentlich, wo haben wir gespielt? Lass mich kurz überlegen, in Bochum, auch relativ entspannt, Darmstadt, so weit weg, dann Lautern war es eben, Leipzig auch relativ weit weg, also Lautern war jetzt so das Einzige, was mir da so im Gedächtnis geblieben ist. Willkommen. Ist es dann, wenn das so ist, eigentlich noch wichtig, ob man Seite oder Anstoß wählt? Das war früher immer ganz wichtig auf meinen Plätzen. Wegen Wind? Wind Gefälle. Wind und Sonne. Gefälle, ja. Wind, Gefälle auf jeden Fall. Wo die Bäume stehen. Und natürlich, manche mögen das ja, oder habe ich dann in Interviews gehört, zum Beispiel zweite Halbzeit auf die eigene Kurve zu spielen oder so. Aber das so, wie wird das, ist das, aber wenn ich, im Moment, eigentlich sind also ja alles Sonne kann ja bei euch noch ein Thema sein.
blendet in der wird natürlich jetzt, also je neuer die Stadien sind, desto weniger Probleme hast du natürlich eigentlich. Das ist ja alles gleich. Also aber kann natürlich in dem einen oder anderen Stadion schon mal so ein Thema sein. Jetzt gerade, wenn es jetzt dann auch wieder so wird, dass die Sonne relativ tief steht, auch um eins, je nachdem, wo du dann spielst, kann es dann schon mal so ein Thema sein, weil wenn du im August um 15.30 Uhr steht, dann steht die Sonne gefühlt um 17.30 Uhr genau da, wo sie um 15.30 Uhr auch stand, dann ist es nicht so ein Riesenunterschied. Wenn natürlich um 1 Uhr spielst, steht die Sonne danach um 15 Uhr ist sie fast schon unter im Dezember. Da kann es natürlich schon mal sein, dass du sagst, erste Halbzeit wäre schon vielleicht nicht so schlecht. Aber ansonsten, eigentlich. Entscheidet das eigentlich jemand spontan beim Werfen oder wird das? Das macht geht auch der Team-Meteorologe, der prüft die Sonnenstände, das wird dann simuliert in der sogenannten Luna-Box. Irgendwie stellt er seinen Wetterfrosch in die Mitte vom Platz. Fragen die dich? Also fragt der Kapitän. Ja, manchmal sprechen wir schon drüber, sagen, hey, auch keine Ahnung, es gibt ja, also gerade hier ist, ich muss sagen, diese Saison erstaunlich windstill bei den Spielen, weil normalerweise hier immer der Wind irgendwie reinfegt. Dann sprichst du natürlich schon mal kurz drüber, hey, sollen wir erst mit oder erst gegen oder na, wie machen wir es? Aber ist jetzt eigentlich nie so ein Riesenthema, ist es eigentlich nicht. Ich habe immer Anstoß genommen früher, wenn ich das entscheiden durfte. Ich wollte immer sofort den Ball haben und ein Tor schießen. Ich mich nicht gedulden bis zur zweiten Halbzeit. Aber Wilko, was ich von dir jetzt noch wissen will, es gibt ja mittlerweile gar nicht mehr die Möglichkeit. Also entweder du gewinnst die Wahl und kannst die Seite wechseln oder die Seite wählen und der andere hat den Ball. Früher gab es entweder anders. Ball oder Seite, da konntest du es dir noch aussuchen und dann konnte der andere eben dann, wenn du den Ball genommen hast, die Seite wählen. Jetzt ist, ich meine, der Gewinner wählt die Seite und der Verlierer hat den Ball. Wilko, du hattest es gerade von Gefälle, jetzt würde mich ja nochmal interessieren, erste Halbzeit bergauf spielen oder bergab? Erste Halbzeit bergauf. Weil da ist noch Kraft, da hochzulaufen und zweite geht's so dann sieht's dann aus und in der zweiten Halbzeit ab Minute 70 ist Gefälle Richtung gegnerisches Tor immer hilfreich. Wird immer wichtiger. Ja. Gerade wenn man so eine Sturmgranate ist, wie ich eine war. Ist bergab immer gut. Jetzt wird es unrealistisch. Okay. Wir haben von Ann-Kathrin Perleberg drei Fragen bekommen. Zum einen, was hast du aus der Horrorsaison letztes Jahr persönlich mitgenommen und inwieweit hat sie dich und dein Spiel verändert? Ich glaube, mein Spiel hat sich dadurch eigentlich gar nicht verändert oder nicht großartig. Was haben wir mitgenommen? Vieles, denke ich. Also zum einen, dass keine Lage aussichtslos ist. Du einfach viele Sachen dir arbeiten musst und der Weg manchmal dann auch eben steinig ist, aber auch wenn es dann am Anfang nicht klappt, man sich dann von dem Weg nicht abbringen lassen sollte. Und ich denke, das haben wir getan, das haben wir dann auch hinten raus erfolgreich getan. Das ist so das, was wir mitgenommen haben. Was ich persönlich hatte, habe eigentlich trotzdem, auch wenn es natürlich jedes Mal schwierig war, so ein bisschen mit dem Gedanken, wenn wir jetzt verlieren, dann. Also immer so das Drittliga-Gespenst im Hintergrund, hatte ich eigentlich trotzdem in jedem Spiel, bin ich eigentlich immer mit einem Lächeln auf den Platz gegangen, weil ich dachte, hey, heute wieder eine Möglichkeit, was zu holen, nach 90 Minuten, nicht freudestrahlend, aber schon genugtuend irgendwo das Spiel beendet zu haben und ich glaube, das hat auch so ein bisschen gezeigt, dass bei allem Negativen es auch wichtig ist, da dann seinen Spaß nicht dran zu verlieren und eine gewisse Lockerheit zu haben, auch in einer sehr, sehr schwierigen Phase. Mhm. Sebastian? In dem Kontext nur gerade, es heißt ja von Trainern immer gerne, nur auf das nächste Spiel achten und die Tabelle ist uns egal und so. Das klang jetzt so ähnlich raus bei dir. Ist das denn tatsächlich so, dass man das halbwegs ausgeblendet kriegt? Also im Spiel wird mir alles einfallen oder beziehungsweise wird mir nichts anderes einfallen, als den Ball im Auge zu haben. Also da ist in keinster Weise irgendwas was anderes großartig im Kopf. Deswegen
auch keine Tabelle, keine Hätte-Wenns und Abers und natürlich war es in Darmstadt dann so, als du dann 0-1 zurücklegst, wo du dich fragst, okay, jetzt, weil ich glaube 2-0 war es in Karlsruhe, das Ding war ja eigentlich durch, wo du denkst, okay, gut, Relegation hast du und dann war es ja 2-0 küssen durch in Heidenheim. Dann natürlich schon, weil du weißt, okay, danach ist das Ding, ist es ja durch. Danach ist ja die Tabelle entscheidend. Nur jetzt ist ja nicht entscheidend. Gerade ist nicht entscheidend, ob wir jetzt Dritter sind oder 18. Also natürlich schon, weil wenn du jetzt 18. wärst, hättest du keine 13 Punkte, sondern 0. Aber trotzdem ist ja, ist jetzt schön, wenn wir jetzt gerade Dritter sind, aber wenn wir dann in ein paar Spielen, Tagen auch Erster wären oder wenn wir dann Achter wären, im Grunde, ja mein Gott, wichtig ist, was dann am Ende der Saison steht. Aber da denkt man jetzt auch nicht, ja, wenn wir jetzt gewinnen, dann könnten wir am Ende der Saison so viel da sein und wenn wir verlieren, dann können wir es nicht sein. Deswegen, bei uns ist von Spiel zu Spiel, aber auch dann eben von Training zu Training, wo wir sagen, hey, dieses Spiel haben wir da und da so ein bisschen das nicht umgesetzt, lass uns das im Training wieder versuchen, uns das zu erarbeiten. Und dann wieder fünf Tage später das im Spiel halt umzusetzen, sich danach wieder hinzusetzen, zu schauen, hey, was hat geklappt, was hat nicht geklappt, was müssen wir vielleicht nochmal anders machen, wo müssen wir nochmal mehr machen oder was können wir uns sparen? Und so geht das dann eigentlich so Tag für Tag, Woche für Woche, Spiel zu Spiel. Ann-Kathrin fragt noch, was denn dein persönliches Highlight, also welches Spiel da hervorstach? Jetzt hast du Kaiserslautern schon erwähnt, weil es besonders nett von der Atmosphäre her war. Also Kaiserslautern war mit Sicherheit ein Highlight, weil ich glaube, selbst viele unserer Fans nicht unbedingt damit gerechnet haben, dass wir da mit einem 2-0 in den Bus steigen. Vorsichtig formuliert, ja. Ich glaube, es gab nicht ein. Ja, wenig Vertrauen in uns. Obwohl, Schnecke war ja vor dem Spiel da und er hat ja bei uns sein Tor angekündigt. Ach, stimmt. Also von daher, wir wussten natürlich, was da abgeht. Wir haben über 3 Tore gesprochen. Ja, das hören uns doch alle. Von daher wussten es alle. Ja, der Fanladen hat das ja immer noch nicht verpflichtend für die Auswärtsfahrten als Audioprogramm. Naja. Okay. Eigentlich könntet ihr das immer in den Bussen und Sonderzügen und so. Ja, wir sind technisch limitiert. Ja, aber du hast das Smartphone stimmt. Allerdings. Deswegen seid ihr bei St. Pauli, hätte ich jetzt. Naja, gut. Nein, aber also, sonst, dein Highlight. Ja, das war mit Sicherheit, ja, auch aufgrund der Überraschung dann, war mit Sicherheit ein Highlight. Ansonsten waren eigentlich alle wichtigen knappen Siege, Leipzig, Nürnberg, auch das 5-1 gegen Bochum, natürlich auch die Feier letztlich nach der Niederlage gegen Darmstadt, es ist nichts, was ich großartig herausheben könnte. Vielleicht würde ich Union Berlin nicht rausheben, aber ansonsten gibt's jetzt nicht so viel, wo ich sagen würde, boah, das konntest du voll vergessen, aber das eine war jetzt das Überragende. Hast du in Berlin eigentlich überprüft, ob man den Platzwart irgendwie verklagen kann? Nee, weil ich glaube, dass das aussichtslos ist. Ich habe das hier ja schon mal erzählt, ich muss es jetzt, wenn du hier bist, natürlich nochmal erzählen. Das war die erste Auswärtsfahrt mit meinem Sohn. Und wir hatten wirklich einen Platz direkt hinter dem Tor, 5., 6. Reihe. Und dann kam diese Situation und mein Sohn hat minutenlang geheult und immer geschrien, Abseits, Abseits, das muss Abseits gewesen sein. Und ich habe ihm halt erklärt, nein, kann ja nicht, weil war ja Rückpass. Doch, das war Abseits. Er war untröstlich. Und wir fahren jetzt wieder zum Unionsspiel und haben einen ähnlichen Platz. Also sollte es in der Schlussphase nochmal zu einer ähnlichen Situation kommen, hau einfach weg. Ich nehme den Ball einfach in die Hand. Oder so. Dann gibt es halt indirekten Freistoß. Das ist nicht so schlimm. Besser als letztes Jahr. Eine Frage, die natürlich alle brennend interessiert. Dritte Frage von Ann-Kathrin. Da Schnecke verletzt ist, hast du jetzt ein Einzelzimmer auswärts? Nein. Sondern? Ja, ist abhängig von der Bei Ewald. Wir fahren ja trotzdem mit 18 mit 18 Spielern zu den Auswärtsfahrten, also wir fahren jetzt nicht mit 17. Kommt immer dann so ein bisschen drauf an, wie der Kader zusammengesetzt ist und wer dann hier und da übrig bleibt. Jetzt haben wir ja sowieso wieder komplett neue Kaderstrukturierung. Ja, wahrscheinlich
wenn bei Schnecke alles gut läuft, wird er am Sonntag bzw. am Samstag dann wieder auf dem Zimmer sein. Okay. Ich habe mal gehört, beim Handball teilen sich immer die Torhüter das Zimmer, weil die so stinken. Weil die so schwitzen, dass die ihre Klamotten offensichtlich auch immer stinken, dass keiner mit denen aufs Zimmer lassen will. Lassen die an beim Schlafen, die im Spiel getragen haben? Nee, aber anscheinend weiß ich nicht, ob die lüften in ihrem Zimmer oder was. Ich habe es auch nicht so richtig verstanden. Bei den Trainingslagern dann quasi. Ja, genau. Also es wurde gesagt, es werden immer die Torhüter zusammen, weil die haben ja auch beim Handball dann ja trotzdem auch lange Klamotten an und so. Deswegen sind die halt voller Schweiß und kein Feldspieler geht mit denen aufs Zimmer. Ich glaube das sofort. Sagen, ihr seid alle bescheuert, Alter. Beim Handball im Tor stehen, ihr seid sowieso total behämmert. Ja, genau, das wollte ich nämlich auch noch einwenden. Ich habe keinen Handballtor, 4 oder 5 Jahre Handball gespielt. Ich habe keinen Torwart kennengelernt, der bei voller geistiger Gesundheit war. Die haben echt alle was am Helm. Ah, du redest nur von Handballtorhütern. Ja, natürlich. Also, aber na, jetzt kommt ja die Überleitung links außen und Torhüter. Nee. Achso. Das wirklich so, Handballtorwerte kriegen, keine Ahnung, 50 Dinger pro Spiel. Das geht ja auch nur eine Stunde. Da kriegen die 50, 60 Teile eingeschenkt. Die meisten treffen mit volles Brett und halt so ein halb rechter, halb linker, das sind halt alles so 1,90 Tiere. Das ist nicht gesund nach einer Saison. Das kann mir keiner erzählen, dass man da und der Torwart hier von der HSG Friedeburg-Bohave, wo ich sehr erfolgreich gespielt habe. So. Der hat halt auch so mit den Zähnen gefangen, ohne anders auszusehen hinterher und so. Diese haben alle was am Helm. Ich hatte mal eine Freundin, die Handballtorfrau war, die war relativ normal. Also jetzt meine Wahrnehmung. Hast du mit ihr in einem Zimmer übernachtet? Tatsächlich nicht, nein. Das ist sehr lange her. Vielleicht war sie auch nicht lange genug. Dazu ist es vielleicht nicht gekommen. Ja. Okay, ich soll dich von Timo von den Skinheads grüßen, der mit dir die Sonderzugfahrt aus Darmstadt bestritten hat, unter anderem neben vielen weiteren. Und da der eine, der noch mit zurückgefahren ist. Na, er sagt, ihr habt euch länger unterhalten. Und da geht auch eine Frage von Malte hin, St. Pony auf Twitter, der da fragt, wie war denn dein schlimmstes Erlebnis im Darmstadt-Sonderzug? Und in Klammern gleich, what happens on the Sonderzug stays on the Sonderzug, aber vielleicht willst du ja trotzdem drüber reden. Kannst du natürlich auch was Positives erzählen. Oder insgesamt ein Eindruck. Die Fahrt zog sich ein bisschen. Und wir hatten ja irgendwann auch mal so das Ziel Knust und Kiez. Das hätte auch gerne eine Stunde eher kommen können, aber mein Schlimm? Nö. Eigentlich. Boah, ich stelle mir das so als die durchweg freundlich, nüchterne Leute. Gute Gespräche. tiefgründige Analysen vom Darmstadt-Spiel. Ja, geil. Und Fragen, ob ich denn schon unterschrieben habe und nicht jetzt hier im Zug auch. Und wie oft hast du die Frage in dem Zug bekommen, ob du schon unterschrieben hast? Das war ja klar, dass ich nicht unterschrieben habe, aber ob ich bleibe oder das war schon, also ich glaube jeder. Ich nicht. Aber, ja. Hast du so eine Auswärtsfahrt irgendwie vorher in deiner normalen Karriere auch als vielleicht Jugendlicher mal mitgemacht? Oder war das dein erstes Erlebnis Fußballfan? Ich bin tatsächlich mit Gladbach relativ oft. Was heißt relativ oft? Ja, ich doch schon durchaus viele Spiele auswärts mitgefahren. Also natürlich dann jetzt nicht in so einer Konstellation und auch nicht im Sonderzug, sondern eher im normalen Zugbetrieb, wo man sagen kann, ich meine, Gladbach hat auch immer in der Regel den Auswärtsblock voll plus X, sodass das dann eine Art Sonderzug immer war. Also Fernladen, ICE-Fahrt. So, wenn man will, im Prinzip, genau. Und Verfolgst du Gladbach denn so noch? Also jetzt gerade Wochenende, Derby, Fanboykott und sowas? Interessiert dich sowas? Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe es natürlich gerade nicht gerne, dass die Saison so gar nicht läuft bislang, außer das eine Spiel, was sie gewonnen haben. Stimmt, ey. Es ist also andersrum hätte es gerne laufen können, aber so ist ungefähr das Schlechteste, was da passiert ist. Natürlich, also da kriege ich dann auch noch relativ viele Sachen mit.
bin natürlich jetzt dann auch relativ weit weg vom Geschehen, weil es auch schon ewig nicht mehr da im Stadion. Aber viele Dinge bin ich dann noch so großteils informiert. Hast du den Reviersport, hast du das abonniert oder liest du das online? Online, ja. Haben die keine Paywall? Weiß ich nicht. Okay. Ich habe das Abendblatt-Interview, was du gegeben hast, sehr interessiert gelesen und da erfahren, du studierst parallel BWL und Wirtschaftspsychologie und dass du dich in deiner Bachelorarbeit mit den Anleihemöglichkeiten von Fußballvereinen beschäftigst. Das Abendblatt hat die Frage dann so umgedreht, wie sehen denn die Chancen des FC St. Pauli auf dem Kapitalmarkt Bundesliga aus? Hast du dich konkret mit der Anleihe beschäftigt, die der FC St. Pauli ausgegeben hat? Und hast du da eine Meinung zu? Ja. Er macht eine Handbewegung für die nicht. Ja, was heißt eine Meinung zu? Ich finde grundsätzlich die Idee natürlich nicht so schlecht, wenn du sagst, hey, wie kannst du dich als, wie ist die Möglichkeit, abseits der normalen Kreditbeschaffung, wie kannst du vielleicht einen Anreiz schaffen und dann auch dementsprechend Geld, Geld zu leihen, wovon du deutlich weniger zurückzahlen musst, als vielleicht im Falle des normalen Falle der normalen Kreditvergabe ist. Ich sehe das jetzt aber weder, also ich habe da jetzt da keine großartig kritisch oder negative und positive Meinung, sondern ich finde es ganz interessant, eigentlich, dass Fußballvereine sind jetzt auch noch nicht so wahnsinnig viele, schon einige, aber jetzt auch noch nicht so massenhaft die Anleihen herausgegeben haben, vor allen Dingen auch noch dann nicht die massenhaft, oder die dann erfolgreich waren auch unbedingt. Grundsätzlich finde ich es einfach ein interessantes Projekt und deswegen werde ich mich da jetzt in den nächsten Wochen auch noch intensiver mit beschäftigen. Bei Wirtschaftspsychologie, welchen Schwerpunkt? Inwiefern? Also wo studierst du? Ich studiere ich bin ja jetzt im Prinzip schon seit längerem durch mit dem Studium und habe jetzt meine Bachelorarbeit noch als Abschluss. Ach so, okay. Und natürlich eigentlich Schwerpunkt ist, wie soll ich sagen, auf BWL ist schon der, sag ich mal so 70% und dann hast du eben 30%, der noch mit dem psychologischen Anteil dann besetzt ist. Und eine Euro-FH. Also, ach so, okay, also als Fernstudium gemacht, habe es damals angefangen in Essen. So also als Viertligaspieler mit 19 war es halt so die Frage, okay, was gibt es da für Möglichkeiten? Es war ganz normal Vollzeit Fußball, also zweimal Training, ganz normal unter Profibedingungen, weil auch immer das Ziel in Essen war, die dritte Liga zu erreichen. Und da waren also ausbildungstechnische Geschichten nicht wirklich drin. Und habe ich dann nach meinem Abi, nachdem ich erst dann kurz noch ein freiwillig soziales Jahr beim Verein dann eingestreut habe, habe dann eben danach gesagt, okay, dann fange ich es eben im Studium an, dann habe ich dann eine Euro-FH gemacht. War natürlich ganz praktisch in den letzten Jahren dann zu den Seminaren nicht 400 Kilometer eine Fahrt zu haben, sondern nur 15. Und So ist sie hier oder was, in Hamburg? Mhm, Rallstedt. Oh, okay. Du hattest immer einen Studentenausweis? Aber das ist Studentenjob? Hab ich noch. Echt? Noch. Machst du einen Master hinterher? Ja, im Moment es ist so die Frage, ob es jetzt gerade Sinn macht, weil eigentlich ja schon der Master eine sehr spezifische Art der Ausbildung ist. Und macht es dann jetzt Sinn, das jetzt zu machen, wo man wirklich jetzt nicht sagen kann, wo dann der berufliche Weg hinführt? Oder sagt man, ich habe mein Bachelorstudium als Grundlage und kann dann in einer intensiven Zeit, 2 Jahre ja normalerweise Master, kann das dann am Ende der Karriere oder vor Ende, wenn der Abgang quasi sichtbar oder in Sichtweite ist, wenn man sagt, okay, ich höre in anderthalb Jahren auf, ich verlängere nochmal meinen Vertrag, mach dann das nochmal und spezialisiere mich dann nochmal drauf, weil ich muss auch ehrlich gestehen sagen, wenn ich es jetzt abgehakt habe, bin ich auch eigentlich wirklich mal froh, diese Baustelle dann nicht zu haben, weil du immer doch dann irgendwie so ein bisschen was im Hinterkopf hast, ja, eigentlich müsstest du. Und ich tue mich jetzt auch gerade noch hier und da so ein bisschen schwer, wieder da mich dann komplett den Einstieg zu finden und bin dann einfach froh, wenn ich es da erstmal habe. Also
wenn wir definitiv ein kurzes Break machen und dann mir eben so diese zwei Varianten da, was das Sinnigste ist, dann mal überlegen. Ich habe den Fragezettel abgearbeitet. Ich habe hier noch als einziges Stichwort stehen, dass wir dir mal einen Spitznamen gegeben haben. Vielleicht mag Wilko noch mal ganz kurz erzählen. Oh nee, bitte nicht. Also kennst du deinen englischen Namen? Wenn du auf Skyman hinaus willst. Es tut mir wirklich leid, denn den habe ich mal in dieser Sendung rausposaunt, in Anlehnung, ist das ein Lied eigentlich? Ja. Ne? Da hast du sehr starke Phase abgelegt und da habe ich mich zu diesem Wortspiel Skyman is the limit hinreißen lassen, weil du warst halt echt die Grenze der Mann, also ne, deine Linie war die Grenze für alle. So kam dieser Skyman zustande. Und es tut mir eigentlich auch schon ein bisschen leid, aber auch, es ist auch ein bisschen lustig, muss ich sagen. Ja, wobei, so richtig, also ich weiß nicht, durchgesetzt hat es. Nee, zum Glück nicht, also, um Gottes Willen. Deswegen, da möchte ich auch dringend von abraten. Das hat sich in diesem Kreis nie verlassen. Zum Glück hört uns keiner. Ja, die 500 Leute oder was. Die. Oh. Gut. Habt ihr noch was, Jungs? Feierabend haben wir. Möchtest du noch was ergänzen? Was du nicht losgeworden bist in diesen 28 Stunden? Wir können gleich die Highlights der Champions League gucken. Das wäre mit. Nee, eigentlich nicht. Hat mich sehr gefreut, hier zu sein. War ein sehr lustiger Abend. Und kommt mir ja auch vor, als wenn es erst 8 Uhr wäre. Sehr kurz. Es war sehr kurzweilig. Ich habe aber nichts mehr anzuhören. Eigentlich noch Matze Hein durch dich Grüße bestellen lassen von meiner Kollegin, die ist nämlich Bielefeld-Ultra. Okay. Die hat mir das aufgetragen. Das können wir gleich noch besprechen. Es warten sicherlich alle händeringend auf unsere eloquente Meinung zu der ganzen Kai Diekmann-Nummer heute. Ich denke, das können wir hier an der Stelle aber mit einem einfachen, dicken, ausgestreckten Mittelfinger in seine Richtung beenden und müssen da nicht viele Worte zu verlieren. Die könnt ihr auch so noch loswerden. Sebastian? Also den Mittelfinger möchte ich unterstützen, aber ich würde gerne noch ein Herzchen an unseren Verein schicken. Ja, das natürlich. Also wir freuen uns alle sehr, dass wir das Hermes-Logo am Wochenende auf dem Ärmel sehen dürfen und nichts anderes. Da freue ich mich immer am meisten drauf. Das Hermes-Logo. Noch ein Refugees Welcome in eigener Edition wäre natürlich noch schöner, aber dieses Bild-Logo will da keiner sehen. In dem Sinne, wir werden sehen, was wir in 3 Wochen hier auf die Beine stellen und euch allen einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.